Das ist das Lied, was ich wahrscheinlich will. Hi, hi, hi. Baran Beck damals, der erste im Stream. Was geht ab, Barak? Perfekt. Edi Geller. Komme von immer live. Keanu Stream Highlight Kanal. Paul Moin, Luis, InScope 21 Clips. Es sind nur von anderen YouTubern die Highlight-Kanäle oder Clips oder so bei mir im Stream. Achso. Honey da? Ich habe meinen Chat jetzt größer gemacht, Freunde. Ich sehe jetzt mehr vom Chat. Ich sehe jetzt noch die Fragen, die Namen von Christian Gaming. Christian Gaming, deine Nachricht ist noch. Ahmed Elf, Umut Selvi. Und jetzt geht's schon, jetzt eskaliert's. Jetzt hat's keinen Sinn mehr. Achso. Honey da? Zieh mal du Kalle, achso. Ich mach kurz eine Insta-Story. Freunde, wir sind online. Hype ist zu Ende. Wir sind online. Wir machen diese garantierten Totspacks auf. Wir machen Real Talks. Wir bauen ein neues Team, damit ich nicht rasiert werde bei 25.0 mit dem Disconnect. Lasst mich kurz überlegen, Digga. Was mache ich jetzt? Immer die gleichen Lieder. Digga, es gibt keine anderen Lieder, Argu. Ich schwör's dir, ich darf auf YouTube, darf ich nicht alles hören. Das ist das Problem, Freunde. Das haben sich wahrscheinlich schon viele gefragt. Ich kann jetzt hier nicht Travis Scott und so pumpen oder Samra oder sonst irgendwas. Ich werde sofort rasiert von YouTube. Ich bekomme da sofort Strikes. Ich darf nur einen No-Copyright-Song hören und das, was ihr immer so hört, das ist schon mit das Beste. Es ist halt so. An alle, die Bock haben, können meine Playlist für mich erstellen. Bei Epic Music Play. Achso. Rüdiger Tief, nicht zu tief. Nicht so tief, Rüdiger, mit dem ersten Sub des Streams. Herzlich willkommen in der Edi Army, mein Freund. Meine Insta-Story hat schon wieder keinen Bock hochzuladen. Man, I really think so. Heute, Freunde, wieder der Mittwochstream. Ihr kennt es. Mittwochstream ist immer eher so für die Zuschauer. Ihr könnt mir nachher Fragen stellen, worauf ihr Bock habt. Ihr könnt gerne alle ein Like auf den Stream da lassen. Und mir auf Tinder folgen. Perfekt. Ich werde auch diese komische, wo ist mir, achso. Ich werde auch diese SBC übrigens machen. Ich werde die jetzt immer machen, bis ich den besten von denen ziehe. Also ihr könnt mir nachher Fragen stellen, worauf ihr Bock habt. Ich antworte eigentlich auf alles. Wir bleiben so bis 0 Uhr online, schätze ich mal, ungefähr. Wir werden die ganze Zeit Packs aufmachen. Digga, ich muss kurz meine Instagram-Story hochladen. Wartet. Hi, ich bin live. Oh, perfekt. Hi, ich bin live. In blau. Okay. Es geht los mit dem Stream, Freunde. Ich gehe auf den Chat ein. Wie heißt du bei PSN? Wegen dem garantierten La Liga-Tots. Elias N97, das Wette. Ja, 77 Einladungen. Ehre. Gibt hier schon ein paar Schwitzer, die mich eingeladen haben, wie gesagt. Obwohl, Elias N97 einladen, Freunde. I flex your mom ist der erste. I flex your mom ist der erste, Chat. Wie gesagt, lasst alle gerne ein Like auf den Stream da, damit der wieder viral geht. Ich kann mich nicht genug bedanken, wie die letzten Streams liefen. Die liefen wie eine 1. Wie eine 1 liefen die, Digga. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Shareplay immer schon on-maken am besten. Dann fangen wir jetzt hier mal auf trocken mit dem ersten Pack an. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Mit meinem Team und so. Ich muss mir überlegen, was ich da mache. Am besten ist eigentlich immer zu warten. Aber man kann sich jetzt schon mal Gedanken machen an sich. Übrigens habe ich meinen Chat verändert. Guck mal, jetzt sieht mein Chat immer so hier aus. Dann sehe ich mehr. Sonst war der immer so klein und jetzt ist er so groß. Wie läuft eine 1? Wie geht's dir, Bruderherz? Mir geht's gut, Marlon. Bro, schau kurz Insta bitte. Leute, Insta-DMs, es tut mir leid, es funktioniert mit den Insta-DMs nicht. Es hat keinen Sinn. Real Talk. Insta-DMs, ich antworte schon sehr viel, aber es ist nicht so einfach. Edi, ich will dich heiraten, dankeschön. I really appreciate it. Bist ein Ehrenmann, dankeschön. Du antwortest nie. Digga, das stimmt nicht.
Das stimmt nicht. Ich antworte. Am besten, Leute, gebt ihr mir die Kontrolle. Dann kann ich das alles ein bisschen besser managen. Eins in den Chat, wenn ich antworte. Eins in den Chat, wenn ich euch schon mal geantwortet habe. Zwei, wenn nicht. Guck mal seine Bilanz. Was hatte der für eine Bilanz? 220.000 Abonnenten, yes. Du kannst nur mit dem Gastgeber zusammenspielen. Würdet ihr es feiern, wenn ich so ganz kurz auf das Team von denjenigen eingehe, was meine Opinion dazu ist, aber ich glaube, das ist dann zu zwei. Ja. Ich schwöre, ich antworte so vielen Chat. Lügt jetzt nicht. Macht mir kein schlechtes Gewissen. Ich antworte early vielen. Soll ich das machen? So ganz kurz immer sagen, ja, nein. Ganz kurz trocken, so 10 Sekunden. Oder würdet ihr das nicht feiern? Feiert euch mal weiter so. Macht das. Bis jetzt schreibt dazu niemand was. Drei in den Chat, wenn ich es machen soll. Zwei in den Chat, wenn nicht. Drei in den Chat, ja. Aber ich glaube, so ganz, also nicht lange, sondern nur so kurz eingehen. Dann habe ich so auch die Teambewertung so ein bisschen. Und die meisten juckt es, ja. Dann sage ich wirklich nicht so ins, dann gehe ich nicht genau darauf ein, oh, mit Alexandro, mit Shadow wäre besser als mit Enka und Semedo. Da gibt es vielleicht noch eine Future-Star-Karte von den und den Eierkopf. Sondern ich sage einfach nur, also, damit ihr ein Beispiel habt, das Team sieht gut aus. Wie viele Coins hast du? Du hast 8000 Paletten und du hast eine Bilanz von 11 zu 30. Das heißt, das ist höchstwahrscheinlich ein zweiter Count oder du nimmst FIFA nicht ernst. Und wir machen weiter, Digga. Okay, wir machen es dann ein bisschen. Okay, solange es gut geht. Der zieht jetzt hier erstmal CR7. Ja, wahrscheinlich CR7. Argentinien. IV. Oh nö. Perfekt. Danke an die ganzen Follows, die reinkommen, Freunde. Vielen lieben Dank. Heute ist wieder der Community-Stream. Eli, bist du denn da? Ohne da. Zimmer, du kannst. Ja. Ey, Digga, mein Vater macht gleich wieder eine Route aus. Ja. Zimmer, du kannst. Ja. I really appreciate it, man. I really think so. Reagierst du morgen auf Songs? Ja, wie jeden Donnerstag, meine Freunde. Wie jeden Donnerstag machst du auch einen österreichischen Account für die Rewards. Boah, das ist nicht so einfach, Tobi. Das ist nicht so einfach. Moin hatte Grisi. Grisi ist stabil, Digga. Griesmann ist richtig gut. Freunde, soll ich das kurz mal machen, das Pack? Fühlt ihr das kurz? Richarlison ist im Chat. Vielleicht ist Richarlison im Chat. Richarlison, when you hear this? Ich sag das jetzt einfach immer, jeden Stream. Richarlison, when you hear this, I'm really a fan of you. I really like you. I really think so. You are the best player on FIFA 20. You're Tots card, man. You have 5-star weak foot. You are handsome. You are the reason why I managed. You are the reason why I managed 30 bump. And we have 30 bump hintereinander gehabt. When EA don't make an eye of me. But we have a disconnect kassiert. Bei 25-0. That is not so good for us. That is not so good. Not so. Awata. Back to back. Yes. Back to back. Back to back 30 bomb. Look at your card. You have 16 games and 18 goals. Yo. 18 goals. 32 assists. That is very, very good. That is very good. Freunde, gerne alle ein Like auf dem Stream da lassen. Supportet den Kollegen Schnürschuh hier, mich. Wir machen jetzt die SPC. Ich lese kurz mal ein paar Follows vor. Nuri YouTube, Noah, Magmag YouTube, It's Jamie, David, Brecano, Lost, Zemeo, Weber, 187. Und Rüdiger Tief mit einem Sub, habe ich vorgelesen. Und jetzt noch ein Sub, Mr. Naga mit einem Sub. Dankeschön, Mr. Naga, für deinen Sub, Freunde. Dankeschön für 6000 Zuschauer nach 10 Minuten. I really appreciate it, man. Wir machen jetzt diese scheiß SPC, wo ich so oder so nichts draus ziehen werde. Englisch mit Eli. Also falls ihr jetzt hier eure Abiturprüfungen habt, jetzt nochmal die Englisch-Sachen mitnehmen mit bei mir. Das kann nicht schaden. Habt ihr schon Englisch geschrieben? Chat? Richardson legt Auge. Habt ihr Englisch schon geschrieben? Das sind doch Abi-Prüfungen momentan, ne? Was wurde denn jetzt geschrieben?
Hier, was muss man überhaupt abgeben, Lul? Heute, ja. Was wurde heute geschrieben? Morgen schreibt, es schreiben ja alle das Gleiche, sonst kann man ja schummeln. Morgen Englisch. Wirklich? Morgen Englisch? Achso. Also Freunde, Freitag Englisch. Achso, das ist von Bundesland zu Bundesland, aber an sich, wenn ich einen Kumpel, ach, keine Ahnung. Namen Edi, Namen Fabian. Öffnest du Primark Packs? Yes. Wir machen jetzt kurz diese SPC hier. Team of the Season, einen habe ich, werde ich ja wohl einen haben, Digga. Wir geben einfach Mares ab. Muss ich mir Early jetzt einen kaufen? Och, Henderson. Da bist du doch. So, was habe ich denn noch so? Habe ich noch irgendwas? Ehrenstream direkt reingekommen. Ehre. Du bist aber nicht direkt reingekommen, Rotler Niklas. Ich habe voll die Schwäche bei schwarzen Nachrichten. Also wenn der Hintergrund schwarz ist. Boah, Digga, ich sehe schon in der Bild einen Artikel. Nein, weil der Hintergrund ist jetzt schwarz, Freunde. Und sonst ist er mal weiß gewesen. Und deswegen. Kann ich hier nichts abgeben, man? Adama Traoré. Glaub mir, den brauche ich nicht. Ja, sonst sieht's schon echt mager aus. Ich muss mir die komplette Scheiß-SPC zusammenkaufen. Wie teuer ist denn die? Wie teuer ist denn die, Chat? War die? Nee. Hugo Lloris. Hugo Lloris, Dings da. 200k, 110k. Jens Broke macht ein Upgrade auf die Eli Army. Herzlich willkommen in der Eli Army. Danke an die ganzen Follows, die reinkommen, Freunde. Ich muss hier ganz kurz überlegen, was ich mache. 200k kostet die, okay. Ist ja gar nicht so teuer. Hullet geben wir einfach noch ab. Davis brauche ich eigentlich auch nicht. Aber den abzugeben für eine 86 wäre auch schon sehr was. Ja, wir müssen uns die kaufen, Chat. Lol. Was sind denn hier so günstige Spieler? Kann mir mal hier ein paar Sachen, kann mir hier irgendjemand hier mal was reinschreiben? Die SPC kostet 200. 87 Teambewertung. Was kann ich? Ich habe ja Henderson. So, Lul. Hier, den habe ich. 50 Teamchemie werde ich ja wohl auch noch organisiert bekommen. Godin Ramos brauchst du nicht mehr. Ja, du hast recht. Aber sollen wir Ramos dafür abgeben? Das mache ich dann bei einem Best-of oder so. Es gibt doch Safe-Spieler, die jeder sich kauft. Alderweid, Laporte, ja, sowas. Alderweid. RoyaTBDW63, perfekt ausgesprochen. Danke für deinen Follow. Ich lese gleich die ganzen Follows vor, die reingekommen sind. Nachher könnt ihr mich wie immer fragen, was? Nachher könnt ihr wie immer Fragen stellen, Freunde, worauf ihr Bock habt. Wie heißt denn der andere? Vertonghen. Worauf ihr Bock habt, könnt ihr mich fragen, worauf ihr halt Bock habt. Cristiano Ronaldo, ja, das ist eine gute Idee, Digga. Cristiano Ronaldo ist eine gute Idee. Palermo. I really appreciate Müller. It, man. Aber ich brauche ja gar nicht so krass geratete Spieler jetzt, merke ich. Ich glaube, guck mal. Hier. Warte, ich kann mal nachgucken. Was habe ich denn hier noch so im Verein, Digga? Ich muss da noch irgendwas haben. Ramos geben wir noch nicht ab. Den werden wir irgendwann abgeben, ja, aber noch ist der Moment nicht gekommen, Freunde. Habe ich nicht so ein paar 84er? Lol. Ich könnte an sich Davis abgeben. Keins. Onana. Wenn ich so ein paar 82er abgebe, das meine ich. Rodo Laricchia mit einem Sub. I really appreciate that, man. Und Mox Bornewasser auch noch mit einem Sub. Dankeschön für die Subs. Behalt, Dings. Nimm Richarlison, Digga. Bevor ich Richarlison in einer SPC abgebe, Digga, lass ich mir 10-mal ins Gesicht kacken. Weird Talk. Richarlison ist der beste Spieler im ganzen Spiel. Ich übertreibe ja nicht mal. Es ist wirklich so. Er ist der Allererste. Ihr müsst ihn auch richtig spielen können. Probier mit ein paar 82er. Ja, wir gucken uns das mal an, aber... Würde nicht reichen. Nicht mal annähernd. Ich will nur mal gucken, was ich so machen muss. Ja, perfekt.
Obwohl, Digga. Guck mal, ich brauche gar nicht so ein krasses Upgrade. Sammeln wir mal irgendeinen Stürmer, Freunde. Thomas Müller. Thomas Müller. Fabian mit einem Euro. Lese ich gleich vor. Danke für die ganzen Spenden, für die ganzen Zuschauer. I really thanks. Ich lese gleich alles vor. Thomas Müller reicht schon mal nicht. Ehre. Mertens. Mertens ist Leihspieler. LF Sané ist aber teuer, oder? Kane. Sané ist ja nicht ein bisschen teuer? Maybe? Ich wette, ich mache hier gerade die teuerste Variante, die es auf der Welt gibt. Mann. Die 82er reichen ja nicht mehr annähernd. Rakitic. Ivan. Ivan. Oha, Digga, ich hatte doch... Wollen die mich verarschen? Ich hatte mit 3,82er auch eine 86er Teambewertung. Wie lost sind die denn? Das ist übertrieben scheiße hier gerade. Ich habe schon 40 Millionen Spieler rausgekloppt. Ilkay. Wer? Ne. Ne. Chat. Chat, das ist fake. Das ist fake. Wie viel soll ich denn zahlen dafür, bitte? Sané raus. Reus. Onana. Higuain. Lost. Skript. Kane. Ich brauche gar nicht so krass geratete Spieler, Freunde. Ich habe ja schon so ein paar. Also, guck mal hier. Wenn ich jetzt hier genau so das mache, perfekt. Ich brauche einfach so. Gib mir mal ein paar 85er durch. Gib mir mal so ein paar 85er durch. Ich wette, alle regen sich gerade auf über mich. Junge, nimm doch den, Junge! So. Und jetzt hier, hatet mich nicht. Wer? Ich muss mir so viele Spieler kaufen. Halt's Maul. Vertonghen, Sané, Gündogan und Sancho. Was ist das für eine Scheiße? Wir machen das so. Hol Friede rein. Doch, das ist schon gut so. Wir kaufen jetzt hier Sané. Auf Transfermarkt suchen, perfekt. Wie viele Coins habe ich überhaupt? Und das habe ich... Ey, Digga, ich bin ja gerade sehr lost. So, zack, auf Transfermarkt suchen. Maximalpreis ist mir Rille. Ich habe nur 120k. Ich krieg einen Anfall. Was sieht hier nach einem guten Preis an? Die bieten alle 22k. Also, weil ich was für 24 sehe, schlage ich zu. Ja, wahrscheinlich, Digga. Ihr seid die aller echten Trader. Ihr seid die aller echten Trader. Ich weiß nicht mal, ob ich mir das leisten kann. 97k? Wird eng. Wird eng. Übrigens genauso bei so einen Eierköpfen wie mir, da funktioniert überteuert verkaufen. Scheiße. Ey, das wird gar nicht. Scheiße, ich kann es mir, glaube ich, nicht mehr leisten. Ich glaube, ich kann es mir nicht leisten. Maybe? Der kostet anscheinend so 30.000. Was soll ich euch erzählen? Doch. Das müsste so sein. Maybe Thomas Müller? Oh, das wird so... Ach, ich werde es mir nicht leisten können, glaube ich. Schade, Eli, alles ist vorbei. Alles ist vorbei. Okay, warte, ich glaube, wir müssen nochmal nachgucken. Ich gucke mir nicht den Chat an, Digga. Ich werde da gerade nur beleidigt. Ich werde gerade nur beleidigt im Chat. Also, wir holen es jetzt. Wir schaffen das, Freunde. Zusammen, als Team. Als Team schaffen wir das. Thomas Müller kostet nämlich nur
mit meinen Schnapperpreisen. Ah, so, Digga, hier, 17k mitgenommen. Rakitic kostet. Ne, erstmal Sancho. Ne. Sancho, du kostest doch nichts, oder? Sancho, guter Call. Aber ich glaube irgendwie, dass es nicht ausreichen wird, lol. 11.000 Zuschauer, danke schön für den Support, Freunde. Ich krieg das hier gebacken. Wir machen gerade diese scheiß SBC hier. Ich tue mir schwer, aber ich krieg das gebacken. Verratti, filter doch mal. Das ist doch gut, Digga. Wir haben gerade ein paar gute Deals gemacht. Wie heißt der, den ich gerade geholt habe? Sancho. Hugo. Ich sehe schon den Ramos 93er gleich abgeben. Warum habe ich jetzt auf... Achso. Ich habe mir den doch gerade gekauft. Muss ich den jetzt abstoßen, die Leihkarte, oder was? Mein Gott. Wie sieht's damit aus, Chat? Okay, das wird, glaube ich, nichts, ne. Bitte mehr von dir auf Twitch. Ist du morgen wieder auf Twitch, mein Freund? Morgen, oh, guckt euch jetzt an. Jetzt werde ich hier erstmal irgendwas 85 plus mäßig draus ziehen. Und dann hört ihr auf, mich zu haten, Digga. Das ist der Plan. Onana 85. Onana, hol Witze, wir kriegen das auch so hin. Jumbo Premium Goldspieler Pack. Da ist jetzt was drin, Digga. Ich brauche nur einen 85er, Chat. 85er. Kein 83 plus, da kein. Ja. Schade. Du hast doch Sané gekauft. Habe ich Sané geholt? Echt? Na dann, Chat, dann ist das alles souverän. Dann brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Was hat denn der für eine gestörte Karte bekommen? 96 Pace, 90 Dribbling. Yo, Digga. Ihr seid die allerechten. Ja, okay, Digga, dann können wir es machen. Dann werden wir jetzt die SBC machen. Nachher wird es übrigens auch ein Gewinnspiel geben, Freunde. Wie gesagt, ich muss mich immer wiederholen, weil immer die Leute langsam reinkommen. Ihr könnt mir nachher Fragen stellen, worauf ihr Bock habt. Gib Richarlison ab. Nee. So. Zack. Sané, wo bist du, mein Freund? Wo ist Sané? Ach, LS oder was? Digga. Aber ich werde hier auch gerade gut hops genommen vom Spiel. Ich hole mir ein LS. Eine Variante ist im... Ach, da ist er doch. Digga, ich weiß, dass ich Sané hatte. Hä? Was wollt ihr von mir? Ich dachte, Sané wäre noch gar nicht drinne. Scheiße. Ich dachte, Sané wär noch gar nicht drinne gewesen. Mir fehlen 10k. Jetzt fängt das wieder an. Ja, okay, Freunde. Der Tag ist gekommen. Ich wollte es nicht machen, aber er hat mir auch nicht auf Instagram geantwortet. Er hat mir nicht auf Instagram geantwortet. Flo Keins, der Tag, Freunde, verurteilt mich nicht. Verurteilt mich jetzt nicht. Verurteilt mich nicht. Onana 85. Ich kann nichts dafür, Chat. Er war auch nicht so gut zu mir. Richarlison hat mir direkt geantwortet, Digga. 31er, voll verändert. Ey, Digga, er hat mir nicht geantwortet. Was soll ich euch erzählen? 31er. Wenn ich Onana nehme, 85er Onana, ihr und euer Onana, das bringt mir nichts, Chat.
Ich muss mir noch zwei Spieler kaufen. Wenn ich hier Onana 85 hinstelle, okay? Dann. Dann reicht es. Okay. Ja, da hat Florian keins nochmal Glück gehabt, Digga. Hat Flo keins nochmal Glück gehabt gerade eben. Ich war schon kurz davor, Freunde, ihr habt es mitbekommen. Irgendwo ist mein Geduldsfaden auch am Ende. Jetzt muss ich nicht den 82er, Digga. Hier, das sieht nach einem guten Preis aus. Keins left the chat. Und jetzt hier noch Ilkay. Und was haben wir für einen Kontostand? 7k haben wir noch. Ich brauche einen für 7,2. Gib mir einen für 7200, Digga. So schwer kann das nicht sein. Ey, es kommen nur welche mit 7300. Ist das hier eine schwere Geburt, Digga? Ist das eine schwere Geburt? Es tut mir leid, aber ihr seht es, ihr seht es. Das Spiel verarscht mich. Das Spiel verarscht mich so krass, Hilfe. Das Spiel verarscht mich. Ilkay Gündogan. Ilkay. 7200. 100. Ich habe noch 81 Münzen. Wir haben noch 81. Achso. Wir haben noch 81 Münzen. Also wenn ich da jetzt keinen Ramos oder einen Varane ziehe, dann gehe ich mich echt wirklich, Chat. Dann habe ich aber einen Nervenzusammenbruch vom Herren. Öffne. Ja, wir werden es öffnen. Ich lese mal kurz gleich alle Follower vor, die reingekommen sind. Gerne einen Like auf den Stream da lassen, Freunde. Ich wüsste zwar nicht warum, aber ihr könnt gerne einen Like auf den Stream da lassen. Ich wüsste... Jetzt, ich hab's doch hinbekommen, Digga. Hier, so. Adama kann duschen gehen, Hugo Lloris kann duschen gehen. Adama, Chat, ich werde so oder so einen besseren jetzt in Rot ziehen. Und was mich bei ihm stört, ist 3 Sterne Weakfoot. Das ist nicht so geil als Einwechsler. Nimm's mir nicht übel. Aber jetzt ist die Tour halt. Weh, ich flieg jetzt raus, EA. Gib mir einfach das Pack. La Liga Tots garantiert. Ehre. Edi Geller macht 10 Millionen, eine Woche später wieder Coins-Probleme. Digga, ich habe jetzt noch... Ich habe 81 Coins, Digga. 81 Coins. So, Lars mit einem Sub, herzlich willkommen in der Edi Army. Leias mit einem Sub, Yannick Burkhardt mit einem Follow, Marvin, Lustiger Rügen 06, Tento, Doggy, Zockerwolf, David, alle mit einem Follow. Einfach kostenlos den YouTube-Kanal abonnieren, Freunde, würde mich freuen. Wir sind auf dem Weg zu 300, okay, nee, zu 250.000. Neymar mit 2 Euro, der aller Echte hat gerade 2 Euro gesendet. Ciao, Foodbin, du Lusty Boy. Ja, aber ich hab, das ist mir zu anstrengend gewesen. Wir haben das, die SPC haben wir mit 80k oder so abgeschlossen. Ist das ein guter Deal oder ist das ein guter Deal? Jonas mit 1 Euro, machst du in deinen Haaren nach Hage oder Haarspray rein? Nein. Ich, Freunde, ich wasche die morgens und dann föhne ich die. Ich föhne die so, also ich halte immer meine Haare hier oben fest. Und dann föhne ich die einfach und ich habe halt Naturlocken, die werden dann so. Also es ist von Tag zu Tag wirklich unterschiedlich, die sehen nicht immer gleich aus, aber ja. Fabian mit 1 Euro, Sanel mit 3 Euro, gib doch kein Adana Kebab ab in der SPC. Doch, Digga, den fand ich nicht so gut, mein Freund Sanel. Ich finde den nicht so geil. My Dick is Big mit 1 Euro, Edi, bist du wild? Naja, Digga, natürlich normal bin ich wild, was ist das für eine Frage, Digga? Nachher wird es ein Gewinnspiel geben, wir machen jetzt das Pack hier auf. Das ist voll kompliziert, Digga. Chatpack? Soll ich ein Chatpack machen? Ihr verarscht so oder so alle, ihr Arschgesichter. Chatpack, Chatpack, Ramos. Du hast Ramos gezogen. Jedes Mal, Digga. Jedes Mal die gleiche Scheiße mit euch Arschkindern. Also, Freunde, alle ein Like auf den Stream da lassen. Würde mich supporten. Lasst uns den Stream hier in die Trends ballern. Also, Freunde, alle ein Like auf den Stream da lassen. Ja. Wir haben 4700 Likes, wir sind 15.000 Zuschauer. Macht mal hier, Freunde, auf Ehre die 10k full. 10k Likes full. Alle Zuschauer auch einfach mal liken, man. It's not a maybe. What? Yes, we can. Chatpack, wir werden Chatpack machen.
Wir werden ein Chatpack machen, Freunde. Und da sind es auch schon 6000 Likes. Wir werden ein Chatpack machen. Mir geht es auch auf den Sack mit den Likes. Aber was soll ich machen, Digga? Ich bin transparent mit euch. Bei YouTube laufen die Streams immer gut, wenn der Stream viele Likes hat. Fragt mich nicht, warum. Und für die, die gerade immer fragen, ich werde auch auf Twitch öfter wieder streamen. Morgen kommt ein Twitch-Stream. Der abgehobene Bot... Nee, Digga, ich bin doch nicht abgehoben. Wann kommt das Tots am... Es soll, Freunde, soweit ich weiß, soll das französische Tots... Oder, nee, das italienische Tots soll rauskommen. Von meinen Kontaktmännern. Ich habe noch gar nicht aufgemacht. Mein ganzer Chat schreibt Messi. Oder was soll rauskommen? Oder was soll rauskommen? Guck mal, Digga, wie soll man den Chat hier lesen? Bitte, ich bitte euch. Es ist unmöglich. Jetzt spammt ihr aber. Guck mal hier oben, ja? Es ist. Ich zeige euch nachher. Warum liest du meine Nachrichten nicht vor? Genau deswegen, Digga, weil man hier nichts sieht. Das ist viel zu schnell alles. Aber okay. Wir machen das. EA Sports. Ich habe wegen euch kein Top 100 Pack bekommen. Ich wurde rasiert bei 25-0 Disconnect diese Woche. Bei 25-0 muss ich mich mit 29-1 Elite 1 Rewards zufrieden geben. Ich wäre safe in der Top 100, weil Skillpunkte 2346. Und ich hätte safe mehr als letzte Woche. Weil ich ein Spiel mehr, ich habe mehr Spiele am Freitag gemacht und am Samstag und früher halt alles. Das heißt, ich wäre ungefähr, lasst mich nicht lügen, ich wäre hier irgendwo gelandet. Platz 70, irgendwo zwischen 70 und 90. Und jetzt, weil ich einen Disconnect bekommen habe, bin ich hier. Deswegen bin ich, warum bist du denn da? Timmer, du kannst es zu. Ja. Deswegen, wie wär's, EA Sports, wenn ihr mir jetzt hier mal so ein Messi gibt? Ehrenlos, dass du nicht liest. Platz 1, ja, ich wäre Platz 1 gewesen, Freunde. Wir machen jetzt auf. Chatpack. Ein Wichser. Ah, scheiße, ein Wichser, der lügt. Ich habe vergessen, mein Nackenkissen da ranzuhalten. Nein, ich habe vergessen. Ich will nur den Spanien sehen. Ich will Argentinien, Messi. Ja, wahrscheinlich ist es Messi, Digga. Ich warte immer auf Alex. Ich warte immer auf Alex Antwort, weil Alex ist der aller. Es ist Groß, Mann. Es ist Toni Groß. Was soll ich mit einem Toni Groß anrichten? Mit. Egal, Freunde, es geht schlechter, sage ich euch ehrlich, es geht schlechter. 96er Gesamtrating, den kann man nochmal gut abgeben. Ich habe den gespielt in der SBB gegen Benji, oder was wir da gemacht haben auf jeden Fall, bei seinem Kanal. Ich fand die so schlecht, die Karte. Die ist nicht schnell, andere 90 wahrscheinlich. Die ist nicht so cool. Na egal, es geht schlechter. Es geht schlechter, nehmen wir mit. Aber so ein, ohne Witz, so viele Leute hätte ich gar nicht gefeiert aus dem Team of the Season. Die ich halt in meinem Main-Team spiele. Gibt's nicht so viele. So ein Varane Ramos hätte geschmeckt. So ein Messi hätte geschmeckt. Suarez hätte geschmeckt. Aber ich bin gespannt, was ihr jetzt hier alle ziehen werdet. Wie gesagt, Freunde, wir können nachher auch mein Team wieder umbauen. Ich muss gucken, was ich machen werde. Ob ich Hullet verkaufe, das machen wir aber später. Ob ich Hullet verkaufe, ob ich Maris möchte ich nicht spielen. Hullet ist so krass teuer gewesen. Vielleicht kloppe ich mir hier KDB hin. Jokes mit einem Sub. Dankeschön, Jokes, für den Sub. Wieder umbauen, AMK. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es geht gar nicht mehr um dieses Rumgeschwitze. Ich möchte noch ein paar Spieler zocken. Und ich wollte unbedingt die Bräune mal spielen. I really appreciate it. Jokes, thanks for your sub, man. Ich wollte unbedingt die Bräune zocken. Wieso habe ich denn so krass Kopfschmerzen? Kann mir das mal jemand lieber erklären? Edigala, ich hatte Fekir. Fekir ist geil. Fekir ist, glaube ich, gut spielbar. Hab Gerard Moreno, also auch nicht so cool. Moin Eli, I love you so. Thanks, man. Hol die Benedetta Shapeshifter. Ah, für die Außen weiß ich nicht. Ich könnte halt Hullet verkaufen, mit KDB hinstellen und dann habe ich noch 800k und dann könnte ich hier halt so ein... I don't know, man. Ich hatte auch überlegt, mir Garincha zu holen, aber an sich brauche ich einen Linksfuß wegen den Außen. Aber es ist nicht so einfach. Femi mit 10 Euro. Nicht vergessen, 10 Sekunden auf Team eingehen. Bin kurz Jürgen Würgen. Stimmt. Also, Freunde, wir machen mal ein paar Packs von euch auf. Ich werde ganz kurz immer mal die Teams von euch bewerten. Nichts Großartiges. Ich sage immer nur kurz meine Meinung dazu. Ich sage dann, ja, sieht gut aus. Oder halt, was man kurz und was man besser machen kann. Nur kurz und knackig. Warum liest du den Chat nicht vor, Junge? Warum? San Maximan, Ronaldo Shapeshifter. Ne, Ronaldo Shapeshifter, Digga, dass ich den spiele, da muss richtig viel passieren, Chat.
Nachher wird es auch nochmal ein Giveaway gegeben. Nachher wird es noch ein Giveaway geben. Können wir gerne alle auf Insta folgen. Auf Twitter könnt ihr mir mal die 20k full maken. Bei der Kommunikation mit FIFA ist ein Fehler aufgetreten. Sind wir bei ihm reingegangen. Sehr gut, direkt mal hier ein Fehler. Ich bin gespannt, ob einer Messi, Suarez oder Varane, Ramos. Ich bin gespannt, was ihr da so ziehen werdet. Morgen, wie gesagt, Freunde, Rewardstream. Wir haben 6-mal sogar Top 100 Rewards morgen. 6-mal Top 100 Rewards. Da bin ich mega gespannt, was da gezogen wird. Von deinem Chef das Linksfuß. Ja, ich weiß, Digga, dass der Linksfuß ist. Aber der ist, weißt du, was der auch ist? Der ist richtig scheiße in FIFA 20. Der ist richtig schlecht in FIFA 20, Ronaldo Shapeshifter. Ach ja, wo ist denn das Pack? Illegella Goat heißt sein Team. Wo ist denn das Pack, Kollege Schnürschuh? Achso. Na, ihr könnt es auch schon abholen, Freunde. Also, dass ich das noch abhole, das muss jetzt nicht sein. Ach, er wollte es ja abholen, ne? Da war ja irgendein Bug, lul. Gönnt Suarez wie letztes Jahr? Ja, ich gönne euch alles, man. I really think so. Also, kurzes Teambewertung. Das Team von ihm heißt Eli the Goat. Ehrenname, ne, Eli Goat. Eli Geller Goat. Wie gesagt, Freunde, nachher könnt ihr mir auch Fragen stellen, zu dem, oder ihr könnt mir jetzt auch schon Fragen stellen, worauf ihr Bock habt. Er hat einen Fehler, ich hab's gesehen. Florian Kainz hat der Mann sich geholt. Keen ist Schmutz, den hast du wahrscheinlich untrade. Den würde ich safe nicht spielen, selbst wenn du den untrade hast. Ich würde auch nicht Coman spielen. Coman würde ich auch nicht spielen. Keyman und Keen. Oh, die beiden würde ich rauskloppen. Ich, Adama Traoré, also ich finde das Team nicht so gut, um ehrlich zu sein. Drei Positionen sind nicht gut. Dein IV, dein Sechser und dein rechter Flügel. Ich finde Adama Traoré als Startspieler nicht so gut und als Einwechsler fand ich den auch nicht so geil. Ihr seid vorher ausberechenbar. Weil er halt nur 3 Sterne Weakfoot hat, Adama Traoré, Freunde. Das ist nicht so gut, wie gesagt. Aber ich glaube nicht, dass du viele Coins hast. Du hast 300k, verkauf da mal wirklich, was du kannst. Und holt euch alle so viele 5 Sterne Weakfoot Spieler wie möglich. Das ist so eine kurze Teambewertung, Freunde, was ich machen kann. Kommen uns anders gut. Geht, Digga. Kommt drauf an. Ich kann dir immer nur im Draft sagen. Und da fand ich den nicht so krass. Warum hast du FIFA Points? Weil ich vor anderthalb Wochen Draft spielen musste. Weil ich keine Coins mehr hatte. Aber ich habe keine. Oh. Eddie Geller ist der allerechte, Digga. Gib mir eure Packs. Ich hab's euch gesagt. Mit wem Wiesbaden-Trikots. Freunde, ich hol euch die guten Spieler ran. Ich hol sie euch. Der ist geil, Digga. Der soll richtig krass sein. Und er hatte sogar Coman. Und den kann er jetzt rausschmeißen, sozusagen. Oder dein Konate. Was weiß ich, Digga. Auf jeden Fall hast du jetzt einen richtig krassen IV. 92 Antritt, 88 Sprintgeschwindigkeit. Ach, 88 Ballons in der Hosentasche. Guck mal, den kannst du jetzt zum Beispiel spielen, mein Freund. Crashmann. Den kannst du jetzt reinzocken. Würde ich ja safe machen. Ganze Team umbauen, glaub mir. Ja, das würde ich so machen. GG's in den Chat, Freunde. GG's in den Chat. Ausdauer ein bisschen Krise. Ja, aber bei IVs geht es noch klar, Freunde. IVs geht es noch klar. Dankeschön für 15.000 Zuschauer. Wie gesagt, wir machen ein paar Packs von euch auf. Ich bewerte immer ganz kurz von denjenigen das Team. Nicht großartig. Fragt, Freunde, ich sehe hier keine privaten Fragen. Fragt, worauf ihr Bock habt. Dann kann ich da ein bisschen drauf antworten. Warum hat Sydney nicht gestreamt gestern? Sydney ist im Hotel mit seiner Mannschaft, Freunde. Ich glaube, der streamt die ganze Woche nicht. Wer war der Beste bislang? Er gerade. Wir haben noch nicht so viele Packs aufgemacht. Ich habe groß gezogen halt. Lul. Ich habe groß gezogen. Wir gehen bei Yusuf rein. La Liga und Super League. La Liga und Super League. Wie war denn letztes Mal, Digga? Das war, habe ich schon 1000 Mal drüber geredet. Es gibt nicht sogar ein Video davon, Lul? Ich glaube, es gibt sogar ein Video davon. Sanel mit 1 Euro. Fanny mit 10 Euro. Nicht vergessen, 10 Sekunden ein Team. Achso, habe ich schon vorgelesen, vor 5 Minuten. Digga, achso. Ich wundere mich so, achso. Tagnes mit einem Follow. Lorenz mit einem Follow. Neos mit einem Follow. Luca und Alex Röhrling. Sabrina Hartmann. Sabrina hat sich im Stream verirrt. Ich glaube, wir sind gerade 14.000 Zuschauer. Was glaubt ihr, wie viele Mädchen sind hier im Chat? 14.000 Zuschauer. Es kommen vielleicht ein paar von Insta, aber selbst bei Insta habe ich ja nicht viele Follower mädchenhaft. Ich glaube,
Ja, 14.000 Zuschauer, ich glaube, es sind 100 Mädchen. Würde ich mal so sagen. Eins. Sabrina Hartmann auf jeden Fall. Sabrina Hartmann ist die allererste. Und alle Mädchen, die im Stream sind, disliken den Stream. Hä? Was labert der denn da die ganze Zeit? Ghost Killer mit einem Sub. Dankeschön für deinen Sub. 3563. 1500. Joa, wahrscheinlich, Digga. Totspack für Disconnect. Mika mit einem Euro. Dankeschön, Mika, für den Euro. Hab Ramos gezogen. Ehre. Ramos ist stark. Ramos, Freunde, die Preise sind so krass von denen, von Ramos und Varan. Dass sie so günstig sind für so eine Karten, ist unglaublich. Sehr Sabine, ach, ich weiß es auch nicht, Digga. Lasse mit 2 Euro. Lieber Fußballprofi oder wie jetzt YouTuber? Safe Fußballprofi? Was ist das für eine Frage, Digga? Also 100% Fußballprofi. Aber an meine treuen Zuschauer, die wissen, glaube ich, was mein absoluter Traumjob ist. Meine treuen Zuschauer wissen, was mein absoluter Traumchat wahrscheinlich. Traumjob ist. Samuel mit 1 Euro. Lese ich gleich vor, was du geschrieben hast. Ein anderer Spieler, also den ganze Zeit muss das System bedienen. Lul. Mama mit einem Sub. Ah ja. Emmy Whatever mit einem Follow. Wieso kommen wir hier nicht rein? Also, mal gucken, wer darauf kommt, was ich am liebsten wäre. Was wäre ich am liebsten, Chat? Meine längeren Zuschauer wissen da Bescheid. Rapper. Ich wäre am liebsten, Freunde, wäre ich so Rapper. Die haben gar keine, Digga, die haben gar keine Verpflichtungen als Fußballer, Chat. Du verdienst zwar viel Kohle, ja, keine Frage, du bist auch ein Vorbild für viele und du machst dein Hobby zum Beruf. Englischlehrer. Du machst dein Hobby zum Beruf, aber es gibt vieles, was viele vergessen. Du bist sehr eingeschränkt. Ich möchte nicht sagen, dass das scheiße ist oder so, aber überleg mal, was Rapper machen ihren ganzen Tag. Als Rapper musst du gute Songs raushauen. Ja, normal, du Scheißknecht. Ich rede gerade vom Leben so. Digga, beim Rapper, wenn du irgendwelche Scheiße baust, das ist sogar gut für dein Image. Beim Fußballer, Digga, du sagst in einem Interview, dass du gestern um 22.30 Uhr dir noch Grey's Anatomy oder sowas angeguckt hast und du am nächsten Tag ein Training hattest, dann rasieren die dich. So. Du kannst nicht sagen, worauf du Bock hast, Digga. Oder du kannst auch nicht machen. Digga, Rapper, die juckt gar nichts. Die juckt überhaupt nichts. Hirno-Darsteller, nee. Nee, Freunde. Ich glaube sogar, dass die Männer nicht mal so viel verdienen. Zwei La Liga-Tots für Eli Geller. Ew. Frauenarzt, nee. Frauenarzt, seid ihr Lost, Chat? Nee, Frauenarzt ist doch kein Traumjob. Ihr denkt, Digga, denkt ihr, da kommen nur Granaten hin? Wenn ihr bei Frauenarzt seid? Digga, EA-Mitarbeiter. Wenn ihr Frauenarzt seid, dann ist es nicht so, dass da nur irgendwelche Granaten ankommen. Dann kommt auch mal eine vorbei, die halt, ja, die nicht gepflegt ist, die vielleicht untenrum stinkt, Digga. Die einen halben Bart hat, Digga. Und dann hat sie da irgendwas und sagt, yo, mach das mal. Aber ist es nicht so, Freunde? Nee, doch, sowas gibt's, Chat. Ihr denkt, ich erzähle Lügen. Das ist so. Professioneller Jürgen Würger. Das ist so. Ich erzähl keine Geschichten. Käfig von Hauptwache. Ehrlich, Rapper? Ja, ich glaube schon, Digga. Also wenn mich jemand fragen würde, womit möchtest du am liebsten dein Unter... Also, wie soll ich das sagen? Was wärt ihr denn, Chat? Wärt ihr lieber Fußballprofi oder lieber Rapper? Pilot. Freunde, also geldtechnisch kannst du da gar nicht mit... Es geht nicht nur ums Geld im Leben, aber ich glaube, du kannst so ungefähr... auch Toni Kroos, lul. Fußballer? Ja, es ist. Kommt halt drauf. Okay, Frage. Obwohl, ist nicht so einfach. Wärt ihr lieber Drake? Oder wärt ihr lieber. Ich kann jetzt nicht Cristiano Ronaldo sagen, Wärt ihr lieber Drake? Oder wärt ihr lieber.
Romelu Lukaku. Oh, ist zu wenig, glaube ich. Obwohl. Wärt ihr lieber Drake oder wärt ihr lieber Neymar? Ja, Jordan. Wärt ihr lieber Drake oder wärt ihr lieber Neymar? Ich wäre safe lieber Drake, Digga. Lukaku? Ja, keine Ahnung, wie ich auf den gekommen bin. Ich wäre safe lieber Drake. Neymar? Nein, Freunde. Nein, nein, nein. Glaub mir, ich glaube, ihr überschätzt. Na, guck mal, hier ist gerade ein Fußballprofi im Chat. Jordan ist gerade im Chat. Es ist cool. Leute, das ist natürlich das Fußballprofi krass, mit das krasseste, was es gibt. Aber ich glaube einfach, dass Rapper noch cooler ist. Einfach vom Lifestyle her. Und die Zahlen sind ja ungefähr. Also, um es für euch jetzt nochmal zu erklären. Entweder, wenn ich ein Fußballer wäre, der entweder verdienst du 10 Millionen als Fußballprofi oder du verdienst 10 Millionen als Rapper, dann würde ich Rapper nehmen. Tops für meinen Schatz Edi Geller. Das ist eine gute Aussage. Damit kann jeder was anfangen. Ich wäre lieber ich. Ja, Digga. Johnny Sins. Wenn ich 10 Millionen Rapper oder 10 Millionen Fußballer, ich glaube, ich würde Rapper nehmen. Fußballer, Freunde, ihr müsst euch, denkt ihr, das Leben ist gechillt als Fußballer? Ihr habt zweimal am Tag Training. Wenn ihr, oder weiß ich nicht, ihr werdet richtig rasiert in der Vorbereitung. Ihr habt auch immer Druck. Ja, ich weiß, Rapper haben auch Druck mit guten Liedern und so. Aber es ist so, ja, beim Fußballer musst du voll drauf achten, dass du immer so gesund am Start bist und so. Immer, du kannst da nicht mal, oder sehr viele, wisst ihr, Rapper sind viel unabhängiger, finde ich. Können mehr machen, so. Meine Meinung, persönliche Meinung. Hatet mich nicht, es ist so. Meinungsäußerung in Deutschland. Hört auf, mich zu haten. Außerdem sind sehr viele im Chat auf meiner Seite. Sehr viele im Chat sind auf meiner Seite. Sind wir lieber Rapper. Ich glaube auch, Digga. Was macht man nach dem Rappen? Was machst du nach dem Fußballer? Du scheiß Knecht. Was machst du nach Fußball? Trainer. Cool, Digga. Was denkst du, jeder Fußballer mit Trainer? Nach Rappen, Digga. Das Ziel ist ja, nach dem Rappen ausgesorgt zu haben. Dann machst du dein eigenes Label auf oder weiß nicht, Label, keine Ahnung, Digga. Was man da so macht. Was machen denn die alten Rapper? Immobilien, ja. Machen kann Rapper doch genauso machen. Rapper können es doch auch machen. Hä? Travis Scott wegen Kylie Jenner. Ich wäre lieber Travis Scott, ja. Kann ich mal irgendwo reinkommen? Wie wär's denn damit, Digga? Junge, Verträge sind doch anders. Ich weiß nicht, Digga. Kennst du einen Rapper persönlich, John? Einen richtig... Nee, ne? Jetzt komm mir nicht mit deinen irgendwelchen Instagram-Rappern an. Komm mir nicht mit irgendwelchen Insta-Rappern. Okay, Chat, was ist denn eurer Meinung nach besser als Rapper und Fußballprofi? Oder Sänger halt so. Schauspieler ist noch cool, gehe ich mit. Schauspieler ist auch sehr cool, aber ist, glaube ich, auch sehr anstrengend, Schauspieler. Ich glaube, dass du da mit beim... Ich bin sehr faul, Freunde. Ich glaube, Rapper ist gechillter als Schauspieler, würde ich mal so sagen. Persönlich. Schwer einzuschätzen, aber würde ich so sagen. Julia mit 2 Euro, Mr. Lux mit 2 Euro, Anton mit 1 Euro, danke für die Euros, Sanel mit 1 Euro, hast die letzte Spende nicht gelesen. Es ist nicht so einfach für mich mit den Spenden. Warte ganz kurz mit dem Pack, mein Freund, wenn du mich hörst, oder habe ich die Kontrolle? Warte ganz kurz mit dem Pack, ich lese kurz was vor. Ghostkiller mit einem Sub, Tim Bernd mit 1 Euro, morgen Englischprüfung, gar keinen Bock, wann startet morgen der Stream? Ach, ihr habt morgen Abschlussprüfungen, ne? Der Stream startet morgen 11 Uhr. Mika mit 1 Euro, Lasse mit 2 Euro. Lieber Fußballprofi oder... Achso, nur wegen dir sind wir drauf gekommen, Lasse Nummer 1. Wegen deiner Spende. Anton mit 1 Euro. Mr. Lux, ich hoffe, du schaffst dieses Jahr noch die 500k. Wird, glaube ich, schwer. Also 500k schaffen wir safe nicht. Julia mit 2 Euro. Ja, Eli, meine Freundin hat während unserer Beziehung andere Kerlen gefolgt und Bilder geliked. Jetzt ist die Beziehung zu Ende. Denkst du, es ist besser so? Bitte um deinen Rat. Oh, auch interessante Frage. Julian Ramspenger. Chat, was sagt ihr dazu? Schauspieler haben die meisten jetzt gerade geschrieben, ja. Also um das Thema abzuschließen, ich glaube, ich wäre lieber Rapper als Fußballprofi. Wenn die Zahlen halt genau gleich sind, so. Aber ich bin der Digga, du guckst nur auf Zahlen. Ich bin der Einzige, der hier, ich bin ehrlich, Digga, ich bin wenigstens ehrlich. Schalke mit 2 Euro. Also zur Frage, Julian mit 2 Euro. Ich glaube, wenn meine Freundin... Du brauchst halt Vertrauen, aber ich würde es auf jeden Fall nicht so cool finden, wenn sie anderen Typen folgt und deren Bilder liked, aber es ist jetzt kein Grund, Schluss zu machen. Ich würde ihr sagen,
Jo, ich find's nicht so cool. Aber man muss jetzt nicht so krass eifersüchtig sein. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ich mach jetzt deswegen Schluss. Aber es ist halt so, das ist halt, Digga, das ist halt so das Problem, ne, woran die meisten Beziehungen scheitern, glaube ich. Genau daran scheitern diese ganzen Beziehungen, Freunde. Eifersucht. Warum folgst du ihr? Warum hast du das Bild von der Schlampe geliked? Warum likest du das Bild von dem Typen? Hat deinen großen Pullermann als ich? Sowas, Digga, sowas zerstört Beziehungen. Ich sag's euch, Instagram ist der größte Beziehungskiller der ganzen Welt. Hundertprozentig. Ich will nicht wissen, wie viele Beziehungen durch Insta schon kaputt gegangen sind. Weg mit dem Viech. Ja, hier spalten sich auch die Meinungen. Weisheit mit Eligella. Naja, also ich würde es meiner Freundin, ich würde ihr das auf jeden Fall, ich würde es nicht gut finden, aber ich würde einen Schluss machen, so, um deine Frage zu beantworten. Ich würde mit der reden, wenn sich das so stört, dann sag ihr, you know, das finde ich nicht so cool und so, kannst du bitte damit aufhören? Und wenn sie dich halt liebt, dann wird sie sagen, ja, okay, ich kann damit aufhören. Und wenn sie sagt, nö, ist mir doch scheißegal, dann würde ich mir halt, da würde ich nicht deswegen Schluss machen, aber dann würde ich dich mal hinterfragen, ob sie überhaupt, wenn sie bei so einer Kleinigkeit schon so rumeiert, ob sie die Richtige ist, Lul. Morgen Englischarbeit, da kannst du hier noch viel lernen auf jeden Fall. Easy, wenn es Freunde sind. Ja, wenn es Freunde sind, aber Digga, wenn meine Freundin von irgendeinem Typen Sixpack-Bilder liked und, was ist das hier? Palejo, Hilfe. Und dann alles durchliked und so eine Scheiße, dann würde ich auch, das würde ich auch nicht gut finden. Ich meine, an die Mädchen im Chat, an die 25 Mädchen von 14.000 Zuschauern, an die 25 Mädchen, wenn ihr einen Freund hättet, würdet ihr es cool finden, wenn der Freund die Bilder von den anderen liked und irgendwelchen Schlampen folgt? Ich glaube nicht, Digga. Ich glaube nicht. Palejo. Den spricht man so aus. Was wollt ihr von mir? Da haben mich schon alle gehatet. Der heißt Palejo. Spanier sprechen den Palejo aus. 25 sehr optimistisch. ja, ich glaube. Nee, also 14.000. Ich glaube, da sind 25 Mädchen hier im Chat. Max 25. Meinung zu Drogen. Nee, Freund. Drogen komplett. Distanzieren von Drogen. Sabine Hartmann ist doch im Chat. Stimmt. Digga, was laberst du? Was hab ich gesagt, Digga? Ich weiß auch nicht mehr, was ich gesagt hab. Wahrscheinlich Palejo. Wie soll man den sonst aussprechen? Der heißt Palejo. Was wollt ihr von mir? Ich schwör's euch, das spricht man so aus. Ihr müsst mich über Community einladen. Maximal eins. Das ist, wenn zu viele Einladungen kommen. Es heißt Palejo. Kann ja auch nichts dafür, wenn es Palejo heißt. Man sagt ja auch nicht. Genau. Ist die Musik eigentlich zu leise? Nee, wa? Ich lese mal kurz wieder ein paar Spenden vor, Digga. Besic mit einem Abo, Marlon Slitz mit einem Abo, Caps K mit einem Abo. Freunde, lasst gerne alle ein Follow da, das sage ich zwar öfter, aber wenn ich das nicht sage, dann vergesst ihr das. Einfach kostenlos den Kanal abonnieren, wenn ihr Bock drauf habt. Und supportet mich. Perfekt. Roberto Blanco mit 5 Euro. Big Daddy S sein Lifestyle-Leben. Big Daddy S sein Lifestyle-Leben. Was meinst du, Roberto Blanco? Ich weiß nicht genau, was du meinst. Nikolas mit 1 Euro. Patrick mit 2 Euro. Grüße Ulla Apari von mir. Grüß Ulla Apari, Lul? Schalke habe ich vorgelesen. Kann ich morgen Gold 2 Rewards bei dir öffnen? Kannst du machen. Wenn die rankommt, Freunde. Morgen ist ja immer so, dieser Donnerstagstream geht ja immer durch die Decke. Wir hatten letzte Woche da 45.000 Zuschauer zum Höchstpunkt. Dann, ich glaube, im Schnitt hatten wir 15.000 oder so. Das wird morgen nicht so einfach ranzukommen, aber ich gebe mein Bestes. Morgen sind halt 6 Top 100 Packs dran. Wieder alle 30 Minuten Pack. Und, genau. Während diesen 30 Minuten mache ich halt von euch die Packs auf und meine Elite 1 Rewards auch. Digga, die haben uns so krass rasiert, ey. EA Sports, Vancouver, Canada. Wirklich. Das ist heftig. Alex mit 1 Euro. Edi, du brauchst einen Bot, der auf Pimmelgröße mit 23 cm antwortet. Bist ein echt attraktiver Dude. No homo. Dankeschön, Alex. Warum aber? Warum 23 cm? Hä? Bin ich irgendwo drin, no homo? Warum kriege ich so krass Kopfschmerzen, Chat?
Sergio Lamone. Ja, so heißt es. Ich schwör's euch, das heißt Palermo. Ihr scheiß Anti-Spanier. Kann ich ja nichts dafür, wenn ihr kein Spanisch könnt. Seit DC bist du abgehoben. Ja, ja. Scheiß Husten, ey. Ich glaube, der Chat, ich hab voll die Schwäche, wenn der Hintergrund schwarz ist, den Chat so besser zu lesen. Das tut voll in den Augen weh, ey. Was würdest du... Oh, Corsa hält auch einen österreichischen Account und öffnet da Rewards. Ich weiß nicht genau, was du mir sagen willst. Was würdest du machen, wenn bei dir jemand einbricht und dich bedroht? Ihn töten oder abhauen lassen? Deine Meinung. Hä? Tarek? Was würdest du machen, wenn bei dir jemand einbricht und dich bedroht? Ihn töten oder abhauen lassen? Digga, wenn der bei mir... Nee, ich würde den nicht umbringen. Also wenn der mich umbringen will, dann bringe ich den. Natürlich versuche ich den umzubringen. Aber ich würde niemanden umbringen, Digga. Wenn der mich jetzt nicht genau umbringen möchte. Jordan Discord. Jordan kommt. Will Jordan Discord kommen? Der ist gerade im Hotel, ne? Hat er reingeschrieben, oder was? Jordan Sydney Discord. Soll ich ihn mal anrufen? Komm, wir rufen die mal an, Chat. Die haben Langeweile in ihrem Hotels. Die sind, glaube ich, beide in ihren Hotels. Wo ist der? Haben wir nicht eine Dreiergruppe? Jordan, Sydney und ich? Hier. Jordan, Sydney, ich. Sprachanruf starten. Bin schon mal gespannt, ob die rangehen. Oder haben die nichts gesagt? Schuhschnecke, wie geht's? Sehr gut. Und Ihnen? Wir sind drinne, Freunde. Hat der Kollege sein Pack? Ja. Nächstes garantiertes Tots-Pack. Wie gesagt, ach ja, ich wollte ja die Teams immer bewerten. Ah, tut mir leid, ich habe von den einen vergessen, das Team zu bewerten. Lol. Ich weiß nicht, ob die rangehen oder ob ihr mich verarscht habt. Das Team, Mondi sieht stark aus. Walker, Monteos. Son in Rot, lul. Richard Zorn, der Ehrenmann. Hallo? Hallo? Hörst du mich? Natürlich. Wie geht's? Ja, alles gut. Und dir? Auch gut. Gut dir? Gut dir? Auch gut dir. Sydney ist Dings. Internet-Shit, ja, angeblich. Achso. Achso. Du bist im Hotel, ne? Was? Du bist im Hotel, Junge. Ja, Mann. Ich hab gehört, ihr musstet da hinziehen. Hilfe. Quarantäne. Ja, ja, aber ihr müsst jetzt bis zum Ende der Saison wohnt ihr in dem Hotel, ne? Bist du doch geistesgestört? Doch, Digga, das wurde mir heute so gesagt. Du hast gesagt, haben die Geburtstag? Doch, ich schwöre, ich war bei Hertha, da haben die so drüber geredet. Ich hab drei Unterhosen dabei, ist der dumm. Ich schwöre, Digga, die haben gesagt, dass du da wohnst. Ich hab drei Unterhosen, Digga. Ich mein's ernst, die haben gesagt, dass ihr da bis zum Ende der Saison immer wohnt. Oh mein Gott, der Heilige, ich bin doch hier dumm. Okay, erzähl mal, warum wärst du lieber Fußballer als Rapper? Guck mal, warte, ich sag mal so, guck mal. Es gibt bei jedem gute, also negative und positive Aspekte, weißt du? Ich rede jetzt so mal als normaler Bürger, weißt du? Okay. Okay, hör mal zu. Ein Fußballer ist so, ja, du hast recht, mit dem an Drinks halten, alles. Man muss sich an alles halten, muss immer diszipliniert sein und darf nichts, kaum was sagen, so, weißt du? Ja. Aber als Rapper, Bruder, dieser Druck, geh mal alleine auf Konzert und vergiss deinen Text. Ja, okay, Digga, aber vergiss doch nicht deinen Text, Mann. Das ist so, als wenn du Fußball spielst. Ja, okay, aber du hast genauso viel Druck als Fußballer. Nein, Digga, weil Digga, als Musiker, du bist auf dich alleine gestellt, weißt du? Ja, okay. Aber als Fußballer gibt es noch andere, die dich blamieren können, wenn ihr schlecht spielt, weißt du? Als Musiker, das ist nur du. Aber guck mal, hör mir zu. So beim Rapper, du kannst ja online so, du machst ja diese ganzen Songs online, das ist ja nicht so, dass diese Konzerte Haupteinnahmequelle sind. Ja, okay, aber diese Konzerte sind nicht so wichtig, wie als wenn du, weißt du, was ich meine? So im Studio, da helfen doch auch deine ganzen Freunde und so. Digga, die helft mir keiner, ja, du bist auf dich alleine gestellt, Digga. Also ich wäre lieber Rapper, sag ich dir ehrlich. Wärst du lieber Neymar oder wärst du lieber Drake? Oh, Neymar, Dicker. Wärst du lieber Neymar? Dicker, Neymar in Geld Brasilien. Oha, Digga. Glaub mir, Drake, Digga. Neymar kann nichts. Neymar muss immer alles heimlich machen, so. Na und?
Drake muss, kann, juckt nicht, Digga, ist sogar gut für sein, ist sogar gut für ihn, wenn er so die ganze Zeit auf Partys geht und so. Ja, ja. Partys kannst du später machen, Digga. Jetzt musst du arbeiten. Digga, mach einfach wie Depay, Rapper und Fußballer. Ach, Digga, ich rede von richtigen Rappern. So richtig. I really Digga, ich bin auch bei Rapper. That, man. I really bringst du Song raus? Ja, weißt du, wie er heißt? Sag mal. Oh, jetzt wird's los, Freunde. Bobberson. Digga, wird doch so ausgesprochen. Was willst du von mir? Bobberson. Wird so ausgesprochen. Na klar. Im Discord ist Jordan, Freunde. Hier ist er. Du hast bald 100k. Noch 20k, dann hast du 100k. Ja, ist so eine Ehre, weil krasse Zahl, Digga. Wow. Ja, das ist stabil, Digga. Das ist stabil. Digga, bei dir dein letztes Bild, Digga. Wow. Ich habe mir meine Augen jucken, Digga. Ist doch gefälscht gewesen, Junge. War nicht echt. War nicht echt mein T-Shirt. Nein, nein. War von Sydney. Digga, nein, nicht. Digga, schätze mal auf dieses T-Shirt, Mann. Was war da los in dem Bild? Ach so, meinst du likes-mäßig? Oh, wow. Digga, richtig komisch. Ich verstehe auch nicht. So schon Linksstatus. So junger Family-Spieler-Status, so, weißt du? Digga, Alter, wow. Hast du mit Richardson gesehen? Er folgt mir. Ja, ich hab gesehen, Digga, die sind kaputt da, ja. Wie ist gut. Digga, was sind das für Packs, Chat? Was sind das für Packs? Er schreibt ihm. Wie ist gut, er hat mir geantwortet, dreimal oder so. Er guckt sich ganz meine Storys an. Schwer? Ja, Digga, er guckt sich ganz meine Storys an. Ich überlege immer so, was ich für Story hochlade, damit ihn so, oh, könnte ihnen gefallen und so. Kennst du das? Wenn du so, bei euch ist ja so, wenn euch so Mädchen neu folgen, ihr guckt so, oh, was kann man da jetzt so hochladen, damit ihr so gefällt. Bei mir ist so mit Richardson. Ich überlege so, was könnte ihnen gefallen und so. Du kaputter. Bin auch am Start. Zum Team, Digga, ich muss ganz kurz Team. Raul ist komplett lost hier. 77 Tempo, Digga, was ist das denn? 77 Tempo, Raul, würde ich rausschmeißen. Deine Abwehr geht klar. Wie viele Coins hast du? 4k, sehr gut. Du hast 4k. Ich will Raul rausballern auf jeden Fall. Aber du kannst dir halt nichts hinstellen da, ne? Du musst halt auf deine Rewards warten. Oder du wechselst ihn ein. Tschüss, was ist das für eine Karte? Ah, 3 Sterne Rickford Schmutz. Also muss ich um Raul kümmern. Overmars ist ein Ehrenmann, denn sonst geht dein Team klar, aber du hast halt gar keine Coins, Digga. Aber sieht auf jeden Fall stabil aus, außer halt Raul. Mach ein Bild von deinem Team und kreise Richardson und schreibe King. Ja, ne, der sieht das ja schon immer. Ich habe nur Angst, dass er irgendwann abgefuckt von mir ist. Wie ist cool? Ehrlich, ich bin bald wieder da, ja. Mit FIFA. Dauert aber noch ein, zwei Wäschchen. Digga, lad doch mit meinem Code auf, Mann. Ja, ich mach später, nächstes Mal mach. Chat, ich hab einen Code bei VGO, ja? Das ist voll gut, wenn ihr einfach mit meinem Code bestellt, Eli Kappa. Ich guck, John schickt mir Foto, wo er, keine Ahnung, wie viel FIFA-Points, 120.000 FIFA-Points? Ja. Er schickt mir ein Foto, 120.000 FIFA-Points. Ich hab schon so gesehen, Eli reich und so. Ich denk, ja, Mann, Ehre, Mann, endlich. Ich frag ihn, sag mir bitte, du hast mit meinem Code geholt. Er hat so nicht mit meinem Code geholt. So traurig, Mann. Ich hab dann gedacht, Mann. Ich mach nächstes Mal wieder, Mann. Versprochen. Hast du was gezogen? Mit 100.000? Ja, ich hab richtig gezogen. Campbell, Prime Icon. Oha. Oblak, Team of the Season. Ja. Und ja, ein paar türkische. Wo sonst noch nichts so gut ist. Ja. Hast du gesehen mein Disconnect? 25-0? Nee, ich habe mitbekommen, aber ich habe nicht gesehen, ja. Das war so traurig. Die Hunde. Mhm. Weine. Guck, die wissen jetzt, dass mein Account verflucht ist. Es gibt nicht gute Spieler. Ich mache das türkische Team, ja, ich schwöre. Aber die haben nicht mal so schlechte Karten, die türkischen Spieler. Ist gut. Mhm. Donations vorlesen? Ja, mache ich, Freunde. Danke auch an die ganzen Follows, die reinkommen und für die ganzen Likes auf den Stream. Ich weiß nicht, ob wir schon 10k haben. Sam mit 2 Euro. George. Jordan sieht aus wie ein Rapper. Du siehst wirklich aus wie ein Rapper. Digga, wenn man auf dein Insta geht, das Bild, du siehst aus, als wenn du Cousin von Travis Scott bist. Das hier, mit Astroworld. Sieht aus, als wenn ihr Cousin zweiten Grades oder so. Ist der kaputt. Ich schwör's dir. Dann hier, du siehst typisches Rapper-Bild. Ich habe noch nie in meinem Leben so ein Rapper-Bild gesehen.
Mit VG-Klasse, mit Uhr, die mehr kostet als alles andere, was ich in meinem Leben gesehen habe. Ist der dumm, ist der dumm. Und das ist so Clique, so wenn man mit anderen Rappern zusammen. Ich schwöre, wenn man den Insta sieht, man denkt, ist Rapper. Oh nein. Doch, hier, Chat, ist es so? Der ist wirklich so. Auch der Text dazu. Achso. Ne, wo ist der Text, Lul? Zeig mal. Ach, Sydney. Was? Sydney. Was denn? Wir spielen hier als Fußballer. Eins in den Chat, wenn Jordan aussieht wie ein Rapper. Hab schon geöffnet. Ehre. Nein, Digga. Ey, wann ist wieder Weekend League? Morgen oder? Ne, übermorgen. Übermorgen. Wie willst du dein Team bauen? Du hast nur noch 4.000 oder so, oder wie viel hast du? 81 Münzen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich überhaupt umbaue. Ich werde ja morgen ein paar Coins machen. Ich kann doch, Digga, ich kann, wenn ich Schrund verkaufe, habe ich ja 4 Millionen. Ich wollte mir De Bruyne Tots oder so holen. Wie kostet der? Chat, wie teuer ist De Bruyne Tots? Ich glaube ungefähr. Aber warum hat er nur 90 am Coin? Digga, er ist der allererste. De Bruyne ist übertrieben krass. Nein, doch, ist wirklich so. Das sieht wirklich aus. 99, ja, hat der Geburtstag. 3,8 Millionen, okay, 3,5, ja, Hullet kostet 1 Million mehr, das ist schon heftig. Aber Hullet hat mir auch echt krass gefallen, muss ich sagen. Was ist denn los, ey? Einer sagt, du sollst Spende vorlesen. Es kommen so viele rein, Freunde, ich muss auch immer ein bisschen so, ich lese immer so alle 5 Minuten den Chat vor, die Spenden vor. Weil sonst bin ich nur am Vorlesen die ganze Zeit. Versteht das bitte. 84 Münzen habe ich, ja, 84. 84 ist Schmutz. Gegen wen spielt ihr überhaupt? Gegen Hoffenheim, ne? Ja. Oh. Gegen Hoffenheim. Und übernächste Woche gegen Union, Hilfe. John ist im Hotel, ja? Ey, was sagst du mir da, ja? In 2 Wochen gegen Union, Digga. Ich will keinen Druck machen. Wird aber hart. Wird's. Warte, eine Frage. Wie wurde er Fußballer und was war das Schwerste daran, beziehungsweise Tiefpunkte? Oder ich war Fußballer, weil ich Jordani bin? Spaß, Mann. Also in der Jugend hat man gute Leistung gezeigt. Dann ja. War überdurchschnittlich gut. No Dings. Nur abgehoben. Und so Tiefpunkte ist halt, keine Ahnung, ja. Wenn man. Druck. Also, nein, aber, ja, auch Druck, aber wenn man als junger Spieler so nicht spielt, also weißt du, ist normal eigentlich. Aber weißt du, man war doch immer gewohnt, dass man immer spielt, so weißt du, in der Jugendmannschaft. So. Ja, das ist echt so. In der Jugend, man war immer so der Zerreißer und dann kommst du. Yeah, wie schön gesagt. Digga. Boah, mein Trainer hat meine Mutation nicht kaputt gemacht. Er lässt mich nicht spielen. Oder? Lass dich nicht spielen. Mann, ich hab Verbindung zu OBS verloren. Was ist denn hier los, Digga? Egal, ich bin wieder online. Edmond, Rex, Hippie, lass dich nicht Dings demotivieren. Weißt du, Leben ist schön. Refreshen. Leben ist schön, weißt du, es gibt auch andere Sachen außer Fußball. Familie, Freunde, alles wichtig. Und du lebst nur einmal, lass dich nicht von irgendeinem Trainer runtermachen. Bringt nichts. Hattest du in deiner Jugend Trainer, die so. Was? Hattest du in deiner Jugend Trainer, die so ein bisschen dich nicht so gespielen gelassen haben? Darüber will ich nicht reden jetzt. Nein, Freunde, das ist normal. Man kann nicht immer alles zerreißen, so. Das ist völlig normal. Also, das ist eine Karriere. Ihr müsst mich über die Community einladen, Freunde, weil wenn man zu viele Einladungen bekommt, dann backt es rum und maximal auf 2 einstellen. Oder halt 3. Wie heißt das? Dass die Karriere so schnell nach oben geht, das Ding, das klappt. Glaube ich, bei 100 Spielern einmal, so bei Mbappé oder so, weißt du, oder Dembélé, also er ist jetzt auch verletzt, aber so, oder Sancho, weißt du, so, und bei vielen ist die Karriere, dicker Treppe, dicker, du musst erst die Scheiße sehen, dann kommst du wieder nach oben, dann siehst du wieder, geht's wieder ein bisschen runter, oder, so ist das Leben halt. Ja, Chat. Aber so, wenn ihr wisst, wie es unten ist, dann wird es mehr zu schätzen wissen. Wie es oben ist, wisst ihr? Mhm. Wenn es nur bergauf geht, dann ja, dann ist nicht so nice. Ja, weißt du ja nicht, wenn du dann irgendwann, wenn es nur nach oben geht, du dann auf die Fresse fällst, du denkst, was passiert hier?
Digga, was passiert hier mit meinem Chat, Mann? Guck, so wie du bist bei deinem Chat. Digga, ich helfe, deswegen bin ich auf Discord, ich helfe dir noch ein bisschen. Nein, ich meine, mein PC, es liegt anscheinend wirklich an meinem Internet. Ist schon wieder offline gegangen, Luca. Also, hat schon wieder geleckt. Das ist so schlimm. Das sind Lags, das ist nicht oft, das sind Lags, das liegt an meinem Internet, Mann. Das fuckt einen echt ab. Mit wem bist du auf dem Zimmer, fragen viele. Alle alleine. Ach, alle sind alleine? Ja. Was haben die denn gesagt, wie lange ihr da sein müsst? Ja, bis hier, diese Woche. Mir wurde heute gesagt, Digga, mir wurde heute gesagt, dass ihr bis, Dings da, hat kurz geleckt, das so. Mir wurde heute gesagt, dass ihr bis zum Ende der Saison da chillen müsst. Darf ich noch meine Eltern sehen? Oh. Hä, und was ist mit Dresden? Das verstehe ich nicht. Bei Dresden? Was Dresden? Na, Dresden, auch, Digga, zweite Liga, ganze Mannschaft ist in Quarantäne für zwei Wochen, hä? Nein, Ödegaard. Die dürfen einmal trainieren, dann müssen die spielen. Digga, das ist geisteskrank. Hm. Und was ich noch gehört habe, Digga, das war auch geisteskrank. Also, es können, also wenn alle Spieler verletzt, also Corona haben, außer 13, müssen wir trotzdem spielen. Also, wir können zweimal wechseln. Wirklich? Ich schwöre. Oh mein Gott, Digga. Aber man darf jetzt sechsmal wechseln, ne? Man darf offiziell fünfmal? Und stell dir mal vor, Digga, du hast in zwei Wochen vier Spiele. Ja. Und du musst, und da kannst du zweimal wechseln, Digga. Das wird doch alles kaputt. Das, Digga, das ist krass. Chat, habt ihr irgendwelche Fragen an Jordan? Jordan ist gerade im Discord, Fußballprofi von Hertha. Der liest mit mir den Chat hier, der hilft mir ein bisschen. Könnt ihn gerne mal bei Insta ein bisschen supporten. Dankeschön für 12.000 Zuschauer. Es tut mir leid, wenn der Stream laggt. Es liegt, oder ab und zu mal laggt, ich gehe nicht offline. Das liegt wirklich an meinem Internet anscheinend. Also mein PC war scheiße davor. Aber ich habe jetzt den besten PC, den es gibt überhaupt. Mein Internet ist einfach zu schlecht. Also ich gehe nicht offline. Entspannt euch. Kostet nicht WLAN-Verstärker, ja? Was? Kostet nicht WLAN-Verstärker. Ich habe mit LAN-Kabel. Eigentlich, ich verstehe es auch nicht, was hier los ist. Ich bin so lost, ich habe PS4 mitgenommen. Mit LAN-Kabel funktioniert einfach nicht, ja? Mhm. Ich schreibe was. 6ix9ine, Digga. Wie findest du das Lied von ihnen? Ganz kurz, ich muss nur ganz kurz zum Team was sagen. Ich finde es so schlecht, das Lied. Ja, du findest das Lied nur gut wegen Video. Nur wegen dem Video, du Arschkind. Sag einfach. Sag's zum Team. Rebic ist nicht so gut, Freunde. Also, wer spielt Ante Rebic? Hilfe. Linkes Mittelfeld in FIFA 20. Sonst sieht die IV gut aus, außer Nesta. Ducouré, du hast halt nicht so viele Coins, ne? Du hast 8. Ihr habt alle gar keine Coins, Chat. Und ihr habt immer so viele untauschbare Karten. Es sieht an sich, für das, was du hast, sieht es okay aus. Aber wenn du der jetzt hier tauschbar ist, Erstbesitzer untauschbar. Es ist, glaube ich, alles untauschbar. Tauschbar, Kanté, Erstbesitzer. Ich würde halt Rebic niemals spielen. Ich würde auch Nesta nicht spielen. Nesta wird untrade sein. Ja. Maldini auch. Ja. Also, er hat, Freunde, ihr könnt es ja nicht mal verkaufen. Ihr braucht schon ein bisschen Coins zur Verfügung. Aber du musst auf jeden Fall Rebic rauskloppen, Nesta rauskloppen und Pepe rauskloppen. Okay. Les vor, was du fragen willst in den Chat. Nein, das ist gut. Also, was ist, nein, Digga, ich finde es nicht schlecht, ja. Ich find's über. Ich mag das nicht, Digga, wie er die ganze Zeit rumschreit. Ich feier das gar nicht. Ja, Digga, das weißt du, das war mit Sydney. Die waren im Trainingslager, glaube ich. Er hat die ganze Zeit 6ix9ine angemacht, weißt du? Er hat die ganze Zeit rumgeschrien. Ich meinte, was ist das für ein Shit? Mhm. Irgendwann habe ich mich einmal darauf eingelassen und war mies lit. Digga, ich mag dieses Rumgeschrei gar nicht, Chat. Ich mag das gar nicht. Und du musst, er redet nur Kacke, Digga, in dem Lied. John hat bei Chemnitz, du bist von Chemnitz direkt zu Hertha, ne? Ja. Und seitdem nicht mehr gewechselt. Nee. LeBron oder Jordan, ey, nach dieser Doku, The Last Dance, Jordan, ja. Oha. Ist die gut? Digga, hey, du hast ja nicht geguckt? Nein. Digga. Auf Netflix, ne? Verpasst. Du hast dein Leben verpasst. Guck Digga, ich mir gleich an. Ich fühle, ich habe nicht so viel Ahnung vom Basketball, deswegen. Digga, nein, musst du auch keine Ahnung haben. Was denkst du, warum ich dann Basketball spielen war an dem Tag? Weißt du, wo ich gepostet habe? Ach so, deswegen warst Digga, du? Digga, natürlich, ja. Digga, ich hab mich nicht, aber ja. Digga. Nee, ich verstehe die Regeln nicht vom Basketball. Schrittfehler, ich mache ganz viel Schrittfehler. Kennt ihr das, Chat? Ich bin so derjenige, der immer Schrittfehler macht. Schwer. Doch. Es ist wie schwer, Digga. Profivertrag. Wann hast du deinen ersten Profivertrag? Oh. Ich. 2018, 17, irgendwas. In dem Dreh, jo.
Eddie, der NBA-Boss. Man United oder Man City? Ich bin nicht von beiden kein Fan, Chat. Man United. Ja. Man United. Liebe. Schrittfehler. Ich schwöre, ich mache immer Schrittfehler. Dicker, wenn du. Dann pass einfach nur, ja, ist ja dumm. Ich bin noch viel zu klein, Junge. Du bist 40 Meter groß. Natürlich magst du Basketball. Nein, du bist nicht einfach Größe, Dicker. Hä, und außerdem. Es gibt, so, Digga, wenn du unter 1,80 bist oder unter 1,85, du kannst kein Fußballprofi werden, Digga, Basketballer nein. werden. Bei Fußballer ist nicht so. Digga, ich schwöre, bei Dings Basketball, wir waren in Minnesota da, Trainingslager im Winter. Wenn man Basketballspiel guckt, ich schwöre, da war einer so groß wie du ungefähr. Eins. Aber übertrieben gut. Wie groß bin ich, John? Sag, wie groß bin ich. 80. 1,80, sag ich doch. Wer ist der kleinste NBA-Spieler? Chat, man kann unter 1,85 ein NBA-Spieler, wer soll das Digga, sein? Digga, wenn du krass werben kannst. Okay, dann kennst du einen 1,85 NBA-Spieler, der in der NBA spielt, nicht irgendwo auf der Welt. NBA, jemand unter 1,85. Ich guck jetzt. Ich glaube, es gibt keinen. Falls der Stream offline geht, ich muss mir ein neues Internet holen. Wollt ihr das Problem wissen, Freunde? Ich bin bei Telekom und Telekom, du kannst bei mir nicht mehr als 50K-Leitungen haben. Ey, der kleinste, aber 1,60. Deswegen, oha. 1,60 in der NBA. Ja. Niemals. Also, aber, damals, ja. Hilfe. Und der Isaiah Thomas, wie heißt das? 1,75. 1,75? Krass. Thomas? Steven. Isaiah Thomas. Stephen Curry, der ist klein, ne? Verhältnismäßig klein. Aber der ist übertrieben gut, ne? Ja, Isaiah Thomas, er ist 1,85. Für Basketball hätten wir Friede im Call brauchen müssen, da ist er sogar. Aber er hat zu schlechtes Internet, Freunde. Er kann irgendwie nicht reinkommen. Der ist Sydney, klein. Sydney, geh doch aus Dings da. Geh doch über dein LTE einfach rein, du Eierkopf. Ey, ich schwöre, ja, sind viele kleine, ja. Das Team sieht krass aus. Ja, geht. Guck mal, sogar Dings. Stephen Curry. Stephen Curry. Ja, das ist aber 1,88 ist ja trotzdem groß so. Für NBA ist es nicht groß, aber ich rede so von 1 unter 85. Steph Curry. Steve. 1,92 Curry, lul. Wirklich? Ja. Sydney, komm doch über normale Dings rein. Stephen Curry. Wir haben noch keinen guten gezogen übrigens. Die ganze Zeit Spanier, aber nie IV. RV, Dani Cavarey zum ersten Mal. Ich habe Toni Kroos gezogen. Ach so. Null Balken, lost. Digga, wo seid ihr denn? Wiesbaden ist so lost. Hilfe! Hä, aber wie kannst du dann hier im Chat, wie kannst du hier im Chat sein? Ja, ich verstehe das nicht, ja. John ist ein Ehrenmann, falls du das liest, du wirst groß, mies gut im Fußball, hast Geburtstag, weil du so gut bist, Alter. Oh, Ehrenmann. Ist okay, ja, ist wirklich stabil. Zeig mir mal dein Team. TOS Rulle, das sah stabil aus auf jeden Fall. Ich mache immer so eine kleine Teambewertung, Freunde, ladet mich ein. Ich lese gleich mal die ganzen Follows vor, die reingekommen sind und die Subs und die Spenden. Tut mir leid, wenn ich nicht alles vorlesen kann. Also, zum Team. Das sieht richtig gut aus, das Team, muss ich sagen. Real Talk. Die Abwehr ist so böse. Boah, Teng hat mich so abgefuckt. Abwehr ist richtig gut. Torwart, ja, okay. Havertz, weiß ich nicht, ob ich den spielen würde. Blanc für die 6 oder 8 ist auch okay. Wobei, den würde ich, glaube ich, an den ersten austauschen. Ne, ich würde ihn hier austauschen, auch wenn du den Erstbesitz hast. Ayoade Pérez. Cool, Digga. Cool. Spar auf Mahrez oder so. Oder, wen gibt es da noch? Rechter Flügel Premier League. Mahrez würde ich dir da auf jeden Fall empfehlen. Der war nicht so krass bei mir, aber in dein Team würde der, denke ich, ganz gut rasieren. Und dann würde ich halt Rodrigo irgendwie versuchen, auch auszutauschen. Mahrez raus und Rodrigo würde ich auch, glaube ich, nicht spielen. Auch wenn der eine gute Karte hat. 72 Spiele, 100 Tore. Alter Schwede, der rasiert ganz gut bei dir. Ja, okay, dann ist das was anderes. Aber er ist halt echt nicht gut, dein rechter Flügel. Er hat dich auf der Bank übrigens, Jordan. Hat er dich gespielt? Null Spiele. Friede? Null Spiele. Nur für Deko. Nur für die Deko. Egal, alles gut. Ja, dabei sein ist alles. Mach es raus. Ah ja, mach es rein. Sorry. Alles gut. Digga, der Chat ist übertrieben schnell, ja? Ja, ich sag doch, Digga, das ist so schlimm. Aber danke für die Aktivität, Freunde. Ist besser, als wenn der Chat nicht aktiv ist, lul. Ich lese kurz mal ein bisschen was vor.
Schlimmster Gegenspieler, Lewandowski. Finn mit einem Euro, nur der St. Pauli mit einem Sub, Nando Emenga mit einem Sub und Flowey mit 2 Euro. Moin, kannst du Samuel und Mika grüßen? Samuel und Mika, ich grüße euch beide. Es kommen hier ununterbrochen Follows rein, Freunde. Vielen Dank für den krassen Support. Wie gesagt, jetzt, anscheinend liegt es wirklich an meinem Internet, dass der Stream immer also so leckt. Es kann nicht an meinem PC liegen. Ich habe den krassesten PC. Wir haben 10.000 Likes geknackt, nach einer Stunde 20 schon. Vielen Dank für den Support. Es wird gleich auch noch ein Gewinnspiel geben. Okay, das ist eine dumme Frage. Von welchem Spieler würdest du am liebsten ein Trikot haben, Jordan? Heiko Westermann. Ich würde safe Cristiano Ronaldo. Wen findest du besser, Ronaldo oder Messi? Dicker, diese Frage will ich auch nicht beantworten, weil das kann ich nicht so sagen. Gegen wen würdest du unlieber spielen? Was für Messi, Dicker? Willst du das getrüllt werden von meiner Familie? Losgestellt werde? Irgendwie Messi hätte so keinen, Digga, Messi hätte so keinen Erbarm, er wird dich so tunneln vor allen Jungs, wie sie. Stell dir vor, er steht vor mir, er tunnelt dich, weil Familie lässt sich nicht nach Hause. Die Tausend denken sich, viel Stattung. Ohne Sinn. Tauschen Türschloss. Ja, also wird. Ja. Wenn Hertha nicht in die Champions League kommt, dann wird es schwer, dass Jordan gegen einen von beiden spielt. Hertha Champions League next year. Achso. Wo ist denn hier diese scheiß Gruppe, Mann? Hier. So viele Einladungen, Hilfe. Jordan, wieso lässt du dir kein Afro wachsen? Du hattest mal übertrieben lange Haare, ist mir mal letztens aufgefallen. Ja, das ist das Schlimmste war. Ich halt, weißt du, ich mal lass es wieder wachsen, aber wenn ich duschen gehe, die Haare abtrocknen, Dicker, weißt du, wie nervt? Weißt du, wie das nervt? Ich höre gerade Sprachfehler, weißt du, wie das nervt? Bruder, du trocknest die ab, wenn sie trocknen, auf einmal kommt da Wasser, weißt du, von oben in dein Auge rein. Hast du auch diese Kokosnussöl? Dieses Kokosnussöl? Natürlich, ja. Jeder Schwarze, den ich kenne, hat es. Ich schwör's euch, ich habe noch nie keinen Schwarzen kennengelernt, der diese Kokosnusscreme nicht hat. Das ist krass, Digga. Das ist Inventar bei denen. Schön. Das ist jetzt überessentiell, Junge. Alles muss gut riechen nach Kokos. 222.000 Abos haben wir schon. Wir haben sogar fast 223.000. Das ist echt krass, was momentan abgeht. Was ist Jordans Vorbild? Weiß ich nicht. Jerome Boateng und keiner. Boateng, hast du Kontakt mit, also hast du schon mal mit denen geredet? Ja, also bei diesem Rassismus-Dings geschrieben. Achso, was ist das? Da habe ich mal sein Dings getauscht, sein Trikot getauscht nochmal gegen. Echt? Ach ja, ihr habt ja gegen Bayern gespielt, Lul. Ja. Da, direkt danach oder irgendwo in der Phase. Ich war mich schüchtern. Da war ich sogar zugucken. Stimmt, ich war im Stadion. Ich war mich schüchtern. Da sagst du, kann ich ein Trikot haben? Ach, hast du gesagt. Bist du zu ihm hingegangen, hast gefragt, ob du ein Trikot kriegst. Ja, also was hat er gesagt? Machen wir drin. Ja. Ich habe mich nicht getraut, so zu deren Kabine zu gehen, weißt du, weil so alle sind da, so du weißt auch. Danach denkst du, er kam in unsere Kabine rein. Oha, Ehrenmann, Digga. Ja, Mann, ich höre. Das ist einer von peinlichster Moment. Peinlichster Moment. Vielen Dank für den Euro. Ich höre, ich glaube, das mit Eli und Kino. Das war so schlimm, Digga. Das war so schlimm. Also wirklich. Freunde, ich war mit Jordan und Sidney mal im Kino. Die meisten kennen die Story, aber viele auch nicht. Wir sind hier gerade wieder sehr viele neue Zuschauer, denke ich. Ich erzähle es euch einfach mal. Ich war mal mit Jordan und Sidney im Kino. Das war so vor drei Monaten, irgendwie sowas. Und Jordan hat Plätze gekauft. Erstens, wir sind zu dritt. Jordan kauft sich 5 Plätze, damit sich niemand neben uns sitzt. Der Eierkopf, er kauft 5 Plätze in der falschen Reihe. Er dachte, er hat VIP gekauft. Wir sitzen im Kino drinne. Wir waren kein VIP. Aber Kino war so leer und wir haben uns einfach gedacht, egal. Das Team sieht übertrieben krass aus. Ganz kurz noch, ich muss kurz was zum Team sagen, das dauert nicht lange. Übertrieben geiles Team. Jede Position ist gut, außer 186er. 186er würde ich nicht spielen.
Da würde ich, du brauchst einen Mittelfeldspieler. Aber sehr offensiv, dein Team. Hilfe, Digga. Du hast nicht mal einen Sechser. Achso, du spielst bestimmt einen von diesen. Du spielst bestimmt Robertson oder so auf 6 oder Blanc. Also Rullet würde ich trotzdem nicht spielen, mein Freund. Rullet ist das, was du austauschen musst. Und Maris hat nicht Fullcam. Würde ich mir auch was einfallen lassen. Auf jeden Fall saßen wir dann da, Freunde, im Kino. Hinterste Reihe, alles leer. Wir sagen, sollen wir uns einfach da hinsetzen, weil wir hatten keinen Bock auf da vorne so zu sitzen. Weil wir hatten nicht so gute Plätze. Und dann sind wir so nach hinten gegangen. Film ist so am Start, also geht gerade in die Werbung. Und dann sitzen wir da so und die Frau, und wenn du VIP hast oder was es da auch ist, Loge heißt es, glaube ich, dann kannst du von dort aus Popcorn bestellen und so. Und wir haben dann schon so bestellt und die Frau dachte, wir wären da. Also es war so eine Frau, sie dachte, wir sind da auch. Und da haben wir so bestellt und die Bestellung war bodenlos. Ich kann euch nicht genau sagen, was wir bestellt haben. Auf jeden Fall, ich erzähle nur die Kurzform. War komplett lost, die Bestellung. Wir haben uns die ganze Zeit kaputt gelacht, wie so richtige Eierköpfe. Wir sind dann da zu dritt, Digga. Es kommen von rechts. Wir gucken da 4 Jungs rein. Aggressiv sahen die aus, Digga. Die sahen sehr aggressiv aus, die 4 Leute. Ich habe die genaue Story auf meinen Stream-Highlight-Kanal hochgeladen. Und dann kommen sie so zu mir und ich saß als erstes von denen. Also der kommt jetzt zu mir und sagt, ey, das sind unsere Plätze. Jordan und Sidney holen Handy raus. Die tun so, als wenn die den nicht hören. Ich musste mit denen reden. Ich sag, nein, wir hatten eigentlich auch die Plätze und so. Voll schüchtern gewesen, voll fast eingekackt. Ich dachte, der schlägt mich zusammen im Kino. Und Jordan und Sidney achten gar nicht drauf. So, Junge, ich will nicht, Junge. Und dann kam so die Frau dazu und meinte dann so, ja, gibt's hier irgendein Problem und so. Und dann haben sie gesagt, ja, die sitzen auf unseren Plätze. Jordan ist so einer, Digga, er hört nicht auf zu lügen. Jordan hört nicht auf zu lügen. Er sagt, nein, das sind unsere Plätze und so. Er zeigt so, er holt sein Handy raus, er will der Frau zeigen, dass es unsere Plätze sind. Aber ohne Sinn, auf dein Handy steht doch, dass es nicht unsere Plätze sind. Er zeigt so, aber waren nicht unsere Plätze. Und sagt so, ja, ich muss euch jetzt leider bitten, runterzugehen und so. Und wir haben da so einen Aufstand gemacht, Freunde. Und Jordan hat die ganze Zeit weitergelogen, der Eierkopf. Und alle Leute, Digga, ganze Kino guckt uns an. Richtig peinlich gewesen. Wir mussten so nach vorne. Und dann meinte so die Frau, sind es jetzt hier aber auch eure Plätze? Aber waren auch nicht unsere Plätze. Wir wollten nicht weit nach vorne sitzen. Sie sagen so, ja, sind unsere Plätze. Sie sagen, okay, kann ich dann bitte mal das sehen? Jordan holt Handy raus. Er sagt so, achso, nein, sind doch nicht unsere Plätze. Wir mussten noch 2 Reihen weiter runter. Digga, das war so peinlich. Ey, alle Leute haben uns angeguckt und dachten sich, was für Knechte. Und Sidney und John haben sich die ganze Zeit kaputt gelacht und ich musste das alles so, ich musste mit der Frau reden. Das war mir so unangenehm. Ich schwöre, und ich habe sie in meinem Leben noch nie so geschwitzt. Ich dachte, die schlagen uns zusammen, Dicker, die Typen da. Dicker, weißt du, wie es ist? So wie mit Dings, wie heißt es? Wenn du Scheiße bei deiner Frau gebaut hast, zum Beispiel, weißt du? Ja. Du musst lügen bis zum Tod, Bruder. Warum? Bruder, du darfst nicht sagen, ja, ich war das und so. Sag, war dein Freund oder was? Was willst du da sagen? Sag ich. Wenn du den Club abwischst, du sagst, du gehst nicht Club und so. Sag, das war ich nicht, das war mein Cousin. Ja, scheiße, war dein Cousin. Spaß. Wie oft wirst du auf der Straße erkannt, Jordan? Fragt Bruder, ich war mal Dings, Weihnachtsfeier mit Hertha und so eine Frau hat mich gefragt, wer bist denn du? Ich sag, hä? Ich bin Jordan von Riga, blablabla. Ach so, du siehst auf dem Feld viel anders aus als in echt, so, weißt du? Also, wenn du normale Kleidung hast. Ich glaube, viele erkennen mich nicht mal so, weißt du? Wegen, ja. Weißt du, weil die sagen, mit dem Trikot an, siehst du ganz anders aus als mit normalen Klamotten. Mhm. Also, so, und ich bin eigentlich auch ganz gut, aber das Schlimmste ist immer, wenn du so draußen rumlässt und dann so eine Gruppe von Jugendlichen kommt. Ja, man merkt es immer direkt. Und die flüstern so. Und ja, die zeigen den Finger auf dich. Ja. Du guckst aus Augenwinkel so, weißt du denn? Mhm. Digga, also, hab ich dir erzählt, was mir letztens passiert ist? Was passiert? Ich bin bei Rewe. Oder war ich bei Edeka? Edeka oder Rewe? Eins von beiden. Ich bin da so einkaufen. Auf dem Parkplatz. Dann, ich will so gerade rausfahren. Auf einmal sind da so, auch jugendliche Gruppe, 5, 6 Leute oder so. Digga, ich will aus Ausfahrt rausfahren. Die stellen sich vor mein Auto, die holen ihr Handy raus, die filmen mich. Die schreien so, die kommen so an mein Auto, Digga, die haben so an meine Fensterscheibe geklopft und so. Und die schreien so, ach so, die ganze Zeit. Und I really appreciate it und so. Richtig schlimm gewesen. Und, Digga, ich wusste nicht, was ich machen soll. Das war so unangenehm. Haben nicht aufgehört. Man merkt immer direkt, wenn Leute auf einen irgendwie zukommen. Oder wenn Leute einen erkennen. Jedes Mal.
Er fragt, ob ich Fotos machen würde. Natürlich mache ich Fotos. Außer wenn ich Dings nach Spiel abgefuckt bin, dann nicht, aber sonst immer Fotos, ja? Komm her. Keiner Ganove. Ich habe die Spieler immer früher gehasst, die Spieler. Wenn du Fotos machen wolltest, meinst du, hey, heute jetzt geht nicht und so, keine Zeit. Ich habe das gehasst. Ich hab das so gehasst. Damals, ja, du warst so ein kleiner Keck. Das kann man Foto machen, du nimmst den ganzen Mut zusammen und sagen, ja, heute geht nicht. Was ist das? Aber es gibt so ein paar Situationen, da ich würde auch immer Fotos mit euch machen, Freunde, aber manchmal, vielleicht hat derjenige einen schlechten Tag oder so, aber an sich macht man eigentlich immer Fotos. Es kommt halt immer so drauf an, so, wisst ihr? Ja. Also, ja, eigentlich sollte man immer Fotos machen, ja, weil links. Ist ja auch so. Ist nur eine Sekunde für einen, aber. Den ganzen Mut zusammen, Dicker. Und wenn du dann Nein sagst, wo die. Manche, ich habe schon gesehen von Griezmann, hast du gesehen von Griezmann? Nee. So ein Mädchen wollte ein Foto mit ihm oder Unterschrift, keine Ahnung. Einfach vorbeigelaufen, weißt du? Und sie hat so geheult. Hoppla, ja. Sie hat geweint? Ja, man, weil sie ein Foto mit Griezmann haben konnte. Oder erstmal vorbeigelaufen. Das ist scheiße. Oder? Das ist ein bisschen los, Freunde. Danke an die ganzen Follows, die hier ununterbrochen reinkommen, Freunde. Ich kann nicht alles vorlesen, es tut mir wirklich leid. Wo hängst du oft ab, Jordan, wenn du draußen unterwegs bist? Immer Kudamm, Digga. Jedes Mal. Nein, Digga, ich bin meistens Kudamm, aber ich bin oft nach dem Training einfach zu Hause. Zu Hause? Bist du so ein Home-Mensch? Ja, Digga, ich hab keinen Bock, dann, Digga, sehe in Berlin sowieso zu viele Filme. Dann noch, Digga, nein. Berlin ist echt anstrengend, Chat, also... Die Berliner wissen das so, am Kudamm und so, 17, 18 Uhr, das ist voll hektisch alles. Ganz kurz zum Team. Team sieht nicht so gut aus, sag ich dir ehrlich, ist kein gutes Team. Ich würde komplett alles überdenken. Lampard ist Schmutz, normaler Gomez ist nicht gut, Goretzka normal ist auch nicht so gut. Es gibt so krasse Special-Karten, Freunde, da kann man so viel machen mit wenig Coins. Ich würde da auf jeden Fall was verändern. Safe. Auch wenn du nicht so viele Coins hast, nochmal wirklich alles überdenken. Hast du so viel abgegeben oder was? Lul. Morgen gibt es den Rewardstream, Freunde. Ich hoffe, ihr seid da morgen auch alle am Start. 6 mal Top 100 und meine 29.1 Rewards. Leider Disconnect, sonst hätten wir auch wieder Top 100 geholt. Wir machen weiter mit den Packs. Jordan ist im Discord. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr da fragen. Ey, Eli, du bist ein Kaputter. Wie du gerade geredet hast, wie so ein Lehrer. Digga, dein Team gehört mir überhaupt nicht. Ja, war mies schlecht, dein Team. Hast du es gesehen, Digga? Er sagt, das will ich mir noch mal überdenken. Digga, war komplett lost, das Team. Junge, lass dich mal in Ruhe, das tut mies weh. Weißt du, was ich meine? Digga, er hat Chat, er hat Gomez gespielt, er hat normalen Goretzka gespielt, das war lost, das Team. Digga, Hilfe. Wenn die Lehrerin sagt, ja, du musst mal überdenken, das tut mies weh im Herzen. Du schwitzt. Wann ist morgen das Team von 11 bis 15 Uhr? Checkt mein Insta, Freunde, dann mach ich das immer. Ist man motivierter ohne Zuschauer? Digga, haben wir schon mit euch geredet, wie die das machen wollen? Ich habe gehört, dass jetzt dass sie bei Hertha das auf jeden Fall so machen, dass über die Stadionsprecher Fanmusik eingespielt wird. Eieiei. Haben die dir schon was gesagt dazu? Nee, noch nichts. Angeblich Fanmusik wird da eingespielt. Über die Lautsprecher. Das sollen ein paar Vereine so machen. Digga. Ob ich schon beleidigt wurde rassistisch, ja. Und darüber will ich auch nicht reden. Kein Thema dann leider zu abgeben. Weil es geht mir alles auf den Weg. Manche sagen, ich lüge, ich weiß, was ich gehört habe. Und ich sag nichts von dazu. Das darf man nicht mal mit der Musik. Doch, Digga, das habe ich gelesen. Wer hat es geschrieben? Matti. Das machen ein paar Vereine, Matti Tyson. Das Team sieht schmack aus, aber da gehe ich nachher nochmal drauf ein. Ach, du hast Fake hier gerade gezogen, Digga? Wenn du kein Pack hast, dann ist es ein bisschen lost mit Teambewertung, weil sonst kommen die anderen sich verarscht vor. Hast du ein Pack or not? Aber Team sieht gut aus. Ich glaube, den hat er gerade gezogen. Boah, ich habe so krass Kopfschmerzen. Ja, nochmal Tablette, Digga. Ich glaube, ich bin krank geworden. Ich habe auch Husten und so. Sorry, kein Ding. Geh mal zum Arzt dann, ja? Ja, also, keine Ahnung. Warst du auch draußen oder was? Nein. Junge, ich bin den ganzen Tag am Stream, Hilfe. Jedes Mal, ich stream fast jeden Tag. JD mit 1 Euro. Ich hoffe, Jordan macht am Samstag ein Tor. I hope so too. I hope auch. Ey, Eli, noch was anderes. Wo Kiefried, der ist auch jetzt. Er ist auch hier.
Ja. Er sagt, wir sollen ihn die 10k voll machen. Mhm. Wer, die sagt, Jessica ist auch da, ne? Sind viele Junge da. Ja, ja, aber er sagt so Ding, wenn ich die 10k voll mache, ich darf mich sogar öffentlich beleidigen und so. Oha, Digga, wow. Der Kaputte. Mmh. Lade mich über die Community Party ein, Freunde, weil wenn ich zu viele Einladungen bekomme, dann backt es rum, wie ihr seht. Ihr müsst hier und dann müsst ihr Party mittleres Iconpack. Lul, sagen wir mal mittleres Iconpack? Maximal zwei. Wer ist noch von den Jungen da? Dings da, ne? Lucky. Ja, also, Lucky. Digga, ich schwöre auf alles. Wow, wow, wow. Also, das ist gut. Ein wunderbarer Spieler, ja. Jessica auch wunderbar. Der Junge, er ist 10 Jahre alt und hat Körper wie mein Vater, ja. Wer? Jessica. Jessica, ein Gangkamp. Digga, also er ist auch gut. Moki Fritz auch. Alle Jungen sind gut. Alle Jungen, ja. Komm, wie ich denke, ich push die Jungen mies, ja. Mies gut. Lucky hat sogar ein Foto mit dir gepostet. Ich schmecker die nie an und so. Ja, normal. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, junge Spieler anmeckern. Hilfe. Junge, wie blöd. Junge Spieler anmeckern ist kacke, Freunde. Ey, geht mal zu Lucky, zu dem und kommentiert unter dem Bild mit uns beiden. Jordi. Jordani LaFlame. Einfach Jordani LaFlame. Jordani LaFlame. Digga, bei meiner Community müsst ihr aufpassen. Die sind richtig gestört bei sowas. Sowas kriegt. Sowas. Na Gott, jetzt geht's ab. Edil, durftest du mal bei den Profis mittrainieren? Ich bin auch Fußballprofi, Freunde, bei Hertha. Das ist korrekt. Nee, aber ich hatte schon meinen Auftritt im Olympiastadion. Weißt du noch, wo ich ausgerutscht bin? Oh mein Gott. Julian, gönnst du Spaß bei VGO für 15 Euro. Dankeschön, ich unterstütze dich immer. Kannst du bitte auf Marcel den Eierkopf grüßen? Marcel, du Eierkopf, ich grüße dich. Mittleres Iconpack jetzt hier, Freunde. Und England, da hört es auch schon wieder auf. Oh nein, nicht Lineker. Gestern haben wir drüber geredet. Right. Ja, okay. Die sind, meiner Meinung nach, Freunde, sind die im Rotel bis zum Ende der Saison. Anscheinend wusste das Jordan selber nicht. Nicht hier, kommentiert Jordan unter Lucky. Lazar, Samad oder so. Unter dem Account, Freunde. Unter dem Account. Lasst hier bei Lucky auch ein Follow da. Macht mal einfach 10k voll, Freunde, komm. Macht mal Lucky 10k voll. Oh, guck mal hier auf Transferliste. Digga, dass du Richarlison verkauft. Freunde, guckt euch das bitte an. Guckt euch das an. Er verkauft Richarlison, der Typ. Er hat Richarlison verkauft. Soll ich wild abstoßen, mein Freund? Wie kann man denn Richarlison verkaufen? Ist das lost? Er ist der beste Spieler im Spiel. Ich sag euch so, wie es ist, Chat. Wie läuft's mit den Chicks, Jordan? Ist ja doch Chick, Lukas. Ich glaube, er ist vergeben, Freunde. Jordan ist vergeben. Aber du machst es richtig gut, muss ich sagen. Ich wusste das sogar voll lange nicht, dass du eine Freundin hast. Ich wusste das übertrieben lange nicht. Digga. Weißt du, wie es ist? Es ist einfach... Geheime. Ist auch besser so. Kann keiner zerstören. So. Ist auch so. Ich schwör's euch, ist besser so. Oder? Ich schwöre. Diese ganzen Mädchen, die ganz nerven. Ich schwöre zu sehr. Es gab eine Zeit, wo ich was Single war, da habe ich schon Chase geschrieben. Ich schwöre, Dicker, das war das Schlimmste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Warum? Dicker, alle nerven, Dicker. Wow. Womit denn? Einfach, die mir schreiben, Digga, ich höre. Ja, Digga, die denken halt so, hier, Fußballprofi, hier, da, weißt du, was ich meine? Viele, nicht alle viele. Denken nicht alle so, aber viele. PS4 hebt nicht ab, ist echt so. Welche PS4 hast du? Ich hab die alte, ich hab meine PS4 seit 6 Jahren. Oha. Oha. Romil? Ich kenne keinen Romil. Elis hat heute Dings. Interview. Wow.
Über was? Also Dings, nein, bei also für das Spiel gegen Hoffenheim, weißt du? Ja. Da gibt's auch mal bei Hertha diese. Ach so, ja. Oder das war so lost, Digga. Ich hab wieder so hektisch geredet, wow. Was ist, warum? Achso, was haben sie dich gefragt? Oder irgendwelche Fragen. Er sagt, es sind nicht viele Fragen. Ich guck so, Digga, mir sind komplizierte Fragen. Ich muss meinen Kopf anstrengen. Digga, ich will endlich 200k Abonnenten-Special mit euch machen, Mann. Leute, geht da rüber und macht mal, lasst da mal ein Follow. Da ist einer der größten Talente Deutschlands. Ich will, Digga, war erst wunderbar. 200k Abo-Special ist geplant, Freunde, mit Jordan, mit Sydney, Fußball-Challenge und noch ein paar anderen. Aber das Problem ist, Penny Reeperbahn. Das Problem ist, der hat. Freunde, wenn ihr das Pack schon aufgemacht habt, ist immer ein bisschen Schmutz mit Teambewertung. Wartet mit den Packs. Also nur reinkommen für Teambewertung, das mache ich nicht. Aber ich komme, ich will nicht so gemein sein. Das Team sieht gut aus, außer Pirlo und Kimmich und dein Lenker IV, wer waren das? Unter Spaguero Ehre. Obwohl doch, Van Dijk ist stark. Das Team sieht gut aus. Ich würde Henderson nicht spielen, Kimmich nicht spielen, rechtes Mittelfeld nicht spielen, aber auf Zonor würde ich den zocken und Pirlo würde ich auch austauschen. Das ist meine Meinung dazu. Aber eigentlich mache ich das nicht, Freunde. Alkoholbrille. Ja, mit Alkoholbrille. Öffnet nicht die Packs, sondern wir machen die zusammen im Stream auf. Das ist eigentlich der Plan. Pirlo, Pirlo, Pirlo. Das ist der Plan. Follows kurz vorlesen. Lars mit einem Follow. JD mit einem Euro. Mr. August 2008 mit einem Follow. SpiEx, Christoph Huber, Flex mit einem Follow. Kreuzberger Junge mit 2 Euro. Jordan, du bist mies sympathisch. Wechsel mal zu Dortmund. War so. Marcello mit einem Follow. Luca mit einem Follow. TSA Champ mit einem Follow. Danke für die ganzen Follows, Freunde. Ich kann nicht alles vorlesen. Es ist unmöglich. Morgen werden es 2 Streams geben. Morgen, ja, auf Twitch und auf YouTube. Da erwarte ich auch wieder euren Support. Wir haben jetzt schon 11.000 Likes auf den Stream geknackt. Dankeschön für den Support, Freunde. I really appreciate that, man. I really think so. Trotz für den Jürgen Würger. 12.000 Likes schon. Ei, Ehre. Wir lassen mal für den Support ein Giveaway da, Freunde. Komm. Für den Support mache ich mal, hau ich mal hier ein Giveaway raus. Wo ist denn mein scheiß Insta? So, hier. Nightbot. Kontakt zu Köln-Spielern. Ich habe zu Kingsley Schindler ein bisschen Kontakt, ja. Aber er hat mit meinem Bruder zusammengespielt, aber sonst. Nee. Nö, kein Kontakt. Also, Freunde, Hashtag. Hashtag Lost in den Chat. Hashtag Lost in den Chat, YouTube-Kanal von mir abonnieren und mir auf Instagram folgen. Dann seid ihr beim Giveaway dabei. Checkt auch Jordan ab. Der ist auf dem Weg zu den 100k. Aber halt bei mir müsst ihr mir auf Insta folgen, weil ihr den Code über Insta bekommt halt. Lul. Deswegen. 117k sieht aus wie ein Influencer, Alter. Wow. Wenn ich deinen Profil sehe, denke ich, bist du diese von London, diese Frau da, die immer die 100k haben. Er sagt, von London diese Frau. Ihr könnt eine PSN so? Oder Xbox-Card gewinnen. Ja, ja, doch, doch. Aus London diese Frau da, die immer 100k haben. Wir machen auch nicht so lange das Giveaway. Shareplay bitte onmaken, mein Freund. Digga, aber... Ich hab am meisten Kontakt ja mit Sydney, aber immer nur Snapchat. Sydney, Sydney, Sydney. Ja, ich schwöre. Digga, wie will der Junge das überleben eine Woche ohne Stream? Ich hab dir noch nie gefragt, wie es ihm geht, ja. Ihr seid schon lost. Digga, ich weiß nicht, wie diese Freundschaft so lange halten kann, Digga. Ich hab noch nie gefragt, wie es ihm geht. Juckt mich auch eigentlich nicht. Juckt es auch nicht. Digga, die sind herzlos, Freunde, bei sowas. Es ist richtig schlimm mit denen. Die sind richtig herzlos bei sowas. Ich kenne die jetzt auch, immer wenn ich die getroffen habe, immer wenn wir rausgehen, ich schwör's euch, da verarscht man sich eigentlich die ganze Zeit, man ist gemein zu sich und man fragt nicht so, oder man, es ist ganz, ganz schlimm. Digga, aber sei mal ehrlich, so ist doch besser. Ja, ist lustig. Ist fake zu sein. Ja, ist nicht fake, ist sehr ehrlich, ist sehr, sehr ehrlich so. Digga, ist fake zu sein, ja. Ist sehr ehrlich mit denen. Das juckt mich, wie es dir geht. Gut, ja. Mir auch gut. Gut, ja, dir auch gut. Ja. Also, und dann?
Ich kann keinen Smalltalk, Bruder. Na, ist auch Schmutz, Digga. Ist auch langweilig. Die ganzen Sachen interessieren mich nicht. Ist auch langweilig. Wie geht's dem Hund? Das interessiert mich nicht, wie es dem Hund geht. Ja, kommen gleich zur Sache, Digga. Ich weiß, was du meinst. Aber manchmal musst du das machen, Smalltalk. Wie geht's dem Hund? Ja, wie geht's deiner Frau und Kinder? Alles gut, Dicker? Ich bin noch nicht auf dem Level. Ich schwöre, wenn du Frau und Kinder hast, kannst du das fragen, aber doch nicht, wenn du denkst. Also, ich meine, wie geht's deiner Frau und dein Kind? Als ob man das als erstes fragt. Nein, aber so, Dicker, was willst du denn sonst fragen? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Panny Dipper, 2 Euro raus. Frag mal Jordan, wie groß er mit 16 oder 17 Jahre war. Ich glaube, so wie jetzt, oder? Nicht mehr, ja. Nein. Als ob du die ganze Zeit gewachsen bist, du langer Lachs. Erst ich schwöre, Dicker, weißt du, wie klein ich früher war? Was redest du? Wie groß war, also wie, wann, wie groß bist du jetzt? 1,91. Ja. Ich war mit 16 oder so, war ich 1,75 oder so. Okay. Leute, zuerst das Pack aufmachen, danach mache ich das mit den Teams ganz kurz. Wie groß warst du? 1,75 mit 16 oder so. Ach, Quatsch, Digga. Ich schwöre auf alle, warte, ich guck, wegen dem hol ich jetzt meinen Ausweis. Digga, mit 16 ist man in der B-Jugend, als ob du mit 16 1,75 warst. Wegen dem hol ich jetzt meinen Ausweis, du. Niemals, Digga. Warte, ich guck. Wenn ihr beim Giveaway dabei seid, also Freunde, wir verlosen jetzt hier gerade eine PSN-Card und eine Xbox-Card. Ihr müsst einfach ein Like auf den... Griezmann! Der Beste heute! Antoine Griezmann! Der Allerechte! Aber der ist halt nicht so spielbar, Freunde. Dieses 3-Sterne-Weakfoot, das fuckt so ab. Spanische Liga lohnt sich wirklich nur richtig, richtig Messi. Der Rest ist so, ja, okay. Meiner Meinung nach. Aber Griezmann beschwert man sich auf jeden Fall nicht. Ihr müsst den YouTube-Kanal hier abonnieren, ihr müsst ein Like auf den Stream da lassen und ihr müsst meinen Instagram-Kanal abonnieren. Dann könnt ihr die Karte gewinnen. Und checkt auch Jordan ab. Der ist im Discord, der ist gerade im Hotel und hat Langeweile, weil die können nicht raus, die Fußballprofis. Erste, zweite Liga ist ja jeder Verein im Hotel, soweit ich weiß. Und ja, darf nicht raus, glaube ich. Zum Team. Doch, falsche Infos, ja. Zum Team. Ich habe falsche Infos? Ich. Ja, ich habe schon mit 16, 81, ja. Ja, sag ich doch, Digga. Er denkt, er ist gewachsen in 3 Jahren. Er denkt, er ist in 3 Jahren 20 Zentimeter gewachsen. Das Team sieht gut aus, aber Sola ist nicht so gut. Und, Marcus Alonso ist diese richtig gute Karte, ne? Also, außer Sola finde ich jeden stabil. Aber Bay hat keine Fullcam, Richarlison hat keine Fullcam und Palacios hat keine Fullcam. An sich ist es nicht so wichtig, Fullcam zu haben, also so richtig wichtig. Aber es ist schon kacke, wenn 3 Spieler Offcam sind. Da würde ich auf jeden Fall irgendwas umstellen, ey. Rechts so ein Mares zum Beispiel, ZM, Sola, geht sehr viel besser. Wenn du meine Meinung hast, Sola raus, Palacios raus und Bale versuchen, wenn überhaupt, zu linken. Sanchos finde ich auch nicht so gut. Mein Kopf explodiert gleich. Wir losen das Gewinnspiel um 50 auf, 21.50 Uhr, noch 2 Minuten. Felix hat 2 Euro raus. Grüß mal Ricardo und Philipp, du Eierkopf. Ricardo und Philipp, ich grüße euch beide. Also 3000 Teilnehmer sollten wir schon werden. 1800 Teilnehmer gerade am Start. Ich piss mir gleich ein. Achso. Ne. Honita, Zimarukana, achso. Ne. Nur ein Bier getrunken. La Liga Pack und Team, du Jürgen. Ich habe nur ein Bier getrunken. Noch 2 Minuten geht das Giveaway, Freunde. Sydney ist nicht im Discord. Nee, der hat zu schlechtes Internet. Frieda hat zu schlechtes Internet. Falls der Stream abkackt, einfach den Stream refreshen, Freunde. Das liegt daran, anscheinend an meinem schlechten Internet, Digga. Ich hätte es nicht gedacht. Es liegt an meinem Internet. Aber an sich müsste 10.000 reichen. Ich verstehe das nicht. Ich habe den krassesten PC bekommen. Ich habe eine CPU-Auslastung von 2%. Ich streame mit 5000 Bitrate. 5000. Das ist auch voll in Ordnung. Der PC kann viel höher, aber mein Internet ist zu schlecht. Es ist richtig scheiße, Digga. Das fuckt mich auch echt ab. Die Harmonie stimmt nicht. Stimmt echt nicht. Keine Verbindung, Digga. Zimmer, ja. Jesse klopft jetzt. Ich
Pony da. Zehn Marokkaner, so. Swerven. I wish you better, but you're worse than. Die ganze Hertha Dings kriegt Shoutout. La Liga, Tots, ole, ole. La Liga, Tots, ole, ole. Honita. Was denn das? Ah, Leute, die spanischen Packs sind nicht so nice. Wir losen jetzt das Gewinnspiel mal aus, Freunde. Gewonnen hat. Wait. Santi Casola ist nicht so nice. Also nochmal mitmachen, Freunde. 1 Minute habt ihr noch. Like auf den Stream da lassen. YouTube-Kanal von mir abonnieren und mir auf Instagram folgen. 20er PSN oder Xbox Card. Spenden lese ich gleich vor. Alban, ich grüß dich. Im Discord ist Jordan, Freunde. Könnt ihr ihn auch abchecken auf Insta. Nice. Niceness. Okay, gewonnen hat Giovanni Gianetta. Giovanni Gianetta, schreibt bitte deinen Insta-Namen in den Chat. Dann schreibe ich dir nach dem Stream. Mods, merkt euch mal den Namen gleich, aber ich werde die Seite nicht schließen. Ach so. Sydney wollte gewinnen, ist ja dumm. Sydney, Megan. Der Kollege hat 32, er hat schon eine Weekend League mit dir gespielt, bei dem ich gerade drin bin. 32 Spiele, ein Tor, er hat ein Tor mit dir gemacht. Oder ich weiß nicht, ob er Weekend League mit dir gespielt hat. Mit Sydney hat er auch gespielt, lul. Das Team sieht, ja, normal aus, nicht so gut. Erstbesitzer, tschüss, ey, Ben Yedda, 724 Tore, ist schon stark, Digga, mit denen. Krass. Ja, ich hasse den, ja. Ansu Fati, also ich sage euch immer die Schwachstellen, okay, das ist einfacher. Adama Traoré finde ich nicht so gut. Der ist als Sub, Freunde. Als Sub ist Adama Traoré gut, aber als Stamm ist es nicht so gut, glaubt mir. Guardiola würde ich nicht spielen. Kimpembe austauschen. Casemiro, auch wenn du den in Rot hast, würde ich auch, glaube ich, nicht spielen, Digga. Da wirst du morgen was Besseres bekommen. Das Team heißt Elias 1,70. Ehre. Also Kimpembe raus, Guardiola raus, Adama Traoré raus. Würde ich machen. Aber das Ding ist, ihr habt immer alle untauschbare Karten, Digga. Deswegen könnt ihr das immer nie verkaufen. Das fuckt immer ab. Waka. Waka. Bester Spieler, das ist die häufigste Frage. Der beste Spieler, gegen den John gespielt hat, war Robert Lewandowski, Freunde. Bei Bayern. Digga, der ist spitzenkantig ekelhaft. Spitz und kantig. Freitag soll Serie A Tots kommen. Nach meinen Kontaktleuten. Spielst du denn Ronaldo, wenn du ihn ziehst? Nee. Digga, ich hatte doch seinen Tots. Achso, wenn ich ihn ziehe, in Rot safe. Aber ich hatte seinen Tots und den fand ich schon nicht so gut. Digga, alle sagen, der ist geil. Nein, Digga. Es gibt die eine Hälfte, die sagt, er ist geil und die andere sagt, er ist scheiße. Kommt halt drauf an. Bei mir muss, ich bin der Meinung, 5 Sterne Weakfoot als Stürmer musst du haben. Und das hat er halt nicht und das ist kacke. Ich hoffe, dass Sydney am Wochenende spielt. Gegen wen spielen die überhaupt? Weiß das einer? Keine Ahnung. Ich gönne es dem Jungen. Kommt mal wieder an den Gulag eher nicht, Freunde. Genau. Really, wie war Haaland? Hast du schon gegen Haaland gespielt, John? Nee, noch nicht. Spielt ihr noch gegen Dortmund? Nein, ne? Ja, doch. Achso. Heim oder auswärts? Achso, ist auswärts. Ja, okay, aber das Geisterspiel. Digga, weißt du, wie schlimm es ist, wenn die Fans da sind? Ach, in Dortmund ist Katastrophe, glaube ich auch. Oh, Digga. In Dortmund ist ganz, ganz schlimm. Als Digga, ich hatte noch nie so Angst in meinem Leben. Digga, ich schwöre auf alles. Diese Wand war so laut. Diese die gelbe Wand. Einmal da gespielt und das war schon genug. Die haben geschrien, was das Zeug hält. Wow. Gegen Frankfurt, gegen Stuttgart spielt Sydney. Wird nicht so einfach. Stuttgart ist weit oben, ne? Zweite Liga? Ja, ja. Wird nicht so einfach. Wird nicht so einfach, Chat. Hatte noch nie so Angst. Wow, Digga, ich schwöre auf alles. Hä, ist nicht sogar Derby jetzt? Dortmund gegen Schalke? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Digga, nur Spanien die ganze Zeit. LV-Schmutz. Einmal wurde Griezmann gezogen, aber es wurde noch kein Messi, kein Suarez gezogen. Ich habe Kroos gezogen aus dem Pack. Ja, es ist dieses Wochenende Derby, Lul.
Ich bin gespannt, wie das sein wird. Die Youngsters sind jetzt in mein Zimmer hier alle, ja. Lucky und Jessic. Sind die in dein Zimmer? Ja, Mann. Hol die mal ins Mikro. Ich rede. Nein, Licker. Rede. Hi, Eli. Hey, hey, sag hi, Eli. Ich wohne in Berlin, Freunde. Ja, soll ich anmachen im Fernsehen? Das Team ist Schmutz. Obwohl, ne, es ist nicht Schmutz, Freunde, aber Gattuso ist nicht so geil. Gattuso ist nicht so gut, Adama ist nicht so gut. Obwohl, ich nehme zurück, das Team ist gut. Wer hat Benzema gezogen? Lucky. Hilfe. Ist gut, doch. Digga, Gattuso ist los, Trezeguet ist nicht so gut und Fred. Also, es geht besser, mein Freund. Mann, hast du Dalgisch da auf der Bank gehabt? Lul. Ich glaube, 3 gegen 3. Er hat Dalgisch, Digga. Warum spielst du Dalgisch nicht, mein Freund? Untauschbar. Ich würde spiel safe Dalgisch. Komisch, dass du den nicht spielst. Jimenez. Würde ich, glaube ich, sogar auch spielen für ihn hier. Obwohl, nee, würde ich nicht. Ah, es geht besser auf jeden Fall. Komisches so. Team, sage ich dir ehrlich. Gattuso musst du raushauen. Digga, du bist so ein schlechter Mensch, ja. Ist so, Digga, sag dir meine ehrliche Meinung. Die werden dadurch besser, glaub mir. Ich lese kurz Spendenfonds. Begius GF mit 2 Euro. Grüß mal Ursula, Olli und André und Alban. Ich grüße euch alle vier. Jana mit 2 Euro, grüß mal Danny und sag, dass er Knecht ist. Danny, ich grüße dich und du bist ein Knecht. Guck mal, wie leicht man mich kaufen kann, Digga. Jetzt höre ich mich doppelt im Fernsehen, irre. Ach so, scheiße. Ach so. Maggie. Grüß mal Lazar von Lazar. Freunde, ihr könnt da auch vorbeigucken bei denen. Ich sehe, ganz Hertha kommt gleich bei denen in den Raum. alle sind gleich bei Jordan im Raum. Alle wollen Dings da. Schön, komm, safe, Digga. Die sind gerade bei Jordan, Freunde. Die sind im Rotate zu dritt. Könnt ihr mal ein Follow da lassen. Mods, könnt ihr mal deren Dinger hier reinkloppen. Sind die zusammen oder was hier? Die sind zusammen auch auf dem Bild? Nein, wir sind nicht zusammen. Nein, hier, von denen Anzeigebild. Achso, ja. Achso, ich zeige euch den. Ich sehe falscher Bildschirm. Lul. Das hier ist der erste. Die reden nicht, weiß nicht, warum die nicht reden. I don't know. E-Sport Musti. Lucky. Jessica, sag dir mal, der soll einen blauen Haken beantragen, der Eierkopf. Swervel, ja, Freunde, lass doch mal ein Follow da und bei Jordan natürlich auch. Sag doch Jessica, er soll einen blauen Haken beantragen, hä? Der ist schon wieder weg. Achso. Den trinken wir heute. Jordan, hast du Lazaro gemocht? Die waren übertrieben gut befreundet, glaube ich. Ja, war gut, ja. Kunja kommt, glaube ich, nicht, Freunde. Also im Video mit Kunja werde ich, glaube ich, nicht. Der macht sowas, glaube ich, nicht. Doch, ich glaube schon, er würde machen, ja. Kunja, glaubst du, würde machen? Ja, Mann. Spielt er FIFA? Boah, groß. Ja, ich glaube schon, ja. Aber dürfen die Jungs so nah beieinander chillen? Ey, die sind was zu trinken geholt. Digga, Edi, ich bin einfach in deinem Stream. Lul, was meinst du? Wer ist dein Lieblingsspieler aktuell außer Richarlison? FIFA-technisch, Richarlison und Eusebio. Das sind die beiden besten Karten, finde ich, in FIFA 20 auf jeden Fall. Black Mamba heißt das Team. Digga, ihr habt alle so gute rote Karten gezogen, Freunde. Ich habe nichts Gutes, Spielbares in Rot gezogen, ne? Also abgesehen von den Tots jetzt. Das ist so krass. Das Team sieht gut aus, aber ich würde nicht Icardi spielen. Ich würde auch Sawini Gessen spielen. Bakayoko kann man spielen. Deine Abwehr ist gut. Deine Abwehr ist richtig gut. Doppel-6 ist richtig gut. Wie gesagt, ich würde nie Icardi rauskloppen und Dings da raus. Hier. Nunes da. Da kannst du einfach Mbappé im Sturm hinstellen und einen Franzosen in die Mitte. Das ist irgendeiner aus der Spanischen oder Ramos oder so.
Ramos raus und dann Varane rein. Ich würde auch nicht einen Guest spielen, das ist meine Meinung. Hol dir den Mann Kunja. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob der mitmachen würde. Jordan sagt ja. Vielleicht irgendwann mal, Freunde, aber jetzt momentan ist es generell, bis zum Ende der Saison werde ich die alle nicht mehr sehen. Sydney spielt bei Wien Wiesbaden. Ich war den ganzen Tag im Hotel nur chillen, ja. Chillen. Ihr habt Training und dann fahrt ihr ins Hotel. Ja, und dann aufs Zimmer chillen. Und so, Digga, das ist voll komisch, ey. Ja, Digga. Ja, Digga. Bis zum Spiel jetzt. Wann habt ihr morgen Training? Ja. Weiß gar nicht, ja, ich keine Ahnung. Nee, Freunde, ich glaube, Jordan kann nicht so lang bleiben. Die sind ja auch im Hotel und so. Ich spiel bald auf, Digga. Also demnächst eine halbe Stunde. Vermisst du Sydney und Jordan? Ja. Das ist, Freunde, das war voll geil, immer Videos donnerstags mit denen einfach aufzunehmen. Das war immer so gechillt, aber das kann ich einfach nicht mehr machen. Jordan ist in Quarantäne oder dieser ganze Coronavirus hat halt alles auseinandergenommen und Sydney ist gar nicht mehr in Berlin. Das war nervig immer, alles, ja. Ja, Mann, ist echt bitter. Das ist echt bitter. Wenn ihr Fragen an Jordan habt, wie gesagt, er liest den Chat auch, fragt er einfach was. Wenn Jordan dann eine Frage interessant findet, kann er die beantworten. Für mich ist es alles nicht so einfach, hier alles zu managen. Suarez hat er gezogen. Freunde, aber wenn ihr die schon gezogen habt, dann braucht ihr mich nicht einladen. You understand? Nachher werden wir auch noch ein anderes Team bauen. Wir sind noch so 2 Stunden online. Macht euch da keine Sorgen, Freunde. Wie ist lange? Ich bring euch da heute durch die Nacht, man. I bring it to you. Falls es kurz rumleckt oder so, einfach refreshen. Das liegt an meinem Internet. Lol. So. Philipp mit einem Euro. Liebe Verschwörungstheorie. Die Streams brechen bewusst ab, damit du im YouTube-Algorithmus berichtigt wirst. ich würde aber auch wieder mal gerne über sowas reden, auf jeden Fall. Milka mit einem Euro. So Meinungen zu anderen Vereinen, Freunde, was wollt ihr da hören? Wir können da ja nicht öffentlich haten oder so. Ich habe gegen keinen Verein was, Jordan höchstwahrscheinlich auch nicht. AR Janne mit 2 Euro, grüß mal Danny und sag, dass er ein Knecht ist. Danny, du bist ein Knecht. Janne Kofer mit einem Follow. Zu schnell, ja. Ja, das ist schlimm, Freunde. Ist nicht so einfach. Fiki ist gut aus dem Totspack. Was ist schwer an Lewandowski zu verteidigen, ist jetzt hier mal eine Frage. Alles, Junge. Alles. Man muss ich sagen. Der läuft die ganze Zeit und wartet so auf die richtigen Räume und so, Freunde. Ich glaube, sowas fuckt voll ab. Junge. Richtig so nervig einfach. Hab dich über Community eingeladen. Wenn ich es lese, komme ich rein. Es ist nicht so einfach. Wie ist es, Timo Werner zu verteidigen? Hast du schon gegen Timo Werner gespielt? Ja, Digga, ich hatte 7 Minuten rot bekommen. Wo, gegen Leipzig? Hast du nach 7 Minuten rot bekommen? Warum? Ja. Digga. Diese Saison? Nein, das war schon vor 2 Jahren oder 3 Jahren, glaube ich. warum? Du hast das gemacht? Bruder, das ist eigentlich ja kein Foul, aber du weißt. Er wird geschickt, ich bin vor ihm. Ja. Und mein Leben. Und ich hab unterschätzt, dass er so schnell ist, weißt du? Ja. Nur ich den Ball wegschießen und er hat sein Bein dazwischen Ball und mein Bein gemacht, dann habe ich ihn getreten. So. Nach 7 Minuten. Digga, glatt rot nach 7 Minuten. Oha, Digga. Das ist traurig. Ey, immer den, Digga. Ganze Zeit Santi Cazorla. Die ganze Zeit ziehen wir Santi Cazorla und dieser Gerard Moreno. Die ganze Zeit. Und den spanischen Linksverteidiger. Mehr wird hier nicht gezogen. Jordan ist 23, glaube ich. Junge, was ist Geburtstag? Ich bin 22. 22. 22 Jahre jung. Team. Drogba ist ein bisschen lost. Und Bergkamp auch. Wieso spielt ihr so komische Ikonen, Freunde? Ach, das ist wahrscheinlich alles hier mittlere Icon und so, Baby-Icon und sowas. Aber ich würde euch wirklich diese komischen Ikonen, Drogba, Bergkamp und sowas, Moore, Van Nistelrooy, sowas würde ich niemals spielen. Auch wenn ihr die zieht, ich würde sie trotzdem nicht spielen. Eine Frage auf Lewandowski gut. Keine Ahnung.
Du hast ja nicht hier verfragen. Woher kam das mit Geburtstag? Fragen auch viele. Oder? Wenn ihr das stark. Kennst du Mike Uwuse noch? Nee, kennst du nicht, ne? Doch. Ja, kennst du ihn? Ja. Und der hat irgendwann immer gesagt, ich hatte irgendwie was zu essen. So corny oder so. Und er hatte mir gesagt, gib mal ein bisschen. Da hab ich dann nein. Er sagt so, Junge, was mit dir, hast du Geburtstag? Und wir sind übertrieben gestorben, weißt du. Weil, du weißt, an Geburtstag kann man sich... Ja. Weißt du, und dann der kaputte. Und deswegen war das. Ja. So. Primark Impact ist gut, der Chat. Also da der Schöpfer von dem ist Mike Uwuse. Und das mit Asso, darüber gibt es ein Video auf dem Stream Highlight Kanal. Ja. Asso. Ja, wir haben uns aus dem Video die wichtigsten Elemente rausgenommen. Ja. Aber wie kommt man auf so eine Videos? Bruder, ich weiß es nicht. Das Video war doch voll links beliebt, so früher. Junge, ich hab Nike gesagt, Junge. Ich hab Nike gesagt. Erstes Video mit Jordan und dir war legendär. Ja, erstes Video, nee, das war mein zweites oder drittes YouTube-Video. War direkt mit Jordan, da haben wir eine Icon gezogen. Weißt du noch, welche Icon wir gezogen haben? Torwart Yashin oder so, oder? Das war echt so mies, ja. Zweites Video, Freunde, auf meinem YouTube-Kanal war mit Jordan oder drittes. Da haben wir Icon Yashin gezogen. Das ist ja so krank. Danke für durchgehend über 10.000 Zuschauer auch, Freunde. Vielen lieben Dank für den Support. Chatpack, das ist nicht von mir, das Pack. Die Packs sind hier von meinen Zuschauern. Nachher baue ich noch mein Team um, wenn Jordan dann nicht mehr am Start ist, weil sonst geht es nicht. Aber Jordan chillt hier noch mit uns auf entspannt, Freunde. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Lasst dann ein Follow bei dem da. Wann machst du Fußball-Challenge? Wenn wir uns alle wieder treffen können. Ich hoffe, so in ein, ja, zwei Monaten. Ja, was ist mit diesen Dings? Mit diesen Lockerungen? Ich verstehe das gar nicht mehr, ja? Es geht mir alles zu schnell. Chat, ich habe gehört, ab Freitag kannst du wieder in Restaurants essen, ne? In Berlin. Es ist von Bundesland zu Bundesland anders. Ich glaube, in Berlin kann man wieder essen ab Freitag. Oder habt ihr da irgendwas? In NRW kannst du wieder in Fitnessstudios? Ich verstehe da gar nichts mehr. Ja, ich verstehe auch nicht viel. Es geht mir alles zu schnell, wird zu viel. Das ist voll, überall ist was anderes. Das ist voll schlimm. 2 Euro von Maya. Kenn dich von meinem Bruder, aber gönn dir, du Eierkopf. Dankeschön für 2 Euro, Maya. Niedersachsen seit Montag, lol, okay. Der Mann hat Richarlison, sehr gut. Richarlison, 40 Spiele, 47 Tore. Ich schwör's euch, er ist so gut, Chat. Er ist so gut. Abwehr sieht auch gut aus. Das Team ist OP. Ja, dafür, dass du so viel, nicht so viele Coins hast, ist das Team auf jeden Fall stabil. Deine Abwehr ist OP. Du hast Son, 5 Sterne, Weakfoot. James da vorne. Richarlison, Pogba. Weiß ich nicht, ob ich Pogba spielen würde. Ich glaube, da würde ich eher Kanté spielen. Und links Philippe Anderson ist halt auch so eine Sache, ne? Aber du hast halt auch keine Coins. Aber das Team, dafür, dass du nicht so viele Coins hast, geht es auf jeden Fall klar. Ich lese mal ein paar Follower vor, die reinkommen, Freunde. Wie gesagt, es kommen die ganze Zeit Follower rein, aber ich kann nicht alles vorlesen. Könnt gerne den Stream nochmal liken, wenn ihr es nicht gemacht habt. Den Kanal kostenlos abonnieren. Ich höre mich an wie so ein richtiger Werbetyp. Aber ich meine es ernst, das muss man immer sagen. Wir haben 15.000 Likes auf den Stream, Hilfe. Ja. Der Köhlen mit einem Follow. Mavi mit 5 Euro. Frage an Jordan. Wie oft trainieren die Profis in der Woche? Und ist der Druck wirklich so hoch, wie immer gesagt wird? Und wie ist das Gefühl, vor so vielen Fans zu spielen? So, da hast du jetzt was. Die ganzen Fragen. Also, wie oft trainiert ihr in der Woche? Ist gechillt. Wie oft trainiert ihr? Jeden Tag, oder? Oder fast jeden? 6-mal die Woche? Meistens ist montags frei. 6-mal die Woche trainieren die? Einmal am Tag, ne? Einmal in der Woche, zweimal. Einmal in der Woche, zweimal, okay. Druck ist höchstwahrscheinlich immer da, Freunde. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Druck ist mit das ekligste, was es so in dieser Branche gibt. Und aber vor so vielen Fans zu spielen, am Anfang war es noch besonders aufregend. So. Ja. Mich ist aufgeregt immer, aber jetzt hat sich das gelegt. Also man schaltet es aus, so, ne? Kann ich mir vorstellen. Ja, Mann. Ja, ist halt ganz normal, Freunde. Wenn man was öfter macht, dann geht irgendwann einfach dieses Besondere weg. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Two-Fame mit 2 Euro. Was trainierst du für die Bauchmuskeln, Edi? Ich pumpe mittlerweile etwas länger und schaue
überall Fortschritte gemacht, aber mein Bauch fetter als von Obelix PS. Die Spende steht für deine Größe. Achso. Für Bauchfrei, also du kannst nicht, außer du stopfst, aber ich glaube, das geht nicht, dass du zunimmst und dein Sixpack und so auf jeden Fall. Also dieses Klassische ist ja, du nimmst zu, dann machst du eine Diät und während der Diät kommen dann sozusagen deine Muskeln raus, aber ich bin da nicht so der Experte. Ich habe es immer so gemacht, dass ich über den Winter versucht habe, immer zuzunehmen, so 10 Kilo. Dann wurden auch logischerweise meine Arme und Brust und so dicker. Und dann habe ich mit einer Diät angefangen und dann konnte ich halt meinen Bauch. Aber so Arme, Brust und so konnte ich alles. Bei mir hat es nicht funktioniert, alles zeitgleich. Anton mit 2 Euro, Waterford Jamaica mit 2 Euro, Friede in deinem Team für einen besseren Mehrwert. Anton mit 2 Euro, Frage an Jordan, liebt er Ursula Arapipi? Wer ist das? Arapipi. Was ist das? Weiß ich auch nicht, Digga. Tobi mit 2 Euro, du bist so ein Ehrenmann. Dankeschön, Tobi. David mit einem Follow, Witz mit einem Follow und der Köhle mit einem Follow. Dankeschön für die Follows, Freunde. Digga, das Team ist ja gechillt. Er hat einfach R9. Ist der, ich wette mit euch, der ist untrade. Janse, Ballon d'Or Kandidat. So krass, Digga. R9 untrade. Ramos 96er, auch untrade. Digga, was hat der für ein Glück? Blanc auch untrade. Alaba auch untrade. Der hat das krasseste Team bekommen. Das Team sieht richtig gut aus. So, Lord. Mittleres Iconpack, Freunde. Stellt euch mal vor, jetzt R9 wieder. Dann muss er den einfach abstoßen, Lul. Ach du Kacke. Oh ja. Keen, Roy Keen, das ist mit das Schlechteste, was man ziehen kann. Roy Keen ist mit das Schlechteste. Roy Keen. Ja, Kliniker, der spielt Regionalliga, ne? Ein Kliniker? Ja, ja. War immer eklig, gegen die zu spielen, ja. Spielt dein Bruder nicht auch Regionalliga? Der spielt gar nicht mehr. Aber der hat Regionalliga gespielt, ne? Ja. Mara mit 2 Euro, was geht ihr die Meinung über Pavlenka? Stabiler ist ein Torwart, ne? Von Bremen. Ja, ja. Stabiler Torwart. Also in FIFA auf jeden Fall. In echt weiß ich nicht so. Roy Keane. In echt auch gut. In echt auch gut. Ja. Roy Keane ist spielbar. Digga, das ist die schlechteste Ikone, glaube ich, die man spielen kann im ZM mit 2 Sterne Skills und 3 Sterne Weak Foot oder so. Das Team sieht sehr stabil aus. Schwachstelle würde ich sagen, gibt es nicht mal da so wirklich. Du hast 300k. Wenn Vardy untrade ist, würde ich vielleicht Vardy verkaufen. Erstbesitzer. Ja. Ich würde höchstwahrscheinlich Vardy verkaufen und wirklich auf Richarlison sparen. Dann fehlen dir noch so 800k, das, aber das würde ich safe machen. Holt ihn euch wirklich, Chat. Er ist der allerechte Richarlison. Er ist so gut. Hilfe, man. I really appreciate that. Sagt der Ritalin was? Nee. Er ist verliebt. Ohne Witz, erst der. Richarlison ist so krass. Ich habe noch nie so eine gute Karte in FIFA 20 gespielt. War Jordan immer Stand ab der C-Jugend? Wahrscheinlich, Freund, ne? Verteidiger. Aber ich glaube, es ist schwieriger, als Offensivspieler Profi zu werden. Weil offensiv, Freunde, musst du schon. Also defensiv ist es auch krass schwer, natürlich. Aber ich glaube, so offensiv ist es sehr undankbar, so als Stürmer. Wenn du als Stürmer Profi werden willst, das ist schon hart. So Stürmer Profi ist schon hart. Digga, das ist sehr, sehr hart. Ja, so wenn du Stürmer. Also eigentlich das Gechillteste ist, glaube ich, so Außenverteidiger. Also es ist immer schwer, Profi zu werden. Außenverteidiger ist. Digga, wow. Ja, es ist immer schwer, Profi zu werden, aber ich glaube, so Außenverteidiger wäre so das, was ich meinen Sohn ans Herz legen würde. So Linksverteidiger. Linksverteidiger ist gechillt, wegen Linksfuß auch. Brauchst du einen Linksfuß? Ja, Mann. Aber das Problem ist immer, die meisten Spieler wollen nicht defensiv arbeiten, weißt du? Also, ja. Du hörst auf die wollen Tore schießen und so. Offensiv, alle sind nach vorne ran, hinten war mies keiner. Ja. Aber jetzt, und das ist auch das Problem, Dicker. Die meist gehyptesten Spieler sind immer offensive Spieler. Ist ja auch so. Alle sagen, Defensivspieler, ja, mach keinen Bock und so, langweilig und so. Macht Bock? Deswegen dribbel ich doch so viel, ja. Macht offensiv, findest du offensiv, macht mehr Bock?
Na, definitiv auch Bock, ja, wenn alle mitmachen und du so Zweikämpfe gewinnst und so, weißt du. Ja, Linksfuß LV fühle mich wiedererkannt. Ja, ich kann mir auch vorstellen, so wenn du so einen Zweikampf gewinnst so, oder so eine richtig geile Grätsche machst und so ja, dein Team rettest, das ist auch voll geil. Ja, Mann. Das bin halt alle, ja. Stürmerfreunde ist sehr, sehr schwer, auch so Flüge, so Flügelspieler, da musst du schon so, da gibt es so krass viel Konkurrenz. Zwirbeln. Mein Kopf explodiert gleich. Toni Groß zum 40. Nee, hä? Marc-André Ter Stegen zum ersten Mal, Digga. Zum ersten Mal. Schalke oder Dortmund? Ich bin von beiden wirklich Fan, aber ich sympathisiere da eher für Dortmund. Jetzt Hälfte der Zuschauer gegen mich gebracht. Aber ist einfach. Ich finde Dortmund-Freunde so. Das, ob man die mag oder nicht, die haben so viel Respekt verdient, was sie. Woher holen die sich immer diese ganzen Talente? Darüber habe ich schon mal geredet. Das ist so krass, was die für ein Scouting-System haben oder was sie da für Leute haben auf jeden Fall. Das Team sieht stabil aus. Er spielt Jordan in der IV. Hat er jetzt gerade erst reingemacht, du Arsch. Jetzt gerade ist John Reim. Richarlison. Digga, ich glaube, es haben sich echt viele Richarlison geholt. Ne? Von meinen Zuschauern, Junge. Richarlison, Ehre. Neymar gut, Mbappé gut, Di Maria gut. Deine ganze Offensive ist sehr gut. 97er? Was redest du? Richarlison ist 97er, Digga. Er hatte vorgestern Geburtstag. Er hat mir an seinen Geburtstag geschrieben. Oha. Kimmich und Goretzka nicht so gut auf der 6, meiner Meinung nach. Aber... geht klar. Goretzka ist, glaube ich, krass, ja. Ja, obwohl doch, stimmt. Goretzka ist eine Maschine, Freunde. Goretzka ist sehr gut, aber Kimmich, glaube ich, nicht. Da kannst du das dann wieder upgraden zum Tots von der Bundesliga halt, ne? Gehe ich mal stark davon aus. Boateng spielt ja eigentlich, das Team sieht wirklich, wirklich sehr gut aus. Du hast das Richtige gemacht mit Neymar, Mbappé, Di Maria, 5-Stern-Weakfoot, Richarlison. Also wirklich sehr gut gebaut, finde ich. Schwachstelle würde ich sagen, Kimmich, aber da müsstest du dann eine Ikone oder so hinstellen. Neymar Erstbesitzer, 800 Spieler, Ehre. Kimmich ist... Ich mag so kleine Sechser nicht, Freunde, weil ich feiere es, wenn die Sechser diesen langen Schritt machen, um den Ball zu erobern. Deswegen habe ich auch Kanté Totti nicht so gefühlt. Ich finde Vieira 1000-mal besser als Kanté Totti. Ich fand selbst so ein David Luiz 1000-mal besser als Kanté Totti auf der 6, defensiv gesehen. Weil die den Ball dann immer so erobern mit ihren langen Schritten. Wisst ihr, welche Situation ich meine? Bei Kanté und so kleinen Sechsern, da müsst ihr in den Zweikampf reinkommen. Dann sind sie besser, aber dieses Passabfangen, dieses automatische CPU-Verteidigen, das ist es halt mit großen Spielern. Deswegen Hullet und Vieira bei mir auf Doppel-6 ehrenhaft. Morgen ja, wird es einen Reward-Team geben. Ja. Hä? Hullet und Vieira, was soll man gegen die machen? Ja, das ist gecheatet, Freunde. Hullet und Vieira auf Doppel-6. Morgen wird es ein Reward-Team geben von 11 bis 15 Uhr. Nachher bauen wir noch mein Team, Freunde. Wir sind so noch bis 0 Uhr online. Ja, könnt gerne alle Like auf das Stream da lassen. Das sage ich jetzt zum 40. Mal. Aber es ist halt immer so, man muss es immer promoten, den Stream. Spenden Jonas mit 1 Euro. Wolltest du noch dein Team bauen? Ja, mache ich noch, Jonas. No Skill Gaming mit 5 Euro. Kannst du bei Black Friday reinkommen? Hab ein Icon-Pack. Nur weil du was gespendet hast... kann ich nicht bei dir reinkommen, aber es ist völlig random, mein Freund. Tut mir leid, wenn du so lange wartest. Hapalejo wird auf Insta illegal am Beats mit einem Follow. Gurken mit einem Follow, Gurkenbombe. Sam mit einem Euro, Nico mit einem Euro. Lenski mit einem Follow, Tag Kebe mit einem Follow, Marvin mit einem Sub, Meget mit 2 Euro. Denkt ihr, wer da steigt ab oder die schaffen das? Ich habe gar nicht die aktuelle Tabellensituation im Kopf. Ich weiß gar nicht, wie viel Punkte Abstand. Ich weiß nicht mal, wer letzter ist. Wer ist denn letzter in der Bundesliga gerade? Ja, Paderborn, glaube ich. Paderborn? Und dann Bremen? Nee, dann kommt Bremen, glaube ich, 17. Nee, doch, Bremen. Ja. Ich weiß nicht, wer letzter ist, Lull. Ich war noch nie im Freiburg-Stadion. Paderborn ist letzter. Okay. Paderborn ist letzter. Danach kommt ja Bremen, Düsseldorf. Digga, was hier mit dem Job los? Hilfe!
Mainz 15 da. Achso. Union gegen Hertha in 2 Wochen, ja, Chat. Diese Woche gegen Hoffenheim. Ich bin gespannt, wie dieses ganze Feeling sein wird. Ist ja in 3 Tagen schon. Wir so mit Geister spielen und so. Findet ihr es besser, dass es jetzt, findet ihr es ready to take off? Meine PS4, Digga, die hebt gleich wirklich ab. Findet ihr es besser? Oder hättet ihr, ja, ich finde es sogar besser mit Geister spielen jetzt. Besser als gar kein Fußball. Ja, die ganze Welt wieder auf. Ja, Mann. Ich glaube sogar, die Bundesliga ist die erste Liga, die wieder anfängt, ne? Mhm. Ist krass. Typico, Digga, die denken sich, was für Ehrenmänner. Besser als ohne, ja. Mal sehen, wie das sein wird. Ich bin gespannt. Das ist, also ich weiß nicht, wer von euch dieses Geisterspiel damals in der Champions League geguckt hat. Das hat ja gar keinen Bock gemacht, dazu zu gucken. Aber, ja, besser als jetzt gar kein Fußball. Ganze Welt schaut Bundesliga, ist echt so, Digga. Alle werden Bundesliga gucken. Jeder wird sich das angucken. Die Engländer, die Spanier, die Franzosen, die Italiener. Ja. Weil die nicht... Weil die, was sollen sie sonst machen? Schon ganz geil. Mhm. Ja. Wie habt ihr euch beide euch kennengelernt? Durch Hertha. Als ich Hertha E-Sportler wurde. Wir kannten uns doch früher schon. Ja, wir kannten uns vorher schon, aber so richtig zu tun hatten wir bei Hertha dann. Aber wir kannten uns vorher. Ich weiß noch mal mit Dings. Party mit Sydney. Ja. Dann dachte ich, was Lilias, Mann? Achso. Dortmund, Guerrero, nee, du, Guerrero von Dortmund ist krass, Freunde. Ich finde den, der ist underrated, ja, viele feiern, also viele, ich finde auch, der hat viel mehr Aufmerksamkeit verdient. S04 gegen BVB, ja, das werden sehr viele gucken. Gegen wen spielt Bayern? Ödegaard schon wieder. Swirbeln. Why you look so perfect and you're worth it. Da 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 da. Fortnite, Freunde, wenn EA nur annähernd es so machen würde wie Fortnite mit dem Preis, mit der Preisgeldverteilung oder so, dann wäre FIFA 1000-mal interessanter. Stell dich mal vor, der Gewinner von der FIFA-WM kriegt 3 Millionen, was da abgehen würde. Würde einfach viel mehr Aufsehen auch erregen. Diese diese Fortnite-E-Sport-Industrie oder diese Szene hat ja so viel Hype auch. Voll viele gucken Mongral und so zu, weil jeder wissen will, gewinnt er jetzt so viel Geld oder gewinnt er nicht so viel Geld, wisst ihr? In FIFA, stell dich mal vor, du bekommst, jede Woche gibt es Turniere in FIFA, wo der Gewinner 20.000, 30.000 bekommt. Dann würden das auch viel mehr Leute einfach gucken, weil die Leute das interessiert, wer von denen so viel Kohle gewinnt, wisst ihr? Wenn Fortnite, ich sag euch so wie das, wenn Fortnite, wenn der Gewinner da 1 Euro bekommen würde oder 500 Euro, das würde sich auch niemand angucken. Ist einfach so. Oder nicht annähernd so viele Leute. Überall, wo Geld im Spiel ist, das Team sieht sehr exotisch aus mit deiner türkischen Liga hier übrigens. Aber sonst, ich würde halt Inien nicht spielen, Suarez okay mit Ansu Fati. Und sonst ab hier unten ist alles nicht so gut, außer deine linke Seite. Oder wie seht ihr das? Geld, Freunde, macht alles interessant. Ist einfach so. Die typischen Spieler sind, glaube ich, krank, ja. Ja, die sind gut, aber es gibt so krasse Totzkarten. Ja. Schön. Ich habe letztens ein Video gesehen, das gegen Tizis verloren war. Ja. Der kaputt, ja. Morgen. Junge. Kannst du verlieren, Junge? Es war sogar das Wochenende, wo ich 3-0 gemacht habe. Digga, hast du das Spiel gesehen? Es war das größte, gefakteste Spiel der ganzen Welt. Wann Teambau? Nachher, Freunde. So 23 Uhr ungefähr. Nope. Nope. Tots, Richard, Ewig. Rashica, der soll ja zu Dortmund gehen, ne? Gerüchten zufolge. Der würde voll zu Dortmund passen, finde ich. Flanke, Kopfball, Tor. Wie findet Jordan seine Foodkarte? Die hätten schon Gold gehen können. Aber der hat, glaube ich, ein Upgrade bekommen zur letzten Saison. Ja, ein bisschen. Aber trotzdem Schmutz. Spurman. Geil. Danke auch für die ganzen Insta-Follower, Freunde. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, mein Vater zieht nicht wieder Router.
Hast du es mitbekommen gestern? Einfach gezogen? Ja, Digga, hat gar nicht interessiert. Gestern, Freunde, Stream, 5.500 Zuschauer auf Twitch. Ich denke, boah, guter Stream und so. Ich habe mir gerade so noch meine Themen zurechtgelegt, was ich mache. Ich sehe auf einmal, mein Stream backt so rum. Irgendwas passiert hier. Ich denke so, liegt wieder an meinem PC. Ich gucke so auf mein Handy, dieses WLAN-Ding ist aus. WLAN-Ding ist, steht da nicht. So, hä? Ich gehe so raus, ich sehe, mein Vater hat einfach Router gezogen, den Stecker. Aber ohne was zu sagen, er hat gezogen und ist wieder schlafen gegangen. Wie ist es genommen, Digga? So auseinandergenommen, wow. Jeder hat es gar nicht interessiert. Irgendwann wird der Onstream hier reinkommen und mich auseinandernehmen, ihr werdet sehen. Junge, du auf unser Schreis, Junge. Ja, ich muss immer so laut reden und die Zimmer von uns sind nicht so weit auseinander und er muss ja früh aufstehen, Freunde. Der hat 5.000 Menschen schlafen geschickt, Decker, der hat richtig einfach mal gut alle Hops genommen. Ich wohne mit meinem Vater zusammen, ja. Was meint ihr am nächsten Tag? Nichts, Digga. Nichts. Meinte, dass ich zu laut war und dass er das machen musste, weil er früh aufstehen muss. Was soll ich machen? Ich habe ganz kurz mit den Gedanken gespielt, wieder anzumachen. Und, aber dann hätte er mich wirklich auseinandergenommen. Das Team sieht sehr, sehr stabil aus, außer halt diesen Co-Man. Viele sagen, der ist gut, aber ich hatte den halt in einem Draft und ich kann nur zu dem Draft sagen, dass ich den nicht so gut finde. Da gibt es safe bessere. Aguero, untauschbar, den würde ich auch gerne mal spielen. Griezmann 5 Sterne Weakfoot ist Schmacko. Mahrez in Rot ist auch sehr gut. Das Team sieht sehr, sehr gut aus, außer dein IV. Da würde ich was anderes hinstellen. Und Guardiola eventuell auch raus. Guardiola und Co-Man. Warum streamst du nicht wieder auf Twitch? Ich stream immer 3-mal oder 2-mal die Woche auf Twitch, Freunde. Und 4-5-mal auf YouTube. Mir ist es halt wichtig, meinen YouTube-Kanal zu pushen. Und da bringen die YouTube-Streams echt sehr viel, Freunde. Guck mal, jetzt hier sind gerade wieder 13.500 Zuschauer, ja. Und ich weiß nicht, wie viele Abonnenten wir in dem Stream gemacht haben. Aber immer wenn du so viele Zuschauer hast, dann machst du halt immer sehr, sehr viele Abos. Viele von euch haben den Kanal auch noch gar nicht abonniert. Und das würde ich gar nicht hinbekommen. So eine Reichweite, die ich jetzt hinbekommen habe, würde ich niemals ohne die YouTube-Streams hinbekommen. Das hätte ich einfach nicht bekommen. Hätte ich nicht hinbekommen. Auf keinen Fall. Er war jetzt mich leider enttäuscht, ich bin müde und... Gehst du auf? Ja, Bruder. Lass knacken, mein Freund. Danke für die ganzen Leute. Leute, danke, geht nochmal zu, zu Jordan rüber. Hamburger und Cheeseburger vom... Ja. Geht nochmal zu Jordan rüber, der muss jetzt schlafen gehen. Ja, lass da hier im Follow da. Wir sehen uns. Supportet den Mann, der war ganz mit uns im Discord. Hat mich ein bisschen unterstützt. Hau rein, Jordan. Lass knacken. Ciao. Suburban. I look so perfect and you're worse, dad. Oh. Die müssen früher schlafen gehen, Freunde. Die haben immer frühes Training. Träumen was, Jesus, Jordan. Ja, um zu dem Thema nochmal zurückzukommen. Diese Twitch-Streams, Freunde, die bocken auch, sage ich euch ehrlich, auf dieses einfach reagieren und so. Das macht schon Bock, aber es ist halt nicht so, es ist nicht so gut für meinen YouTube-Kanal. Wir haben jetzt in diesem Stream, Freunde, haben wir schon einfach so, ich mache ja nichts Besonderes, haben wir einfach 800 neue Follower dazu bekommen. 800 neue Follower. Wir waren am Stream, wo ich Weekend League gespielt habe, wann war das? Am Sonntag hatten wir auch 20.000 Zuschauer. Da haben wir auch 2.000 neue Follower bekommen. Und wisst ihr, wie viel das ist? 2.000 neue Menschen? Und das bekommst du halt auf Twitch nicht hin. Und diese Leute, guck mal, ich baue mir ja hier Stammzuschauer auf. Von diesen, guck mal, es sind jetzt, würde ich sagen, ist schwer zu sagen. Aber diese Stammzuschauer, Freunde, das ist das Wichtige. Früher hatte ich immer 1.000 Stammzuschauer. Die haben immer zugeguckt. 1.000 waren immer da. Dann irgendwann waren es immer 2.000, 3.000, 2.000, dann 4.000, dann 6.000, dann 8.000. Und diese Leute abzuholen, bekommst du halt auf einer Plattform wie YouTube viel leichter hin, meiner Meinung nach. Und hier, wenn du dann hier es schaffst, die Leute abzuholen und dann sagst, okay, Freunde, wir streamen auf Twitch. Gestern war es zum Beispiel so, gestern habe ich auf Twitch gestreamt.
Und dann kommen von diesen 5.000, 6.000, 7.000 Stammzuschauer kommen dann 3.000 mit. Das ist so der Hintergrundgedanke. You understand what ich euch sagen will? Hier, diese 13.000 Zuschauer sind keine Stammzuschauer. Hier gibt es nicht so viele, die immer zugucken. Ich würde sagen, von diesen 13.000 sind gerade so 7.000 bis 6.000, die immer einschalten. Und das ist das Geilste für einen Streamer. Das ist das Geilste für einen Streamer, das habe ich schon sehr oft gesagt, wenn du so Zuschauer hast, die nur auf deine Insta-Story warten, heute 20 Uhr live, heute 21 Uhr live, heute 22 Uhr live. Das ist das, Freunde, was am meisten zieht. Egal, ob du auf Videos reagierst, ob du FIFAs spielst, ob du ein neues Team baust, ob du Weekend League spielst, das ist das Ehrenhafte. Ich bin Stamm, ihr seid alles Ehrenmänner, Freunde. Tut mir auch leid, wenn ich bei Insta euch nicht antworte oder so. Ich habe das schon letzte Woche gesagt, es ist aber zu viel. Ich antworte immer so 200 Leuten am Tag, 150 Leuten, wirklich jetzt, kein Witz. Aber ich schaffe es nicht, es ist nicht machbar alles. Bin bei Broski Stamm, aber wenn er nicht streamt, bin ich bei dir. Ja, das ist ja in Ordnung, Freunde. Es ist immer so. Manche sind bei Monte Stammzuschauer und wenn Monte nicht streamt, sind sie bei mir. Aber es ist genau umgekehrt. Manche sind vielleicht bei den Teasy-Stammzuschauer, aber wenn ich dann streame, kommen sie zu mir. Das ist immer so. Aber ich rede Stammzuschauer, darunter verstehe ich so. Es kann jeder online sein. Monte, Broski, Teasy. Jeder kann online sein. Ich gucke mir immer deinen Stream an. Um 20 Uhr, um 22 Uhr. Schalte ich immer mal ein. Das ist es halt. Das sind für mich Stammzuschauer, die müssen gar nicht durchgehend im Stream da sein. Das ist ja auch unmöglich, Digga. Also ich kenne ganz wenig Leute, die 4 Stunden lang durchgehend einen Stream gucken. Aber wenn die so immer relativ am Start sind, die meisten chillen ja am ihr Handy. Jetzt währenddessen wette ich mit euch, dass ganz viele den Stream über ihrem Fernseher anhaben und währenddessen auf ihr Handy gucken. Mit irgendeiner Eulen snappen oder so. Auf irgendwelche Fotos von irgendwelchen Schlampen sich ein. Ja, sowas. Davon gehe ich stark davon aus. Die Subs, Freunde, Hans Wurst mit einem Sub und Marc Müller mit einem Sub. Vielen Dank für die beiden Subs. Feier deine Art. Richtig, und dann heißt du auch noch wie ich. Ja, Ehrenmann, Dankeschön. Bin Stamm, ich schwöre. Dankeschön für den Support, Freunde. Nächstes La Liga Totsbeck hier. Wir fangen an, um 23 Uhr mein Team zu bauen. Mein neues. Bis dahin öffne ich hier noch ein paar Packs und dann werden auch ein paar Real Talks kommen, Freunde. Ihr könnt mir gerne ein paar Fragen stellen, worauf ihr Bock habt. Bin auf YouTube Stammzuschauer, auf Twitch nicht, weil bei mir Twitch spackt. Ey, ist es bei euch auch so, Chat? Bei den Twitch-Streams? Oh, ich bin schon wieder so laut, Alter. Ihr bekommt es gar nicht mit, aber mein Vater, der schlägt mich zusammen bald. Ist es bei euch auch so, wenn ihr einen Twitch-Stream auf YouTube guckt, ja? Auf euren Handy guckt. Euren Twitch-Stream auf Handy. Wenn ihr es dann seitlich macht, dass ihr ein Drittel vom Bildschirm nicht mehr sieht? Ist es bei euch auch so? Oder liegt es an meinem Handy? Wenn ich den Chat ausmache, mein Handy, wenn ich den Streamer so gucken will, dann sehe ich seine Facecam nicht full. Ja, nee, ja, also bei manchen. Diese vielen Stammzuschauer hast du auch, weil du keine Pack unbedingt machst. Du hast keine Event-Fans, die nur bei Promos da sind. Ja, das stimmt auch, Luca, Digga. Das stimmt auch. Aber bei mir wird es nächstes Jahr auch fette Pack-Openings höchstwahrscheinlich geben. Außer das Spiel ist wieder so schlecht, dann stecke ich da wieder nichts rein. Ist mir egal. Aber wenn das Spiel wirklich ganz okay ist, dann würde ich da auch was reinstecken. Ich bin da der Erste, der dann was... Wenn das Spiel gut ist, bin ich der Erste, der das supportet. Deswegen, ich habe ein bisschen Hoffnung in FIFA 21 mit PS5 halt. Nur bei Apple-Handys halt's Maul, Junge. Samsung ist so Schmutz. An alle Samsung-Leute, wirklich... Tut mir leid, aber ich finde Apple 1000-mal besser. 1000-mal. Falls der Stream abkackt, einfach refreshen, Freunde. Ich habe schon wieder fett Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Es wurde noch kein Messi gezogen. Wir machen seit 2,5 Stunden durchgehend Packs auf. Apple safe besser, Chat. Apple safe besser. Das liegt am Handy. Da ist am Blackscreen. Das ist immer, wenn du da drehst und dann bleibt es manchmal hängen. Lul. Apple einfach übersteuert, Samsung Preis-Leistung viel besser. Aber ich finde, Android ist so scheiße zu bedienen, da finde ich Apple 1000-mal besser. iOS, glaube ich, heißt es. 5 Euro von Scooby-Doo, seitdem du auf YouTube streamst, so gut wie immer dabei. Mach weiter so und bleib wie du bist. Dankeschön, Scooby-Doo, für 5 Euro. Apple besser.
Digga, ich find's auch also wirklich besser. I really appreciate it. Andreas Bauer mit einem VIP-Sub. Herzlich willkommen in der VIP-Army, Andreas. Herzlich willkommen. Totsback für Eli, gerne. Achso. Hey Eli, hey. Überlegt euch schon mal Fragen. Was ist denn hier los? Mbappé. Das beste Handy, was ich je hatte, ist mein jetziges. iPhone, was ist denn das? Wie heißt es denn? Ah, 10? iPhone 10 halt. Ohne das ist es richtig gut, das Handy, Freunde. Achso. Verfolge dich seit 10k, ehrenhaft. Follows versuche ich mal wieder ein bisschen vorzulesen. Finn mit einem Euro Bro, bin immer im Stream dabei, warte echt immer, bis du eine Insta-Story machst. War immer bei Broski Stamm, aber mittlerweile immer bei dir. Bleib wie du bist, Bro. Dankeschön, Finn, für den Euro. Die Kartoffelwurst mit einem Abo. Eduard Zuni mit einem Follow. Tiag mit einem Follow. Marek mit einem Follow. Lady Sima, Spedition. Maurice Fiesel. Paul, Biber, Boschia, Niki, alle mit einem Follow. Porti mit einem Euro. Bestes Streamer, aber sonst. Immer die Eierköpfe geschoben, momentan nur noch durch, mach weiter so. Dankeschön für den Euro. Effe mit einem Follow. Flame Young, Pyro is no crime. Alle mit einem Follow. Pyro is no crime, Digga. Maxi mit einem Euro. Hab schon auf Instagram Po-Bild in deine Story reagiert. Hab einen größeren, als wenn du willst. Machen wir Vergleich. Okay, achso. I really appreciate it, man. I really think so. Mach Real Talk über 31er, Freunde. Können wir nachher machen, Freunde. 31er Freunde, ich habe das schon sehr oft gesagt in meinen Streams, aber weil wir halt so viele neue sind, kann ich nochmal sagen. Ich habe ganz, ganz, ganz viele ganz viele Freunde verloren durch diesen E-Sport. Also, als ich meinen Vertrag bei Hertha unterschrieben habe, war es ganz schlimm. Dann habe ich so sehr viele verloren. Nicht direkt, wo ich unterschrieben habe, sondern so ein bisschen danach. So, da haben die angefangen zu lästern und ich habe gemerkt, wie die nur so wollten, dass ich, Freunde, nicht mir euer Team zeigen, sondern direkt zu den Packs. Da habe ich gemerkt, wie die nur so, die wollten dann härter Karten, die wollten härter Klamotten und haben sich gar nicht mehr so, haben dann angefangen über mich zu lästern und so eine Scheiße. Das ist Quatsch, Freunde, sowas ist Quatsch und haben dann gesagt, ja, hier, das und das und das ist immer ganz ekelhaft gewesen und ganz schlimm wurde das dann, wo du dann so ein bisschen Erfolg hattest, Social Media gesehen. Da wurde dann zum ersten Mal 10.000 Follower auf Insta hattest oder 50.000 auf YouTube. Dann fängt es immer so an, Freunde, egal was du machst, egal was man macht, es ist, weil du abgehoben bist. Ich weiß, ihr macht immer Spaß deswegen, aber du, egal was du machst, du bist abgehoben. Du antwortest denen nicht. Oder so schnell, du antwortest dir nicht so schnell auf Instagram. Seit einer Stunde antwortest du dir nicht, weil du einfach nicht die Zeit hast. Oh, er ist abgehoben, weil er jetzt Erfolg hat. Stimmt nicht, Digga. Ich hätte dir auch nicht geantwortet, wenn ich 0 Follower hätte. Oder du kaufst dir irgendwas, du bist abgehoben. Die Leute lästern über dich. Das ist dann Neid, Freunde. Das beschreibt das Wort ganz gut. Neid. Neid beschreibt es sehr gut. Abgehoben seit Richardson. Da gab es ganz viele Patienten. Es gab nicht so viele Leute, die noch genauso zu mir geblieben sind wie sonst auch. Sage ich euch ehrlich. Leider ist es so. Leon macht ein Upgrade auf dem Asso. Dankeschön für dein Asso-Upgrade, mein Freund. Felix mit einem Follow und Kev mit einem Follow. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ihr merkt es immer direkt, wie Fake Friends, wer wahre Freunde sind und wer Fake Friends sind. Ganz schlimm ist es nach der Schule. Ihr merkt es, Freunde, ich habe jüngere Zuschauer. Glaubt mir einfach mal, ihr werdet mit 95%, mit denen ihr jetzt momentan in der Schule was zu tun habt, später nichts mehr zu tun haben. Es ist wirklich so. Ihr werdet nur mit eurem Besten was zu tun haben. Ihr merkt es einfach daran, in den Ferien oder so, wenn ihr so Leute nicht mehr einfach jeden Tag in der Schule seid, seht, dass ihr mit denen eigentlich auch nicht viel am Hut habt. Das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Das ist bei euch auch so. Wird bei euch so sein, denke ich mal. Justin mit einem Sub, dankeschön. Warum liest du Spenden nicht vor, Digga? Ich gebe mein Bestes, mein Freund. Bin fett kacken, heißt sein Kanal. Es ist nur nicht so einfach für mich. Ich lese immer alle 5 Minuten was vor. Jonas mit einem Euro. Wie wird man E-Sportler? Muss man sich dafür bewerben oder wie läuft sowas ab? Man wird höchstwahrscheinlich gescoutet. Also du musst dich für ein Turnier qualifizieren. So läuft es momentan ab.
Für ein Offline-Turnier musst du dich qualifizieren und das ist so krass hart. Oder du reißt was in der VBL oder so, offline halt. Und dann kommen eigentlich Organisationen auf dich zu, Agenturen. Und die Agenturen vermitteln dich zu Vereinen. So läuft es meistens ab. Oder halt zu Orgas. So wird es immer ablaufen. Aber jetzt so, selbst wenn du jede Woche Top 100 holst, Platz 2, 3 der Welt, darauf gucken die ganzen Vereine nicht mehr. Die gucken meistens auf die Offline-Turniere. Und das ist halt echt schwer. Schwerer denn je, sich für irgendwas zu qualifizieren. Weil das halt Pay-to-Win ist, leider. Leider Gottes ist FIFA Pay-to-Win. Und wenn du nicht sehr viel Geld in das Spiel reinsteckst oder keinen Partner hast, sowas dann wie dein Verein oder so, die dir Geld geben dafür, dann ist es schwer, dann wird es schwer, Freunde. Ödegaard zum 48. Mal. Niklas FIFA mit einem Follow, Havana07 mit einem Follow. Vielen Dank für die Follows, Freunde. Wie viele Freunde? Ich habe bestimmt, also... Mit wie vielen Leuten habe ich mich... Ich habe bestimmt mit 10 Leuten, wo ich dachte, es wären meine Freunde, habe ich gar keinen Kontakt mehr. Null. Wir schreiben 0, 0, 0, 0, 0. Und das liegt einfach daran, dass die angefangen haben, über mich zu lästern. Ohne Grund, Digga. Ohne Grund. Ich hole mir ein neues Auto, lästern. Ich unterschreibe meinen Vertrag bei Hertha, lästern. Du hast 10.000 Follower auf Instagram geknackt, er ist abgehoben, er denkt, er wäre cool. Und sowas hörst du dann von anderen Leuten und... Ja, das, dann denkst du dir, Digga, was ist das für ein Knecht? Wie viel Langeweile muss man denn haben, um über jemanden so schlecht zu reden? Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt. Ich habe die Story schon mal erzählt. Ganz schlimm war das einmal. Da war ich im Café mit meinen Freunden damals noch. Und wir waren zu viert, glaube ich. Und wir waren zu viert und dann kam die Rechnung, die haben sich alle fett bestellt. Also wir haben uns einfach alle was zu essen bestellt, alle eine Pfeife und ja, einfach gechillt so halt. Und dann kam so die Rechnung und dann haben die so gesagt, zahl mal. Nicht mal kannst du zahlen oder kannst du, sondern zahl mal, so richtig schlimm. So, zahl mal jetzt, bei dir läuft doch, zahl mal. Richtig ernst gemeint, ich so, nein, Digga, sieht aus wie eure Bank und so, zahlt doch selber. Und dann haben die so angefangen, was bist du denn für ein Geier? Ich dachte, du bist jetzt so, ich dachte, du hast so viel Geld. Ich dachte, du machst es jetzt so. Also hätten die gesagt, Digga, ich würde das auch zahlen. Wir hätten die ganz normal gefragt, hätten die gesagt, ich habe gerade mein Geld nicht dabei. Kannst du bitte zahlen oder irgendwas? Aber die Rechnung kam, Freunde, die haben gesagt, zahl mal jetzt. Bei dir läuft doch. Dann sage ich, halt die Fresse, du scheiß Knecht. Der Kleinste muss zahlen. Sag ich, was willst du von mir? Sehe ich aus wie deine persönliche Bank so in der Art? Und dann habe ich mitbekommen, dass die Leute sehr, sehr stark über mich gelästert haben. Und mit so welchen Leuten will man dann halt nichts zu tun haben. Es gibt viele Freunde, die dann nicht gönnen, aber es gibt dann auch Leute, die ganz normal zu dir sind. Es gibt Leute, die sind immer noch ganz normal zu mir. Meine, mit denen ich im Urlaub war, die juckt das gar nicht, was ich so. Natürlich bekommen die das mit, dass so YouTube läuft und Elin ist so laut, ich bin schon wieder sehr laut, ne? Die bekommt es mit, dass YouTube und so nicht läuft, dass YouTube läuft und Insta, aber die juckt es nicht. Die sagen, ja, mach dein Ding und so, aber du bist trotzdem ein Knecht. Ich würde dich trotzdem in FIFA rasieren, ich würde dir trotzdem in Tischtennis, wisst ihr, sowas mag ich. Aber das gehört halt dazu. Neid ist ein gutes Wort, das schreiben viele hier im Chat. Neid ist das Wort da. Ich kann euch auch so viel sagen, Freunde, ich habe mit Benji ein Video aufgenommen? Vor 3 Tagen, da habe ich mit ihm, wir waren halt im Discord, 1 Stunde oder so, und da haben wir auch geredet. Ich habe zu ihm gesagt, Digga, ich kann ja hier mal Musik ausmachen. Ich habe zu ihm gesagt, Digga, ich finde das so krass, wie ich jetzt mitbekomme, dass so viele andere YouTuber oder Streamer einfach so, was ist schlecht von mir reden, so komisch reden, wenn es um mich geht. Weil dann steht da halt im Chat, Meinung zu Eli, das ist dann halt irgendwann mal so. Hier ist es ja auch, Meinung zu den und den. Und dann kommen da immer so dumme Kommentare von den Leuten, wo du dich fragst, hä, Digga, du hast noch nie mit denen geredet, du hast gar nichts mit denen zu tun. Und dann ist es halt so, da habe ich mit dem geredet, Benji meinte, das ist voll normal, Digga. Damals, als es bei der Crew auch so hoch ging, dass da viele einfach Auge gelegt haben und dass es völlig normal ist. Und dass ich mich da nicht so aufregen soll, dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe noch nie mit den Leuten geredet, die da so schlecht über mich reden. Ich verstehe das einfach nicht. Und das ist so komisch, wisst ihr, Freunde? Das ist immer so. Es ist immer Neid. Neid ist ganz, ganz schlimm. Auge machen, Neid.
Ich verstehe so eine Leute nicht, Digga. Wenn jemand irgendwie im Lotto gewinnt, oder das interessiert mich doch nicht, Digga. Oder wenn irgendjemand was Gutes passiert, wenn ich nichts mit der Situation am Hut habe, ist es mir doch scheißegal. Wisst ihr, was ich meine? Felix mit einem Euro, Kobi, Bean mit einem Euro, Eli, du geile Sau mit 2 Euro. Wie stark glaubst du an ägyptische Götter? Nicht so stark, außer an die 3 ägyptischen Götterkarten. Slifer, Obelix und der mächtige Ra. Heißt der so? Ich glaube schon. Achso. Kobi mit einem Euro. Wie fandest du Lucas Hernandez Food Champions? Was? Nicht so gut, den fand ich nicht gut. Felix mit einem Euro. Jo, Eli, kannst du bei mir reinkommen? Ich gebe mein Bestes, mein Freund, aber nur weil du spendest. Viele können nicht spenden, weil sie kein Geld dafür haben oder nicht einsehen zu spenden, was ich verstehen kann. Deswegen kann ich dich nicht bevorzugen. Danke für die Follows, Marc, Patrick, Marlon und Marco. Alle mit einem Follow. Warum wird das nicht angezeigt, wenn ich bei VGO bestelle über deinen Account? Wird's nicht angezeigt, Emre? Enne? Komisch. Ich verstehe das nicht. Manchmal hängt es auch ein bisschen hinterher. Hast du nur bestellt, damit du hier angezeigt wirst im Stream? Nee. Ausrufezeichen Level Up, Ausrufezeichen VGO, da kommt ihr zu meinem Partner an. Zwingt euch niemand dazu, da zu bestellen. Aber wenn ihr bestellt, bei Level Up mit meinem Code Eli Geller und bei VGO ist mein Cup Eli Kappa. Mein Cup. Achso. Wer ein Handy hat, den Stream zu gucken, kann auch spenden. Da kann man mir erzählen, was man... Ach, Digga. Ich schwöre, man muss nicht... Hört auf. Wisst ihr, was mir viel mehr bringt als eine Spende? Kein Witz jetzt. Einfach ein Follow. Ein Follow und stamme treue Zuschauer. Ich kann euch den Hintergrund dazu auch erzählen. Habe ich schon mal erzählt. Leute, letztendlich durch diese Subs und so, ich kann euch mal offen darüber was erzählen. So. Ich glaube, durch Spenden auf YouTube mache ich ungefähr... Lass mich nicht lügen. Vielleicht 500 Euro oder so. Oder... Ja, ein bisschen mehr vielleicht. 700, 800 Euro. So irgendwas um den Dreh. Kommt drauf an, was für Streams am Start sind. Davon kannst du schon mal die Hälfte abziehen. Wegen Steuern. Das sind dann 400 Euro monatlich. Das ist gutes Geld. Oder 300 Euro, 250 Euro, irgendwie sowas. Das ist gutes Geld. Aber das könnt ihr nicht vergleichen mit Stammzuschauern, wenn es dann darum geht, Subs und... Nein, es geht gerade um die Spenden, Fabian. Subs und Ehre... Subs sind... Kuss auf die Nuss bei Subs. Aber letztendlich so diese dicken, wenn ihr jetzt hier auf dieses Geldthema mal ein, viele reden ja darüber nicht, aber ich kann euch das mal so erzählen. Die dicken Deals kommen nicht über Abos oder so. Deswegen bringt es dir auch nichts, wenn du 1 Million Abos hast, aber keine, oder wenn du 100.000 Abonnenten hast, aber keine Klicks oder so. Es geht darum, Freunde, immer, denen geht's um den Moment, wie viel. Sagen wir, du hast ein Placement oder so, dann die machen mit niemandem ein Placement, bei dem es gerade nicht so gut läuft, obwohl er 500 Millionen Abonnenten hat. Das machen die nicht. Es geht immer um den Moment. Und deswegen sage ich immer, dass treue Zuschauer 1000-mal wichtiger sind als Spenden oder so. Spende ist natürlich geil, danke für jede Spende, aber versteht mich nicht falsch, es ist viel mehr wert, so einen treuen Zuschauer zu haben. Das ist es halt. Son, Digga, Son Aguero sieht stabil aus. Das Team sieht voll exotisch aus. Aber Gattuso finde ich nicht so gut und Coman. Alle haben Coman und Gattuso, Digga. Aber sonst sieht es sehr stark aus auf jeden Fall. Ich kann die halt nicht einschätzen, diese Argentinier. Aber Son Aguero im Sturm ist schon böse. Seedorf mit Gattuso auf der 6 ist auch sehr gut. Ey, mein Kopf explodiert gleich, ne? Floster mit einem Sub. Dankeschön für deinen Sub, mein Freund. Vielen lieben Dank. Gattuso ist krank. Ach, geht, Digga. Ja, das zum Thema Geld mal. Das zum Thema Geld. Flo mit 5 Euro. He is a Brazilian. He only costs 50 Millionen and we think he is fucking brilliant. Richarlison. Ja, das sage ich zu Hertha. Flo ist da mit einem Sub. GBT mit 2 Euro. Kannst du sagen, ob Luca ein Knecht ist? Luca, du bist ein Knecht. Kevin mit einem Follow, Paul mit einem Follow, Train mit einem Follow und Ringhunter mit einem Follow, Eierkopf mit einem Euro. Danke für die ganzen Follows, Freunde. Ich weiß nicht, ob wir 20.000 Likes auf dem Stream noch knacken. Lasst nochmal alle ein Like auf dem Stream da. Wir sind noch eine Stunde online. Wir werden nochmal ein neues Team bauen. Nachher. Was heißt, eine Idee zu meinem neuen Team? Ich weiß nicht genau, ob ich es umändern werde.
Ich würde sagen, wir machen noch hier von ein, zwei Leuten die Packs auf und dann fangen wir an mit meinem Team. Wie kam es zu deinem Hertha-Vertrag? Ich habe mich damals für das größte FIFA-Turnier qualifiziert, was es zu dem Zeitpunkt gab. Der Food Champions Cup in Barcelona. Und da ich keinen Verein oder Agentur hatte, sondern als Casual-Gamer wie ihr, nicht so laut, sonst ist der Stream wieder gleich offline. Da wurde ich dann halt unter Vertrag genommen von einer Agentur und die hat mich zu Hertha gebracht. Bitte mach nicht wieder Verlust durch die Steuern, Edi, unnötig, ja. Ab wann bist du morgen live? Ab 11 Uhr. Morgen wird es einen Rewards-Stream geben, von 11 bis 15 Uhr. Seit wann zockst du FIFA? Seit FIFA 12. Willst du mal in die Crew? Nee, Freunde, die haben da ihre Crew, ich möchte da nicht einmischen. Wir haben so eine interne Crew. Mo, Sydney, ich und Erne sind ja auch sehr am Start, immer zu viert. Wie qualifiziert man sich für die offenen Turniere? Ich habe ein Video gemacht, wie man E-Sportler wird, da erkläre ich das alles. Bitte kein Teamumbau, du machst wieder so fett Minus wegen den Drecksteuern, unnötig auf diese Weise Verlust zu machen. Fabian, ich will nur gucken, was so möglich ist, was ich mir für ein Team baue. Wisst ihr, was ich meine? An sich muss ich nichts verändern, Freunde. Wir sind seit 60 Weekend League Spielen ungeschlagen. In meinen Augen. Vorletzte Weekend League 30-0. Letzte Weekend League bei 25-0 Disconnect. Aber haben dann 29-1 geholt. Ich bin der Meinung, wir sind seit 60 Spielen ungeschlagen. Aber man kann immer ein bisschen was verbessern. Wer ist Mo? Mo Ober, der Weltmeister von FIFA 19. Meine Eltern sind getrennt, Freunde. Seit längerer Zeit auch schon. Seitdem ich 13? 14? Irgendwie so. Seit 8 Jahren oder so. Und ich bin halt zu meinem Vater gezogen. Eidos ist nicht so bei uns, sage ich euch ehrlich. Also, wir mögen ihn und so, aber wir vier, das ist Mo, ich, Testing, achso. Mo, ich, Erne und Sydney. Wochenende wieder 30-0. Wird schwer, Freunde. Dreimal hintereinander so ein 30-0 zu kloppen, das wäre schon heftig. Also eine Niederlage kann man immer haben und es ist so anstrengend. Hast du Kontakt zu deiner Mom? Yes, habe ich. Habe ich. Team. Team sieht stabil aus, wobei ich Sokrates, glaube ich, nicht spielen würde. Sokrates ist ein bisschen lost. Aber sonst sieht es eigentlich stabil aus. John ist nicht mehr in Discord. Ist dein Vater größer als du, ja? Lol, ich wurde hier rausgeschmissen. Lul? Hast du Geschwister? Yes. Ich habe einen Bruder und drei Schwestern. Meine Eltern sind auch seit 7 Jahren getrennt. Guck mal hier, Digga, da ist seine ganze Familie hier drin. Milfschnitte. Ich weiß halt nicht, wer hier alles... Wir bauen gleich das Team, Freunde. Noch ein, zwei Packs. Ich gehe auch gleich nochmal pissen. Morgen streame ich bis 15 Uhr. Also wenn ihr Schule habt, ich bin auch länger online. Von 11 bis 15 Uhr bin ich morgen online. Wir werden aber nicht so einen krassen... Der Stream wird morgen nicht so krass sein, glaube ich, wie am letzten Donnerstag. Letzten Donnerstag einfach 45.000 Zuschauer gewesen, Digga. 45.000 Zuschauer letztens im Stream gewesen. Also letzten Donnerstag. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ohne Raid, ohne alles. Bei einem YouTuber, der nicht mal 250.000 Abonnenten hat, Digga. Heftig. Hier kommen wir leider nicht rein. Dödödödödödö. Bin morgen am Stissel. Ehrenmann. Adelheid Klein. Morgen Abend auf Twitch, ja. Morgen wird es 2 Streams geben. Ey, ich muss mir Aspirin oder so nach dem Stream reinkloppen. Morgen wird es 2 Streams geben. Frühs von 11 bis 15 Uhr auf YouTube und dann von... von so 22 bis, von 22 bis wann? Bis, 1 Uhr nachts ungefähr auf Twitch, wo wir auf die neuen Songs reagieren werden. Das mache ich jeden Donnerstag. Auch die Twitch-Streams, Freunde, versteht mich nicht falsch, die sind so liebe momentan. Die bocken so krass. Die Twitch-Streams bocken richtig krass.
I really appreciate it. Da ist halt kein FIFA-Content, aber ja. Da haben wir auch schon 41.000 Follower geknackt, Freunde. Lasst ein Follow da. Streame da auch 2-3 Mal die Woche. Ich glaube, es gibt wirklich niemanden, der öfter streamt als ich, ne? Ich streame 6 Mal die Woche mindestens. Mindestens 6 Mal die Woche. Die Packs sind Schmutz, ne? Das ist krass. Das ist so krass. Wir haben wirklich keine guten Packs gezogen. Wir machen noch von allen die Packs auf. Was ist mit Sydney? Was meinst du? Luciano wird geil morgen. Wer droppt morgen was? Wer droppt denn morgen was? Really GBT06 mit einem Abo und John Boy auch nochmal mit einem Abo. Ich will noch einen von einem die Packs aufmachen. Ungestreamt mehr? Ja, ich meine von der FIFA-Szene. Der allererste. Von der FIFA-Szene, glaube ich, bin ich der, der am meisten streamt. Future, ne, Deutschrap-mäßig. Apache. Wieder ein. Luciano. Ferro, Luciano, Data, Love. Haut er was raus, ja? Motrip. Samra, nicht mehr? Was ist denn mit Summer Jam, Digga? Warum macht denn Summer Jam nicht mehr was? Warum droppt denn Summer Jam nichts mehr? Suna. Digga, Suna hat sich so krass ins eigene Bein geschossen, Hilfe. Hard Sky mit einem Follow, mit einem Sub. Dankeschön für den Sub. Ununterbrochen kommen die ganze Zeit Subs rein, Freunde. Vielen Dank für den Support. Mit wie vielen Jahren hast du dein erstes Mal? Mit 14? Oder 15? Ne, ich wurde gerade 15. Ich wurde da gerade 15. Ist John auch im Hotel? Ja, normal ist John im Hotel. Jeder Fußballprofi aus der ersten und zweiten Liga ist gerade im Hotel. Bin zwar kein Stammzuschauer, aber trotzdem gesubbt, weil du ein Ehrenmann bist. Dankeschön, der Mace-Fucker. Der Wendler. Der Wendler droppt morgen was. Album-Release angebrochen. Wirklich? Wann droppt er denn das? Hab Benzema gezogen. Dann bist du am besten. Der Beste, der heute gezogen wurde, war Dings da. Abgebrochen oder angebrochen? Summer und Casey haben sich gestritten. Niemals, Digga. Haben die deswegen Dings da abgebrochen? Summer Jam hat gerade sein Album-Release abgebrochen. Oh, Digga. Wo hat er das denn gesagt? Summer Jam, Freunde, finde ich, hört sich am besten an von den allen. Summer Jam ist mein Lieblingsdeutschrapper. Dann kommt Samra, Kampi auch. Wobei, ja. Die Lieder von denen, die letzten Lieder haben sich echt alle sehr really gleich angehört. Fand ich persönlich. I really appreciate it, man. I really think so. Nur Superliga, spanische Liga schon. UFO, ja, UFO ist auch stabil. Aber Summer Jam, dieses eine Album vom Summer Jam, das hat alles gekillt. Letztes Jahr hat das, glaube ich, gedroppt. Das, wo Diamonds und so drin war. Mit diesen lilanen Bären da vorne auf dem Cover. Ich weiß gerade nicht genau, wie das heißt. Das war richtig böse, Chat. Das war mit das beste Album im Deutschrap, was ich je gehört habe. Der Beste, der heute gezogen wurde, war Griezmann. Gibt sehr viele gute Freunde. Nur noch nice, ja genau. Gibt sehr viele gute Deutschrapper. Versteht mich nicht falsch, das ist auch Geschmackssache, wer da so was feiert. Ich stehe halt so gar nicht auf so diesen harten Rap, so von Haftbefehl oder so, dieses Rumgeschrei, darauf stehe ich gar nicht, aber manche mögen das. Das ist halt das Ding. Also, hier sind wir jetzt beim nächsten Pack, Freunde. Ich gehe kurz pissen, dann machen wir das Pack auf und dann bauen wir mir ein neues Team. Ich pisse mir gleich ein.
Schwede. Messi kommt, jo, wahrscheinlich, Digga. Ey, ich habe Migräne des Grauens, ne? Ich habe Migräne des Grauens. Migräne des Grauens. Gideo. So, wir holen jetzt hier nochmal Messi und dann bauen wir mir ein neues Team. Sira mit 17 Euro. Oh mein Gott, habe heute ein Mädchen gesehen, ich habe mich verliebt. Dann sprech sie doch an, Digga. Hast du sie angesprochen? Nein, hast du nicht. Warum hast du sie nicht angesprochen? Messi jetzt nochmal. Oh, deswegen. Groß. Groß ist, na, Digga, es geht schon besser als groß. Ich hatte auch groß aus meinem Pack. Ich hatte auch bei mir groß. Okay, Freunde, wir haben so viele von diesen Dingern aufgemacht und ich muss sagen, wir wurden echt nur schlechte Sachen. Nur schlechte Sachen wurden gezogen. Red leiser. Mein Vater, Digga. Gestern, an die, die es nicht mitbekommen haben, mein Vater hat gestern einfach den Router-Stecker gezogen, weil es zu laut war. Beim Twitch-Stream. 5.500 Zuschauer, den hat es gar nicht gejuckt. Router-Dings da gezogen und wieder schlafen gegangen. Einfach mein ganzes Stream auseinandergenommen. Finn, danke für 2 Euro. Ich hatte Fekir. Fekir ist stabil. Also wenn ihr so Real Talk Anfragen habt. Anfragen? Dann könnt ihr gerne fragen. Tut mir leid, wenn ich heute nicht so krass aktiv bin. Mein Kopf explodiert fast. Ich will euch nur nicht jetzt schon verlassen, Digga. Ich bin noch eine Stunde für euch online. Wir können über Gott und die Welt reden. Schon mal einen Korb bekommen, normal, Digga. Ich war früher so ein notgeiler Sack, Chat. Ich war so ein notgeiler Sack. Ich bin immer zu allen Mädchen hingegangen und hab die voll gelabert. Und ihr müsst euch so die Quote vorstellen. Wenn ihr ein Mädchen fragt und das eine Mädchen Nein sagt, ist es scheiße. Wenn ihr 10 Mädchen fragt und 2 Mädchen Nein sagen, habt ihr 8 Körbe mehr bekommen oder so. Ja? Aber ihr habt auch 2-mal dann mehr Chicks halt. So ist die Rechnung bei mir immer gewesen. Ich bin da immer so, also ich war da echt sehr, sehr skrupellos. Ich war 15. 15er Killstreak in Call of Duty war ich. Skrupellos, unnachgiebig, brutal und nuklear, Digga. Ich hab dieses Spiel auseinandergenommen. Ich bin da so immer hingelaufen und hab die einfach voll geblabert. Mehr als Nein konnten die nicht machen. Außerdem rasieren die euch nicht, wenn ihr die ansprecht. Wenn die ansprecht, Digga, ich hab noch nie mitbekommen, außer ihr sagt irgendeine Scheiße zu denen. Aber wenn ihr ganz normal nachfragt, dann werden die euch nicht wegrasieren. Ist einfach so. Rechne mit Eli. Casey Army, hat er mich geradet? Casey, dankeschön für dein Raid, mein Freund. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Wir bauen jetzt hier mein Team um an alle, die neu gekommen sind. Herzlich willkommen. Danke für den Raid. Ich weiß halt nicht, was ich machen soll, ne? Doppel 6 mit Roland und Vieira ist schon... Wir machen mal ein neues Team auf, so. Ich habe halt überlegt, Ramos und Varane zu ballern. Ramos und Varane wäre so die IV, die dieser Innenverteidigung von mir Konkurrenz machen könnte, theoretisch gesehen. Aber sonst gibt es da niemanden Besseres als Van Dijk, Totti und Van Dijk, Tots und Gomez, Tots. Und ich muss ein bisschen leiser reden, sonst macht mein Vater wieder den Stream aus. Ich sag euch so, wie es ist, Digga. Ich kann nicht so rumschreien. Penispumpe mit 2 Euro. Penispumpe mit 2 Euro. Hätte mal eine Frage. Wie weit kann man bei FIFA trainieren und wann ist das Talent für den E-Sport? Ist das schwierig? Ich sage euch ehrlich, man kann so viel mit Training rausholen. Einfach so immer gegen gute spielen, gegen andere E-Sportler oder gegen sehr gute Leute. Sich YouTube-Videos angucken. Man kann so viel sich da rausholen und dann kommt halt ein bisschen Talent hinzu. Wenn du einer der Besten, wenn du Talent hast, dann wirst du E-Sportler. Aber du kannst auch so, jeder kann Elite-Einspieler werden, jeder. Bar mit einem Sub, mit einem Follow, Gigant mit einem Follow, Freddy mit einem Follow, Finn mit 2 Euro, Sira mit 17 habe ich vorgelesen, Vrenchi mit einem Euro, kennst du FSV Schorfteide, Joachimsthal, nee, Vrenchi mit einem Euro, Moritz Feder ist der beste Fußballer, den ich kenne, hast du? Und hier dann halt so ein Courtois, ne? Du hast es ja auch ohne Talent geschafft, das stimmt.
Wenn ich es geschafft habe, Freunde, dann könnt ihr es alle schaffen. So. Das wäre so die IV, die dann noch Konkurrenz machen könnte. Ter Stegen ist besser, ja. Aber ich glaube, ja, obwohl, ihr habt recht. Wegen den Verlinkungen halt, ne? Wollte ich da was machen. So, Marc André. Rechts muss man dann Dani Carvajal spielen. Gehe ich mal stark davon aus. Freitag kommt höchstwahrscheinlich das italienische Tots. Carvajal und links. Militao IV. Naja, ich habe keinen Bock, die SBC zu machen. Eine Frage, Bro, mein Mede ist seit 4 Tagen so abwesend, was soll ich machen? Digga, wenn ihr Probleme mit euren Freundinnen habt, Freunde, dreht den Spieß einfach mal um. Dreht den Spieß einfach wirklich mal um. Bulli, du Dulli? Wer sagt Bulli? Ich hab gehört, es soll die Serie A kommen. Einfach den Spieß umdrehen. Wenn sie sich nicht meldet, Digga, dann meld dich einfach nicht. Würde ich so persönlich machen. Wenn ihr ein Mädchen, es ist einfach so, wenn ihr ein Mädchen zu viel Aufmerksamkeit schenkt, ich gebe euch mein Wort darauf, ich gebe euch wirklich mein Wort darauf, dass das in die Hose geht wird. Roberto Carlos. Das wird keine Zukunft haben. Richarlison kann ich jetzt schon mal reinstellen. Wenn ihr ein Mädchen jeden Tag sagt, oh, ihr seid die Hübscheste, ihr seid die Süßeste, ihr habt das und das. Und das macht einen voll unattraktiv. So voll, was ist unattraktiv? Voll uninteressant. Ist einfach so. Wenn man was, wenn etwas schwer zu haben ist, dann ist es interessant. Für die Mädchen ist es genauso, Digga. Wenn, die müssen sich denken, hä, warum guckt er mir nicht so krass auf den Arsch? Warum sagt er mir nicht, oh, wie hübsch ich bin? Warum meldet er sich nicht bei mir? Das ist das, wie ihr Mädchen abbekommt. Glaubt mir, trust in me. Trust in me. Neymar. Wirklich so. Das kann ich euch nur empfehlen. Den kann ich nicht mehr machen, ne? Neymar POTM, aber Neymar Tots, Digga, der wird so eine Maschinenkarte bekommen. Neymar Tots wird so ein Zerreißer. 4-3-3, ja. Eine andere Formation, ne? Achso. Militao statt Varane. Nee, Digga, glaub mir. Vertrauen Sie mir, wenn überhaupt, wenn ich es ändere, dann würde ich es so machen, mit der Abwehr. Mit der Abwehr auf jeden Fall. Irgendwelche Fragen noch? Erste Mal-Story, Freunde, habe ich schon so oft erzählt. Rullet Mitte. Na, ich habe halt überlegt, mir De Bruyne hier hinzustellen. Aber das zu linken wird halt übertrieben schwer. De Bruyne zu linken wird halt ekelhaft. Eusebio werde ich auch spielen. Weil Eusebio einfach der Allerechte ist. Und dann hier auf den Außen kann man halt jetzt ein bisschen was machen. Aber was? Digga, aber was machen, wenn sie Interesse zeigt, aber jetzt ignoriert? Digga, dann hat sie dich an den Eiern. Dann hat sie dich an den Eiern, Albaner Härte. Dann hat sie es clever gemacht. Wenn sie Interesse gezeigt hat und dich jetzt ignoriert, dann würde ich weiterhin ignorieren. Dann würde ich sie ignorieren einfach. Safe. Also das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist ein Mädchen wirklich zu viel Aufmerksamkeit schenken. Meine persönliche Meinung nach. Das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, wie andere das sehen, aber ich hab... Nee, das ist es nicht. Glaubt mir. Mahrez habe ich untrade, aber ich fand Mahrez über die Außen nicht so geil. Ich hätte hier Bock eigentlich auf so einen Son. Und man kann ja gucken, was es da so gibt. Oder so Mané Tots stelle ich mir auch krass vor. Mané Tots für die Außen wäre auch schon krass. Oder so ein Ronaldinho. Why not, Digga? Anderson? Anderson habe ich... Es geht ja hier darum, gerade ein neues Team zu bauen. So ein Mané wäre schon Schmacko an sich. Und rechts, ja, weiß ich nicht. Fisi TV mit 2 Euro. Ja, genau. Warum steht bei Ehremann, dass 0 Tage ist? Weiß ich nicht, mein Freund. De Jong plus Bergwijn. Na, das kriege ich besser hin.
halt meine Doppel. Ich brauche noch einen Sechser. De Bruyne, ich brauche noch einen zweiten Sechser hier. Vieira, ne? Vieira ist da schon der Shit. Oder man holt sich halt, was man auch machen kann, ist R9, aber ich weiß nicht, ob R9 sich so krass lohnt. You understand? An sich müssen wir das Team gar nicht ändern, ne? Ich bin seit 60 Weekend League Spielen ungeschlagen. An sich ist es unnötig, was zu ändern. Aber man will ja auch mal ein bisschen was Neues spielen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so gerade mein Ding. Jordan in die IV. Ja, Jordan machen wir in die IV. Lars Friedrich mit einem Follow. Flash2Flex mit einem Follow. Bennett Wittenhorst mit einem Follow. Helmut Burger mit einem Follow. Flavi mit einem Follow. Yannick mit einem Follow. Vielen Dank für die ganzen Follows, Freunde. Vielleicht knacken wir ja 20.000 Likes auf den Stream. Ich darf nicht so laut reden, ey. Sonst rasiert mich mein Vater wieder. 18.700 Likes haben wir. Macht mal hier die 20, Digga. Einfach 20.000 Likes auf so einen Stream. 20.000 Likes. Ich weiß nicht, was mit euch los ist, Digga. Wenn jeder Shapeshifter, nee. Also ich brauche jetzt hier optimalerweise brauche ich einen Linksfuß. Rechter Flügel. Ich weiß, Maris würde da perfekt reinpassen. Fällt mir gerade. Oder jemand mit 5 Sternen. Ich weiß wer. Der wäre Schmacko. Was sagt ihr zu dem Team? Das finde ich schon echt gut. De Bruyne, Vieira, Doppel-6. Mané außen mit Saint-Maximin, ne? Richarlison. Oder dann. Also die Offensive würde ich richtig fühlen. Oder hier halt Son, ne? Anstatt Mané. Könnte man auch machen. Son könnte man. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Glaubt ihr, Freunde, dieses Team hier. Real Talk. Aber ich lese kurz ein paar Subs vor. Luis mit einem Sub und Dave mit einem Sub. Glaubt ihr, dass dieses Team, merkt euch jetzt das Team, besser ist als dieses Team hier, als mein aktuelles Team? Perfekt. Also hier hole ich mir übrigens safe Roberto Carlos, weil Roberts ein Schmutz ist. Ich habe Robertson in Rot, aber ich fand den so schlecht. Letzte WL. Also wenn ich die Coins habe, werde ich das safe so machen. Und hier dann halt... Ja, hier würde ich mir schon gerne Saint-Maximin hinstellen. Real Talk, Digga. An sich ist es das gleiche Team, ne? An sich ist es das gleiche Team. Spiel R9? Nee, Freunde. Eusebio ist die beste Stürmerkarte im Spiel. 30 Spiele, 46 Tore. Guckt euch mal Richarlison an, Digga. 60 Spiele, 80 Tore, 32 Vorlagen. Was mich halt hier juckt, mich würde interessieren, welche Abwehr besser ist. Diese Abwehr hier oder die von vorhin? Und hier halt... Theoretisch könnte ich da auch Neymar hinstellen, fällt mir gerade auf. Aber so ein Mané ist das, glaube ich, safe besser. Mit Mané würde ich richtig krass klarkommen, ich weiß, das ist so krass. Das ist nämlich der Spielertyp, der dieses Dribbling hat über die Außen, was ich brauche. Aber wie teuer ist Mané? Das zweite Son ist krass. Okay, ich frage euch jetzt gleich nochmal. Also, entweder eins für das hier und zwei für das andere. Eins für das, zwei für das andere. Mehr Einsen, glaube ich, obwohl. Na. Ronaldo, CR7 ist nicht mein Typ, Freunde. CR7, nur Homo. CR7, ich fand ihn so schlecht. Weil der nicht so beweglich ist und so. An sich gibt es nicht so große Unterschiede, außer dass De Bruyne verkrullert ist und meine Abwehr anders. Und hier dann halt Mané. Also Mané würde ich mir schon eher als Son, glaube ich, holen. Wobei 5-5 auf den Außen mit beiden wäre auch schon geil. Ist halt nicht so gechillt.
Luis mit einem Sub. Dankeschön, Luis, für den Sub. I really appreciate that, man. I really think so. Team 2 aber mit Salah. Freunde, Salah hat 2 Sterne Weakfoot oder so. Oder 3. Das kann ich. Ich kann mit sowas nicht spielen. Der wird schon krass sein. Mit dem, aber so im Abschluss würde der mich so einengen. Lul? Einschränken. Aber ich glaube, das würde. Wenn ich sowas in Rot gezogen hätte, hätte ich sowas gespielt. Aber. Ich tendiere sogar, ehrlich gesagt, zu dem Team hier. Irgendwie. Mit De Bruyne. Ich habe keine Ahnung, Digga. Gomez hat dich doch mit Richarlison angelegt. Ja, an sich müsste ich Gomez und so rausschmeißen wegen der Aktion. An sich müsste ich den Mann rausschmeißen. Aber ich meine, wir sind ungeschlagen seit 60 Spielen. Mit der Abwehr. Rullet hat auch echt einen guten Job gemacht, muss ich sagen. Wie viele Coins würden mir denn dafür fehlen? Mir würde Mané kostet. Wartet mal. Luis mit einem Paul Haller mit einem Follow, Fabian mit einem Euro. Wenn du das Team umbaust, bist du in meinen Augen nur 1,70 groß. Elite mit einem Follow, Illuminati, Kochbanane, Wühler. Alle mit einem Follow nochmal. Dankeschön für den Support, Freunde. Ich guck mal nach, wie teuer die alle sind. Also wie teuer Mané ist. Mané kostet 2 Millionen. Saint Maximin kostet 1,5 Millionen. Roberto Carlos kostet 600k. Das kann ich mir sowas von nicht leisten. Mir fehlen 4 Millionen. 4 Millionen, Digga. Woher soll ich denn 4 Millionen herholen? Das Problem ist, ich kann die ja nicht mehr verkaufen. Maris ist untrade. Die waren alle untrade. Ich habe nämlich so hier vorher gespielt. Ich kann nichts verkaufen. Ich muss 4 Millionen aus meinen Elite 1 Rewards machen. Wahrscheinlich mache ich 4 Millionen. Ich muss Messi ziehen. Ich habe 81 Coins auf dem Konto. Maris ist die größte Baustelle. Maris ist die größte Baustelle. Der ist krass und so, aber ich glaube, San Maximinin ist besser. 5 Sterne Weakfoot, 89 Ausdauer, 99, 94. Diego Carlos für Van Dijk. Wir haben nicht Top 100 geholt, wir haben Disconnect bei 25,1 kassiert. Das ist nicht so einfach, Freunde. Es ist echt nicht so einfach, sich zu entscheiden. Vieira verkaufen und Kroos rein. Nee. Stimmt, ich habe ja noch Kroos. Niemals verkaufe ich Vieira nochmal. Vieira hat mir gezeigt, Freunde, ich habe so wenig Gegentore mit Vieira bekommen, als ich den hatte. Defensiv ist das eine Macht. Ich würde eher Hullet verkaufen als Vieira. Ah, es wird morgen interessant. Morgen wird es interessant, Digga. Sage ich euch early. Also ich denke, dass so würde ich es am liebsten spielen. Das bekommen wir vielleicht in 2 Wochen hin. Aber ich denke einfach, dass es nicht so viel Sinn macht, das Team jetzt wieder umzubauen, weil ich ja an sich auch zufrieden war. Warum sollte ich das Team verkaufen? So, wisst ihr, was ich meine? Das wäre voll dumm. Da würde ich mich aufregen, dass ich das wieder verkauft habe. Wann ist der Stream morgen? Der ist um 11 Uhr. Der geht um 11 Uhr los, der Stream. Ey, Freunde, ich habe Migräne des Grauens. Ich habe so krass Kopfschmerzen. Was ist denn los, ey? Krass. Ramos Varane. Nee, Digga. Wie geht's deinem Vater? Gut, ich darf nicht so laut sein. Sonst rasiert er mich wieder. Andreas Becker mit einem Follow. Sebastian Hofmann mit einem Follow. Jeremy mit einem Sub. Und Z in Solok mit 2 Euro. Spiel doch Gomez und Varane, dann hast du von beiden was. Gomez und Varane? Kann ich dir Varane hinstellen? Nein. Obwohl.
So könnte man das auch machen. Ich würde sogar Coins sparen bei der Aktion, Hilfe. Luis mit 2 Euro, gehst du mehr auf Gewichte oder mehr auf Wiederholungen zu definieren? Ich mache immer so 10 Wiederholungen ungefähr. Zwischen 8 und 12 Wiederholungen mache ich immer. So könnte man das auch machen. Theoretisch. Courtois Müll. Ach Digga, die ganzen Torhüter sind Müll. Alisson Tots war auch Müll. Alisson Tots war auch Müll, sage ich dir so, wie es ist. Also was heißt Müll? Die halten alle gleich, habe ich das Gefühl. Die halten alle gleich, kosten zu viel Coins. Es ist echt nicht so einfach, Chat. Alisson, schlechtester Keeper, Real Talk. Der ist wirklich so Schmutz, Alisson. Alisson, richtiger Schmutztorwart. Aber gefühlt ist jeder so schlecht, Mann. Mané gegen Son. Son gegen Mané, meinst du? Du bist doch, Digga, du bist Berater von Son, Friede. Mané unnötig. Mané und Son kosten genau gleich viel und Mané hat dieses Dribbling, was ich brauche. Son hat das Dribbling auch nicht. Das ist voll schwer zu erklären, was ich meine. Kennt? Ne. Ich spiele doch nicht Kent von Anfang an, Freunde, das kann man nicht machen. Kent von Anfang an ist Schmutz. Ich glaube, so ist es schon ganz gut. Ich muss abwarten. Stellt euch mal vor, ich ziehe morgen Messi in Rot oder so. Oder stellt euch vor, ich ziehe Varane morgen in Rot. Oder Ramos, dann muss ich die spielen. Wenn ich Varane oder Ramos morgen in Rot ziehe, dann muss ich die spielen. Wenn ich Messi, Varane oder Ramos in Rot ziehe, spiele ich die auch. Da muss man halt wieder alles umbauen, ne? Dann bekommt noch Neymar einen Tots, Digga. Mbappé wird noch einen Tots bekommen. Das wird alles noch so schlimm. Glaubt mir. Das wird unglaublich, Hilfe. I really think so. You started in the deuce, you're on trinkets. Hä? I know. I know. No. Perfekt. David, Luis, Leone, Ronaldinho. Der Song heißt Like a River. Freunde, nehmt's mir nicht übel, aber wir waren jetzt 3,5 Stunden online. Ich habe eigentlich noch gedacht, ich bleibe so noch 25 Minuten online, aber mein Kopf explodiert gleich. Real Talk, ich lese nochmal alles vor. Wir bleiben noch so ein bisschen online, ich gehe nicht sofort offline. Ich lese nochmal alles vor, was reinkommt, aber ich bin so im Arsch. Ich weiß nicht, was passiert ist in der letzten Stunde. Mein Kopf explodiert und wir sind ja in 10 Stunden wieder online, in 10. Ich schaue mir jetzt Dings da, Aspirin und so ein, aber ich bleibe noch online, warte, chillt noch. Ich wollte es nur sagen. Ich lese mal alles vor, was reinkommt. Auf Insta, auf Twitch. Auf Twitch, Freunde, haben wir. Auf Twitch, auf Twitter. Haben wir fast die 20.000. Soweit ich weiß. Auf Twitter. Auf Twitter haben wir 19.500 Follower. Wir sind hier gerade noch 13.000 Zuschauer oder so. Lass hier mal, ich weiß, viele haben kein Twitter, aber macht mal hier die 20.000 voll, Freunde. Ich verstehe auch dieses gefällt mir nicht. Ich habe viel mehr als 5.000, als 6.000 gefällt es mir. Ich verstehe das einfach gar nicht. Allein, wenn man hier das und das hier zusammenrechnet, sind es schon fast 4. Aber okay, auf Twitter mal hier die 20.000 voll machen, würde mich freuen. Ich weiß, es haben nicht so viele. Ich lese jetzt nochmal alles vor, was hier reinkommt, Insta-mäßig. YouTube-mäßig, Follow-mäßig, Groschi mit einem Abo, Jirinho mit einem Abo, Ultras Bremen mit einem Euro, Cavafal, Varan und dann Vieira mit Euse tauschen, Full Cam. Ich muss halt, wie gesagt, bis morgen abwarten. Kosovo mit einem Euro, Eli, deine Meinung zu Albanern. Ich feiere Albaner, ich habe viele albanische Freunde. Oder hatte viele auch in meiner Klasse, mit denen ich sehr gut war immer. Ich fand es immer witzig, wie die geredet haben. Luis Klar mit 2 Euro, habe ich schon vorgelesen, okay.
Robert Gelb mit einem Abo. Das waren die Abos auf YouTube. Jetzt auf Insta nochmal. Lustige Videos und Memes. Yo. Tixler, Lennart, Jon, BT, Pavlic, Jan, 62, Lixner, Nando, Robin, Sari, Niki, Marco, Ruby, gute Besserung, Eli. Digga, ich muss mir echt, ich hab Angst, dass es morgen schlimmer wird, weil morgen ist ein wichtiger Stream, Freunde. Ich hoffe, ihr schaltet morgen alle ein. Morgen, der Reward-Stream wird halt wieder knallen. 5x Top 100 Rewards. Das ist alles, was du selber likest, du Five. Achso, wusste ich gar nicht, lol. Wusste ich nicht mal. Morgen wird ein geiler Stream, Freunde. 6x Top 100 Rewards sogar. Von 11 bis 15 Uhr und abends halt auf Twitch, wie immer. Doppelstream an dem Tag. War wie immer, Freunde, ein richtig geiler Stream. Was soll ich euch erzählen, Digga? Der Support ist so heftig. Wir waren 3,5 Stunden online. Jordan war im Stream. Ihr konntet Jordan ein paar Fragen stellen. Morgen wird es auch nochmal gut abgehen, denke ich mal. Deswegen, seid da auf jeden Fall gespannt, Leute. Luis mit einem Follow, Paul mit einem Follow. Luis nochmal mit einem Euro. Hab gerade erst mit Fitness angefangen. Sagst eher schnell auf hohes Gewicht oder viele Wiederholungen? Ich würde erstmal niedrigeres Gewicht machen, damit du die ganzen Übungen checkst. Aber ich bin noch nicht der Fitness-Experte. Nick live mit einem Follow. Dankeschön für dein Follow. So, Freunde. Wie gesagt, gerne alle nochmal ein Like auf den Stream da lassen. Ich muss wirklich jetzt schlafen gehen. Ich hau Aspirin rein, gehe was essen und gehe direkt pennen. Morgen früh bin ich wieder online um 11 Uhr. Ich muss so oder so jetzt immer aufpassen abends. Ich darf nicht mehr so laut sein. Sonst werde ich irgendwann wirklich on-stream noch rasiert. Wie gesagt, Freunde, war ein geiler Stream wie immer. Danke an alle Stammzuschauer, die wirklich immer einschalten. Ich küsse euer Herz. Der ist so immer 10.000 Zuschauer in letzter Zeit auf YouTube, auf Twitch, ganze Zeit 4.000, 5.000. Wirklich, ich weiß es sehr zu schätzen. Nimmt es mir nicht übel, wenn ich auf Instagram nicht antworte. Es ist einfach viel zu viel. Aber ich gebe da mein Bestes. Beantworte jetzt auch noch ein bisschen was. Also, Dankeschön. Noch einmal Insta hier. Ich habe sonst ein schlechtes Gewissen für die, die gerade followen und nicht vorlese. Lennox, Lars, Kamil. Ja, für die Follows. Okay, Freunde, ich gehe jetzt offline. Ich bin in 10 Stunden wieder für euch online. War ein richtig geiler Stream, wie jeden Mittwoch.